Moin, Freunde der Sonne. Moin und herzlich willkommen zurück zum Fußballmanager 23 mit den Kubir-Kickers und mit den Turks and Caicos-Inseln, die heute beide ihre Pflichtspiele haben werden. Und die Kubir-Kickers zum Beispiel gehen jetzt nach der Winterpause, die wir beim letzten Mal noch durchgeprügelt haben, in die Rückrunde. Und ich freue mich drauf. Ich erinnere mich daran, dass diese Rückrunde, also dass diese Winterpause sehr, sehr aktiv für mich letzte Woche war. Ich hoffe, das wiederholen wir heute nicht. Also euren Support tatsächlich schon mal direkt an allen Ehren. Aber, Freunde, aber es hat mich auch ein wenig geplättet. Um es mal so auszudrücken. Ja, das glaube ich. Ja, genau. Dementsprechend also wollen wir gucken, was heute so geht. Ich mache noch den Reminder für Discord fertig und dann schauen wir mal, was wir so auf dem Zettel haben. Wieso, das kannst du schon mal sagen. Jo, was haben wir heute auf dem Zettel? Also, wie gesagt, Rückrunde mit den Kubir-Kickers. Ich gucke gerade mal, was die Nationalmannschaft der Turks und Caicos-Inseln vor der Brust hat. Es ist zumindest ein Spiel. Ah ne, ist noch nicht mal ein Pflichtspiel. Ich habe Blödsinn erzählt. Wir haben ein Freundschaftsspiel zu bestreiten. Mehr ist es sogar gar nicht. Das ist das letzte. Genau, es ist das letzte Pflichtspiel. Nee. Ich habe schon wieder Pflichtspiel gesagt. Das letzte Spiel der Saison für die Nationalmannschaft. Krass, danach ist erstmal Ruhe bei denen. Ja, ich weiß gar nicht, wie sieht es eigentlich mit unserem Vertrag aus? Eine exzellente Frage. Geht bis 2026. Wir haben jetzt doch 2025 ja, intern, wenn ich also mich nicht verrechnet habe. Vertrag hätten wir noch. Das kann sein, dass wir dann noch. Ja, dann würde ich hoffen, haben wir nur für Schnauze. Nee, wir haben tatsächlich sogar nochmal irgendwie unentschieden gespielt. Ja, okay, wir haben nur nicht gewonnen. Ja, vielleicht reicht das ja, dann nicht entlassen zu werden. Ich will es noch nicht verschreien, aber es könnte sein, dass das eventuell schon hinhaut. Ja, ich glaube, das waren unsere Spiele. Ich glaube, wir haben ein Spiel gegen Montserrat, ein Freundschaftsspiel gehabt. Und dann zwei Niederlagen gegen, ich glaube, El Salvador, genau, El Salvador und die Bahamas. Und dann hatten wir ein Unentschieden geschafft gegen Curaçao. Und das war's mit den Spielen diese Saison für die Turks und Caicos Inseln. Dann haben wir noch jetzt noch ein Böse Stimmen Freundschaftsspiel. könnten sagen, reicht ja auch bei dem schlechten Gekicke. Freundschaftsspiel gegen Aruba und dann war's das. Ja. Alles ja. Gut, wie gesagt, dann haben wir da nicht so das Thema mit. Wie sieht's in der Dings aus, in der In Liga? der Prignitz, Was haben wir da jetzt? da sieht es so aus, dass wir als nächstes gegen Wittenberge-Brese spielen. Das wird das erste Spiel des neuen Jahres sein, nicht der Rückrunde, glaube ich, sondern das ist Jo. ein bisschen anders. Die Rückrunde Genau, hat, glaube ich, wir schon sind schon ein angefangen. bisschen weiter, ja. Es sieht so aus, dass wir schon 17 Spiele Weiterhin. statt 15, was eine Serie, Halbserie wäre. Wir haben weiterhin 7 Punkte Vorsprung. Genau, Das ist immer Wittenberge-Brese ist auf Platz Also, 4. das ist wirklich insane, ne? Also, wenn wir nicht so eine überkrasse Saison spielen, ne? Falkensee wäre echt übler Konkurrent, ne? Die haben bislang auch erst dreimal federn lassen. Wir halt nur noch gar kein Mal, aber ansonsten ist es wirklich so, dass die spielen keine schlechte, also bei weitem keine schlechte Season. Die sind wahrscheinlich jetzt also mit ärgste Konkurrenten, die wir so hatten, eigentlich. Die sind quasi der VfB Stuttgart der Landesliga. Ja. Die sind ganz schön am Performen, aber das drückt sich in der Tabelle gar nicht so aus. Ja gut, die sind ja auch Dritter, ne? Ja, aber in anderen Saisons wären sie noch weiter vorne gewesen. Das stimmt. Mittlerweile muss man aber zwischendurch auch fragen, sind denn einfach nur die Mannschaften so krass oder ist der Rest der Liga so schwach? Das ist aber immer so ein typisches Henne-Ei-Problem. Ja. Was sagen die Kapitalmarktanlagen? Wo sind wir da gerade, wenn du schon drauf bist? Da sind wir momentan nicht mehr involviert. Nö. Gut, da waren wir ausgestiegen. Sehr schön. Genau, da haben wir stimmt. Genau, da haben wir nochmal unseren kleinen Schnitt gemacht. Da haben wir erwartet, dass das nächste Woche wieder runtergeht. Dementsprechend haben wir erstmal einen Satz vom Tisch genommen, ich erinnere mich. Genau, was ich mich auch erinnere, war, dass wir noch die Finanzrechnung aufgestellt haben, ganz, ganz spät. Der Stream war ja auch echt, der hatte eine richtig üble Länge. Ne? Also ich musste das Ding auch cutten und alles. Noch extra. Genau, wir waren so verblieben, dass wir mit der Nationalmannschaft in allem Pipapo diese Saison einen Überschuss erwirtschaften von 300.000 Euro. Von denen einfach 150.000 von der Börse kommen. Unser operatives Geschäft ist übrigens im Minus. Also ohne persönliche Sponsoren, Börse und Nationalmannschaft würden wir schön rote Zahlen schreiben. Aber egal. Ne? Blindes Huhn findet auch mal ein Korn. Wichtig ist, was hinten rauskommt. Genau. Entscheidend ist, was am Ende in der Gesamtbilanz steht. Und die ist halt
300.000 Euro positiv. Ne, und erinnert euch dran, wir brauchen ungefähr so für den Stadionausbau, also 3 Millionen werden wir brauchen, wahrscheinlich, bevor uns die Bank da irgendwie was gewährt. Wir werden es trotzdem Ende der Saison nochmal uns mal ansehen und versuchen, aber ich befürchte, das wird noch nicht lang. Aber sagen wir vielleicht was, 1,6 Millionen, das könnte zu dünn sein. Naja, weiter geht's. Ja, was Wetten angeht, warte ich übrigens noch drauf, dass wir dann genügend Leute heute sind. Da ist momentan tatsächlich noch ein bisschen Ebbe hier. Ebbe-Sand. Dürfte wahrscheinlich jetzt in den nächsten 20, 30 Minuten dann hoffentlich wieder die normalen Züge annehmen. Tschul. Grüß dich, Mamo. Hi, Olla. Bei Flut sehe ich Wasser, bei Ebbe Sand. Schön. Sehr gut. Ja, dann gucken wir mal, was so weiterhin geht. Ja, ab März müssen wir tatsächlich dann auch die Verträge für die Jugendspieler zur kommenden Season mal in Angriff nehmen, für den Fall, dass da nochmal ein bisschen Nachverhandlungen nötig sind. Ist das tatsächlich eine Thematik, die auch nochmal kommt. Ey, what the fuck? Kannst du mal auf Gunst gehen? Gunst. Die Gunst der Stunde? 59er Gunst der hier, ey. Ich habe überlegt, Alter, der ist nicht mehr weit weg von der 70. So, von mit allem Peak-Performance, so. Der hat ja noch einen Punkt, einen Steckpunkt so in petto, 65 wegen Moral. Der ist schon wild. Genau. Ja, bevor du übrigens reingehst, Saga steht wieder auf dem 10er. Just saying. Komisch. Aber gut, ich wollte sowieso nochmal umstellen. So. Und dann sieht es auch ein bisschen anders aus. Ah, okay. Alles klar. Gut, dann habe ich nichts gesagt. Ah, schon crazy, ey. Also, Gunst 64, Raube 63, Lichtenwagner 62. Da hast du noch den Sagat, der ist auch über eine 60. Also wirklich, das ist schon halt eine Mannschaft, die hat schon echt Reife für die Regionalliga. Da kannst du schon mit antreten gehen. Moment, wenn wir uns das mal angucken gerade, die Stärke, die Mannschaftsstärken, wir sind bei 613. Alter, in der Verbandsliga geht es bis 587. Das ist aber auch schon noch eine Ansage, ne? 587. Ja. Also das gibt's noch nicht geschenkt. Nee, in der Oberliga Nordost-Nord, also die fünfte Liga, hätten 618, wir schon... 18, ja, genau. Da werden wir untere Mittelfeld, so würden wir uns schon einfinden. Da könnte man schon so ein bisschen mitspielen. Hier würden wir noch nicht mitspielen in der Regionalliga. Ja, okay, nee. Aber Oberliga-reif ist es. Immerhin. Oberliga könnten wir schon spielen mit der Mannschaft. Es war mehr schlecht als recht, aber wir könnten. Grüß dich, Fabi, hallo. Einen schönen guten Abend. Ich hoffe, auch dir geht's gut. Können wir ihr beiden erzählen, wie war eure Woche so? Ich hoffe, angenehm. Meine war sehr, sehr arbeitsintensiv, muss ich tatsächlich sagen. Also ich habe jetzt in 4 Tagen... Warte. Kann ich dir sagen? Anne 40 Stunden geprügelt. In 4 Tagen. Ja. Ja, die Woche nach einem Urlaub ist immer besonders bescheiden, was das angeht. Da kommt nur Arbeit auf einen zu. Also wirklich echt den Arsch voll Arbeit. Bin ich in der Zeile verrutscht. Naja, passiert. Das hast du gut gemacht. Nee, ich hab scheiße gespielt, meine Stimmung ist jetzt schlechter. Halt's Maul! Okay. Wenn ich aus dem Urlaub komme oder aus längerer Zeit, wo ich Schule und oder Lehrgang hatte, dann habe ich immer die Hälfte vergessen, wie Sachen gehen. Dann brauche ich mal länger, das nicht. Um mich daran zu erinnern, wie es nochmal war. Nur so ganz kurzfristige Sachen. Also jetzt wirklich, jetzt zum Beispiel, wir hatten Dienstag jetzt Berufsschule und da muss ich auch kurz 5 Minuten überlegen, wo war ich denn eigentlich stehen geblieben? Wobei, nein, muss ich gar nicht. Also muss ich schon, aber es war erst hinten raus bei Deutsch, weil Politik haben wir Klausur geschrieben. Geil, Kickstart direkt mit der Klausur rein. Gut, eine Politikklausur, wie gesagt, das habe ich relativ auf einen Arschbacke abgesessen. Ich habe das ja schon ein bisschen angedroht gehabt, ja, im P&R-Stream, dass da so eine Thematik da auf mich zukam. Ja, ich würde schon behaupten,
Eine 2 ist auf jeden Fall safe. Frage ist, ob es noch eine 1 wird. Aber die 2, Oh, das glaube ich Talentsucher. schon. Oh, Bin das ist immer eine gespannt. gute. 4 Sterne. 8. Ja, 4 Sterne, sehr gut. Mhm. Kann man schon mal Auswahl mitnehmen für einen nehmen. Schnitt. Speichern. Raube und Gunst, beide in Höchstform. Gnade dem nächsten Gegner Gott. Farbe musst du noch lernen. Ja, wie gesagt, kann ich verstehen, kenne ich auch. Zu der Thematik nochmal eben ganz schnell. Genau, und dann hatte ich noch Englischvortrag. Ja, und dreimal darfst du raten, Mo, wer diesen Englischvortrag alleine halten durfte. Eine Viertelstunde lang. Wer fängt mit M an, hört mit Alter auf? Ja. Ja. Exaktement. Ich habe tatsächlich, weil die eine ist gar nicht erst aufgetaucht, die war krank. Gucken, ob es war oder nicht. Meine andere Kumpanin hat tatsächlich nach der Politikarbeit die Segel gestrichen. Die hat Politik nur mitgeschrieben und ja, aber das war auch okay. Die war so fertig, die hätte mir, glaube ich, eine Viertelstunde später hätte die mir auf den Tisch gekotzt. Uff. Das, also das hatte keinen Zweck gehabt bei der. Ja. Das unterschreibe ich sofort. Aber ja, den Umstand wieder entsprechend stehe ich dann da. Dann kommt die Englischlehrerin zu mir und sagt, halt auf Englisch jetzt, ne, dann Motto, ja, bist du confident genug jetzt hier, um allein anzutreten? Dann sag ich, ja, scheiß drauf, komm, hab ja eh nichts zu verlieren. Attacke. Wette, sagt Fabi, brauche ich noch nicht bringen, wir sind heute zu wenig Leute. Ich weiß nicht, wo die ganzen Leute sind, Tja. aber ich kann noch nicht loslegen, das reicht noch nicht. Ich brauch noch ein bisschen mehr Publikum tatsächlich, wisst selber. Unter 7, 8 Leuten schieße ich halt keine Wette los, weil Ja, sonst kommt dann es nichts ist im heute ein Input. bisschen langsam, wie das anläuft. Ja, ich weiß auch nicht. Vielleicht haben die keine Twitch-Benachrichtigung oder so gekriegt. Kann das sein? I don't know, mal zwischendurch haben wir mal ein bisschen Struggle mit. Deswegen, wir warten einfach mal ab. Ne, ich bin mir auch recht sicher, dass sie das in der nächsten halben Stunde gibt. Da kann man eigentlich relativ gut von ausgehen. Ne, von daher geben wir jetzt tatsächlich das Turks und Caicos-Spiel. Ohne einen großen Ja, Erwartungshorizont. das Den ist haben wir jetzt sowieso auch. nicht. Das wird wahrscheinlich nichts. Ist auch nicht so Ja. wichtig, ist ein Freundschaftsspiel und ist, ja. Willst du dann Videotext, so ist das dann 3D geben, wenn das so ein Ich glaube sinnlos nicht, Kick dass wir ist? das uns 3D angucken müssen. Das Ja, dann ist uns, schieb glaube das ich, so nicht durch. wert. Guck mal, die zweite Mannschaft, die spielt noch. Ja. Aber die haben wahrscheinlich ein Testspiel, nehme ich mal stark an. Ach so, ja. Ja, kann Ja, alles sein. andere kann eigentlich auch nicht sein. Der Fabi ist Begegnungen. heute nur mit einem Account da. Ist ja auch kein Thema, Leute. Vierter Ihr seid Februar, nicht dazu. Freundschaftsspiel. Ja, ein Freundschaftsspiel. Ja. Also mal kurz, Moment, hatte ich das schon vorbereitet? Ich glaube, ich habe das sogar schon vorbereitet. Ja, das war schon bereit. Alles klar, dann mal einen Tag weiter. Oh. So, jetzt gibt es nochmal dramatische Musik. Ah, Und da sind baba, wir baba, schon. baba. Genau. Da sind wir schon wieder. Aufstellung habe ich schon vorbereitet, also gehen wir direkt rein. Und ja. Ach du Scheiße, ich habe gerade was gesehen. What the fuck? Soll ich dir sagen, was ich gerade eben aus dem Augenwinkel gesehen habe? Jungs, wir sind auf YouTube. Ihr dürft nochmal zurückspulen. Übrigens, bevor ihr zurückspult, ihr gebt mir noch einen Daumen nach oben da für die Ausgabe hier. Und ein Abo, falls euch geschehen. Und Link zu Twitch in der Beschreibung, falls ihr live dabei sein wollt und unser Publikum hier ein bisschen auffüllen wollt, weil momentan sehr mager. Ich habe gesehen, dass Kylian Mbappé momentan auf eine 98er Gesamtstärke läuft. Ui. 98. Ich glaube, so einen Wert habe ich. Ich glaube, noch nie gesehen. Ich glaube, das Höchste, was ich gesehen habe, war mal Ronaldo mit einer 97. Das ist die Zeitumstellung. Man hat noch was zu tun, wenn es noch hell ist. Also wenn ich aus dem Fenster gucke, ist es dunkel. Puh. Jetzt mir weil und vor allem ist die Zeitumstellung in welche. Ich komme immer durcheinander. Wie rum ist das jetzt nochmal? Ist es dann, weil wir eine Stunde wegnehmen, ist es dann ja auch eine Stunde früher dunkel? Nö, später. Es wird Okay. später hell und später dunkel. Weil jetzt muss Gut. ich morgens wieder das Licht anmachen, wenn ich aufstehe. Ja, und wie ihr sehen könnt, Turks und Caicos spielen ja sich jetzt hier wieder einen überragenden Rausch. Die sind froh, wenn sie hier wieder nicht 5-0 vom Platz geschickt werden. Und da schauen wir mal. So, was habe ich jetzt hier? Wovon ich angeditscht?
Das ist egal. Ja, das Spiel wird wahrscheinlich nichts. Aber ja, das macht so gut wie fast wenig. Ja. Ja, man muss tatsächlich sagen, also die Truppe. Also wir haben schon viel hoffnungslose Truppen zu irgendetwas gebracht. Ne? Also wir haben teilweise sogar schon nur semi-gute Truppen schon richtig weit gebracht in Turnieren. Aber die Truppe ist so dermaßen schlecht und so weit weg auch von allen anderen, dass wir echt, da haben wir keine Chance, irgendwas zu machen. Dazu fällt mir ein Film und eine Dokumentation ein, die ich mir gerne mal jeweils anschauen möchte. Next Goal Wins. Da geht es um einen erfahrenen Fußballtrainer, der die Nationalmannschaft von amerikanisch Samoa übernimmt. Und es ist basiert auf, also eine Dokumentation, die wahre Geschichte dokumentiert, und ein Kinofilm, der darauf basiert. Mhm. Gibt's beides. Würde mich interessieren. Ja, ich sag mal so, also du hast als bester Coach, du hast halt beschränkte und begrenzte Möglichkeiten. Also du kannst Leute schon eine Etage besser machen, aber irgendwo bist du schon gecapped. Ja? Also irgendwo ist da schon so ein Limit drin. Na, solange die Leute halt, also die du trainierst, nicht mehr trainieren. Ich glaube, die waren damals zig Spiele lang ohne Tor. Oder irgendwie sowas. Mhm. Das war die schlechteste Nationalmannschaft, die es gab zu dem Zeitpunkt. Ach, sogar schlechter als Marino und sowas? Ja. Damals auf jeden Fall. Boah, Hilfe. Tor für Österreich, sagt Mamo. Ach, Deutschland, Mädels spielen heute, ne? Mhm. Europameisterschaftsqualifikation für die Schweiz nächstes Jahr. Da haut Rubisch dann gleich wieder auf den Putz in der Halbzeit. So, jetzt haben unsere 8 Leute zusammen. Aber jetzt kann ich tatsächlich eine Wette abgeben. Juhu. Sehr gut, haben wir es geschafft. Ja, sag ja, ne? Das war alles heute ein bisschen wahrscheinlich mit Verzug. Ah ja, aber die zweite Halbzeit war sogar in Ordnung. Ja, kein Gegentor gekriegt. Ja, nur 0-2. War schon okay. Und es gab auch mal, ich weiß nicht, ob es eine Dokumentation war. Ich glaube schon, da hieß irgendwas mit das andere Finale, wo die zwei letzten Mannschaften der Weltrangliste gegeneinander gespielt haben. Das waren Montserrat war damals dabei und noch irgendwas. Gottes Willen. Das war, glaube ich, zur Weltmeisterschaft haben sie quasi das andere Finale ausgespielt. Vom anderen Ende das der Weltrangliste. Das Worst-Case-Finale. Bist du dann aber nicht der Sieger, wenn du das Ding verlierst? Tja, das ist dann, jetzt die Frage. Ja, wer hat dann gewonnen? Der Gewinner oder der Verlierer? Ja. Boah, raube die Saison wieder plus 7, Alter. Mhm. Lichtenwagner 6, Gunst 5, Grotmark 8. Ah ja, das ist. Oh, huiuiuiui, die Truppe läuft auch wieder heiß. Die hat schon wieder Bock. Ja, schön. Also crazy, wenn wir das Ding durchtauschen, ey. Es wird einfach mal schlichtweg 100 Punkte schlechter sofort. Also die Diskrepanz zwischen A- und B-Mannschaft ist schon da. Und hoch, vor allem hoch. So, jetzt machen wir uns bereit für unser Spiel gegen Wittenberg, ne? Wittenberge, genau. Wittenberge Brese. Veritas Wittenberge Brese. Prediction. Und zwar habe ich wieder zu vermelden. Ein Spiel. Außer zu Hause. Zu Hause. Gegen Veritas Wittenberge. Wittenberge. Dafür kriegt ihr anhand dessen 5 Minuten Zeit. Viel Spaß, die erste Wette des Tages, sie läuft. Und mein Account läuft immer noch auf armutsgefährdendem Niveau. Weil ein gewisser jemand hier auch wieder kein Stream machen konnte. Mhm. Aber ich hoffe, das ändert sich jetzt. Ich bin auch optimistisch. Sehr gut. Denn ich brauche die Punkte, Mann. Und so hungert so langsam hier. Ah, echt, der Schnitt in der Jugendmannschaft sieht mittlerweile schon halbwegs brauchbar aus. Ja. Na, jetzt habe ich schon wieder das aktualisiert, das brauchte ich ja gar nicht, hatte ich ja schon gemacht. So, jetzt aber. Hin und wieder wiederholende Arbeitsschritte. Ja. Wann ist da? 5 Tage bis zum nächsten Spiel. Ihr spielt jetzt aber gerade nicht, deswegen löse ich euch wieder auf. So. Fabi fragt, wo ist ein Wumse? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Er muss sich nicht bei uns abmelden. Das ist hier kein Stuhlkreis, habe ich was gesagt, ganz nach dem Motto. Wir sitzen hier zusammen und haken Anwesenheitsliste ab. Und wie jemand ist nicht da? Mhm. Dann gibt's aufs Maul. Dann gibt's Eintrag im Zeugnis, Fehlstunden.
Heute ist es ein bisschen mal geldlos geworden. Wir haben einen Schülerpraktikanten jetzt da, also der so 2 Wochen Schülerpraktikum macht. Und jetzt war ich dazu aus dummem Zufall verknackt dazu gewesen. Also ich wäre auch so mit dem schon essen gegangen, das wäre nicht das Thema gewesen. Also dass ich mit ihm sozusagen dann fürs Essen dann zuständig war, da musste ich es mal ausgeben. Du kannst ja keinen Schüler zahlen lassen. Der findet ja keine müde Mark. Ja? Na, ärgerst du dich, dann gehst du mit dem dann essen, dann bist du schon wieder 20 Euro los. Wenn du selber auch noch was haben willst. jetzt lass nach. Naja, schauen wir mal. So, Wette läuft, Ladies and Gentlemen. Ihr dürft eure Tipps abgeben. Ich sehe bislang nur 100 Punkte auf Unentschieden, sonst noch gar nichts. Und bald ist Zeit für sozialen Ausgleich. Jetzt sehe ich noch 10 Punkte auf Kuhbier. Möchte noch für 10 Punkte auf Wettbewerb gesetzt. Oh, okay, es gibt einen kleinen Moraldämpfer. Missglückte Generalprobe. Wir haben gegen die Jugend verloren. Der Dittgen hat den 2 reingeballert. Ja, gut. Scheiße, ich glaube, Gemischfuyo muss von beiden Dingern schuld sein. 6,0. Wow. Ja, gut, damit hat sich das jetzt erstmal auch komplett schief gegangen. Ja, ich habe 2 Punkte gesetzt. Dann ist wahrscheinlich jetzt auch erstmal die Moral wieder ein bisschen im Arsch für eine Zeit lang. Also möglich, die Top-Werte. Dass wir weniger Euphorie haben, ja, das kann schon sein. Ja. Dann sind die so nicht mit dabei. Ah, okay, man muss es ja nur einmal erwähnen. Schon fliegen 9500 Punkte auf Kubier. Das heißt, also wir reden hier von 450 Punkten, die ich dann jetzt einmal setzen darf. Und anhand dessen, dass auf Veritas noch nichts gesetzt wurde, muss ich auf Veritas setzen. Zack. Ohne ihn machen Wetten keinen Sinn, sagt Fabi. Naja, muss man leben. Kann ich immer jederzeit haben. Wir machen das trotzdem schon so, wird trotzdem ein schöner Abend. Bin ich bester Dinge. Ja, mein HSV unter der Woche übrigens war wieder nicht so erfolgreich gewesen. Wir schießen eine Traumbude und wir kassieren eine Traumbude. Und damit war das Spiel eigentlich auch schon gegessen. Weil wir haben tatsächlich Glatzel momentan verletzt. Und wir müssen mit unserem B-Stürmer spielen und der Andras Nemeth. So talentiert der vielleicht auch sein mag, momentan ist er noch eine ziemliche Niete vom Kasten. Der hatte 2 Riesenchancen gehabt, von einer auf jeden Fall rein musste und er macht die Bude nicht. So, ich habe gehört, Grotmark wird pünktlich wieder fit. Das ist schon mal müsste gut. Ja das Doppelte sein, 10% Malte. Nee, 10% mache ich nicht mehr, kann ich nicht mehr bringen. Dafür ist mein Account zu nah an der Pleite, dafür sind eure Einsätze mittlerweile zu hoch. Ich muss das für 5% quasi runterledern. Ja, siehst du, wir haben einen richtigen Riecher. Wollen wir jetzt mal was ganz Riskantes machen, Mo? Jetzt schon einsteigen, oder was? Ja, weil meistens ist es diese eine Gegenbewegung und dann zündet das nochmal. Das habe ich jetzt öfter schon mal gesehen. Weißt du, guck mal die Bewegung davor an. Du hast diesen einen Knick und danach zündet es nochmal. Das machen wir, das halte ich für eine gute Idee. Okay. Ja, rein damit 400.000. Ich speichere lieber. 400.000. Wir können mal ein bisschen, wir machen mal zumindest ein bisschen risikolos. Wir machen mal 300.000. Okay. Dann haben wir noch 5 Schritte zum Nachkaufen. So, weißt du, wenn es doch runtergeht, kaufen wir nochmal nach und kaufen nochmal nach. Komm, ne? Wir haben schon unsere Möglichkeiten. So, 300.000. Ich halte das für eine exzellente Idee. Tor für Österreich! Ach du Scheiße. Oh, 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 Mädels. Jetzt nicht, wo die Herren gerade anfangen, wir besser zu spielen, fangt ihr jetzt nicht auch noch an. Dann wird's fürchterlich finster, befürchte ich. So, wir sind drin in den Aktienfonds. Jo. Bin ich mal gespannt.
Bei mir. Jetzt stellt sich die große Frage, welche Frankfurterin hat das Tor geschossen? Wieso? War es Barbara Dunst? War es Verena Henshaw? War es Virginia Kirchberger? Alle bei Frankfurt und bei Österreich. Okay, der Profi, warte mal eben. Ach, ich will doch nicht Dings sehen hier. Aber wo Frankfurt? Ich habe ein Freitagsspiel, also heute gegen Bremen. T-Unterstrich-Fizzi ist seit 4 Monaten so. Hey Fizzi, vielen lieben Dank für den Prime-Sub. Das sind die ersten 2 Liegestützen des Tages. Merci. Grüß dich. Ich hoffe, es geht dir gut. Hola, Senior. Ey, Doppelpack Campbell. Oder Campbell. Eileen Campbell. Okay. Ja. No, achso, genau. Österreich mit nordirischen Wurzeln. Wilde Kombination. Der Vertrag beim SC Freiburg. Mhm. Ach du Scheiße, ey. Wer spielt denn da so bei uns? Froms, Gwyn, Dursun, Hendrich, Linda, Nüsken, Oberdorf. Ja, okay. Vorne Brand, Lohmann, Bühl, Schiller. Also, mit Verlaub. Vielleicht noch über Lena Magul diskutieren, aber ansonsten eigentlich solide, souveräne Elf. Ja, gibt's auch Fresse heute. Sehr gut. Oh, was ist denn hier los? Ach stimmt, die Freitagsspiele sind jetzt schon durch. Oh, schnell gucken, warte mal eben. Ah, das gibt es nicht. Hertha dreht in den letzten 4 Minuten das Spiel gegen Paderborn. Oh. Hüsender aus rund 10 Metern relativ frei zum Abschluss kommt, ließ Keeper Böwing bei seinem Schuss in Rechtecke keine Chance und dann noch in der 90. und im direkten Gegenzug zur Großchance von Paderborn kassieren sie das 3:2. Scherhan behauptet den Ball, der zunächst gut, eher zu Rese spielt, der Marzer mitnimmt, mit einem tiefen Pass ihn schickt. Im 16er angekommen, spielt er den Ball auch quer auf Tabakovic, der drückt das Leder aus rund 1 Meter über die Linie. Oh, ja, sehr gut ausgespielt. Perfekt vorgetragener Konter. Oh, Gottes Willen. Und Rostock gewinnt im Abschießkampf gegen Wien Wiesbaden mit 3:1. Mhm. Wildes Ding. Apropos wilde Dinger, haben wir eigentlich schon mal kurz über Preußen Münster unterhalten. Nicht, dass ich wüsste. Geile Sache, Alter. Ja, also Münster ist ja bei mir auch immer um die Ecke und für Osnabrück Rivale und als Meppen-Fan bin ich über jeden froh, der Osnabrück sein Rivale ist. Ja? Und ja, dementsprechend ein verspätetes Geräusch mal wieder. Ach so, für Dings hier los. Für den Sub müsste das noch sein, ja. Ach, du Heilige, diese Dissonanz da drin ist aber auch wild. Nee, so. Ich denke mal, wir sind bereit für das nächste Spiel. Ja, okay. Tatsächlich ist es so, Münster stand jetzt eigentlich irgendwie nach der Hinrunde auf Platz 12 oder so. Jetzt haben die, ich meine, 7 Spiele am Stück gewonnen und kämpfen plötzlich jetzt um direkten Aufstieg. So, und du musst wissen, die haben ihren Trainer, den Hildmann, den Sascha Hildmann, den haben sie schon seit Ewigkeiten. Den haben sie damals mit dem Abstieg in die Regionalliga mitgenommen. Die haben den gehalten, als sie in der Regionalliga auch noch eine ziemlich schlechte Saison gespielt haben, wo die irgendwo nur im Mittelfeld rumgedümpelt sind. Das muss ich mir mal vorstellen, du steigst ab und spielst dann auch noch Käse. Haben den immer behalten, sind dann mit ihm dann doch wieder hochgegangen in die dritte. Und jetzt plötzlich mit diesem Trainer sind sie darauf und ran, in die zweite zu gehen. Es kann sich lohnen, tatsächlich. Wenn du auch nur etwas länger manchmal an deinem Trainer festhalten magst. So, Apollon, lohnenswert wäre auch heute ein Sieg. 3 Punkte, das wäre schön. Man könnte meinen, oft wäre gar nicht der Trainer schuld. Na, gucken wir mal. So, was hat er jetzt hier? Das werden wir hoffentlich wohl gewinnen. Und dann kann es losgehen, würde ich sagen. Jo. Ach, was will denn der jetzt schon wieder? So, jetzt hat er es. So, ja, okay, jetzt bin ich wieder im Boot. Alles klar. Und grüß dich, Softe. So wie wir FCP mit dem Reservestürmer hier. Ja, wer ist mein Reservestürmer? Ich bin Nummer Uno. Da, deswegen such dir jetzt mal denjenigen aus, der es macht.
Aufruf macht. Machen tut's auch tatsächlich Raube mit einem Doppelpack gleich. Sehr schön. 18. Minute. Dafür müssen wir mit 2:0. Sehr, sehr schön. Das nehmen wir mit. Das ist 3:0. Und der dritte Streich. Ja, folgt sogleich. Ich habe jetzt gerade gesehen, anhand der Vorlagen, dass Pistol endlich wieder mit dabei ist. Das ist ein alte Dauerverletzte. Ja, der ist wieder auf voller Höhe. Also der ist wieder genauso fit wie die alle anderen und alle anderen auch. Sehr schön. Und Raube mit dem dritten Streich und damit letzten Raube bitte drinnen. Bitte darauf achten. Der 3 Tore in einer Halbzeit schießt, der kann auch noch auf Torrekorde laufen. Deswegen wollen wir gönnen. Also tatsächlich nicht mal einer müde. Wow. Läuft ja. Und wie du schon sagtest, echt tatsächlich genauso fit. Dein Trainingsprogramm. Ja, nur leider so Camper, dass bei den Torhütern hat das irgendwie nicht gezogen, das Fitnesstraining, obwohl ich das eingestellt habe. Das ärgert mich ein bisschen, aber es ist nicht so schlimm bei Torhütern. Ja, es ist nicht ganz so kriegsentscheidend. Deswegen gucken wir mal. Aber wir haben im Hinspiel sogar souverän 8:0 gewonnen. Ja, sehr gut. 4. Tor, Raube. Ich sag doch, den lässt du drin hier. Der geht richtig steil. 4 Buden für Raube. Uiuiuiuiuiuiui. 5:0. Boah, also wir laufen doch schneller auf die 100-Tore-Marke zu, als ich erwartet hatte. Das ist ja echt der Wahnsinn, wirklich. Wie diese Offensive die Liga zerschießt. Heiliger Strohsack. So, jetzt Raube drin lassen, alles andere darfst du tauschen. Einmal die gesamte Kette hinten plus dann noch Lichtenbachner wäre jetzt so die nächste Schlussfolgerung. Mhm. Ja, gucken wir mal. Also, ob da jetzt noch was dazukommt. Vielleicht auf Gunst auch einmal. Der hat ja, glaube ich, noch gar nicht. Na klar, bei 4 Raubetreffern ist auch jetzt nicht mehr viel übrig geblieben, weil sonst hätte noch geschossen werden können. Ja, Grüninger ist der nächste. Nach Vorlage Brutmark. Noch für ein 6. zu haben. Nauen gewinnt übrigens auch momentan mit Stand jetzt 5:0. Und damit haben wir tatsächlich den Abpfiff. Ja, solide 4 Tore für Raube. Das dürfte der Torjägerlist ihm nochmal einen schönen Push geben. Scheint, als ob er tatsächlich, nachdem letztes Jahr Gunst so die Nummer 1 war, was das angeht, als ob dieses Jahr tatsächlich wohl eventuell der Raube das Ganze regeln könnte. So, Finkenkrug. Nee, Falkensee, Finkenkrug, doch so rum 2:1 gewonnen. Okay, alles klar. Bleibt weiterhin, also beim selben Abstand. Wie eh und je. Die Top 3 allesamt keine Blöße sich gegeben. Ja, und damit ist jetzt tatsächlich immer noch der Punkt. Also wir brauchen tatsächlich wohl dieses Jahr echt ein paar mehr Spiele noch, bevor wir unseren Aufstieg machen. Wir sind sogar tatsächlich nur die Mannschaft mit der zweitbesten Chancenverwertung. Crazy. Falkensee macht tatsächlich ihre Buden besser, ne? Okay, wir spielen zwar doppelt an Chancen, sonst nämlich raus. Aber wir sind gut dabei. Rauschen der Beifall interessiert mich nicht mehr. Der erinnert mich nur noch an eine nachhaltig betätigte Wasserspülung. Weißt du, wegen rauschend. Ja. Naja. So, ich löse nochmal eure Wette auf. So, das war eine recht eindeutige Nummer. Mit 4 Toren. In einem Spiel. Jo, 8. Mal mittlerweile auch schon. Oh, Saisontor Nummer 30 hat er jetzt geschossen. Ui, Restinator. Mit ein bisschen Verspätung bin ich auch da. Jetzt aber runter, Malte. Ja, plus die 2 von Fitzi noch on top sind wir jetzt tatsächlich bei den ersten 7 Liegestützen. Rein da. So, und tatsächlich, also jetzt hier seht's, Raube jetzt sogar mit 7 Toren Vorsprung schon auf Gunst. Durch die Aktion, das war heute für ihn ganz große Big Points im Kampf um die Torjägerkanone. Von daher, ich vermute mal tatsächlich, dass dieses Jahr wohl das Ding an Raube gehen wird. Ja, sieht danach aus. Und es sieht auch gar nicht so bedroht aus für uns im Moment. Ja. Mal schauen, wie es noch weitergeht. So, dann machen wir mal die Verplay-Wertung. Was sieht dann noch aus? Die zweitfährste. Ja. Ist okay, immer keine rote Karte kassiert. Oh, schade, nur unentschieden bei der zweiten Mannschaft, aber gut. Wir können da wohl halt nicht so mit dem Aufstieg rechnen, aber das haben wir am Anfang der Saison auch noch nicht gemacht. Ja, da war ja für uns ein Mittelfeldplatz quasi erstrebenswert. Mhm. Und dafür kegeln die jetzt ja schon um den Aufstieg mit. Ne? Jetzt nicht in Favoriten-Pole-Position, aber schon ganz okay.
Kannst du mal die Tabelle eben aufrufen da und dann mache ich meine Liegestütze in der Kreisliga. Die Kreisliga A sieht so ja aus. Sie momentan Platz 3. Haben Bad Wilsnack den zweiten verloren. Ja, Stüdenitz ist halt zu krass dieses Jahr. Immer auch keine Niederlage. Da geht nicht viel. Yep. So, Wumsum fragt Fabi, warum bist du im Discord runter? Und Wumsum, Fabi hat schon mich gefragt, wo du wieder bist. Bin gleich wieder weg. Konzert. Ah, deswegen ist heute nicht da. So ein Ding ist das. So, und ich mache jetzt tatsächlich meine Liegestütze. 7 Stück. Abmarsch. Oh, und Bielefeld hat echt nur an der 90 plus 6 der Ausgleich kassiert. Ey. Ach, das sind solche Flitzpiepen, die können auch kein Spiel vernünftig gewinnen. Herzlichen Glückwunsch wieder. Flachpfeifen. Auf geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boah. Ey, die fallen mir heute irgendwie besonders schwer. Scheiße. Immer noch nicht erholt. Oh, Mod Keitel ist da. Moin. Ich glaube, den habe ich schon lange nicht mehr gelesen. Hola. Guten Abend. Oh. Ey, das fällt mir heute echt schwer. Am Horizont Scheiße. Sehen wir das nächste Spiel gegen Einheit Perleberg. Zu Hause, auswärts. Das wird ein Auswärtsspiel sein. Sie stehen auf Platz 4, also schon wieder ein Spitzenspiel. Oh, da sehe ich immer wieder Mannschaft von weiter oben. Ja, dann. Das letzte Spitzenspiel ging gerade 6-0 aus, also ist die Frage, ob man das als Spitzenspiel bezeichnen kann. Mal schauen, wie dieses ausgehen wird. Wir wissen es noch nicht. Gut, na, die, also das ist tatsächlich eigentlich schon Tabellenmittelfeld. Da sind ja nur diese Top 3 Teams, die ein bisschen vorn wegmarschieren. Ansonsten hast du ja eher diese Mittelfeldtruppen. Ja, grüß dich also auf jeden Fall, Keitel. Wie geht's, wie steht's? Wie war deine Woche? Geht natürlich ebenso an den Rest hier. Restinator, morgen wird. Geil, geh ins Stadion, Club Kiel. Du meinst Nürnberg gegen Kiel oder wer spielt da? Also ich bin tatsächlich, morgen wird ganz wilder Tag für mich. Ich bin morgen um 10.30 Uhr beim Friseur, dann komme ich wieder. Dann habe ich noch kurz einen Moment Zeit, da muss ich mir auch meinen Drahtesel schwingen. Mit dem Drahtesel nach Osnabrück rüber, das werden auch wieder so solide 10 Kilometer. Dann natürlich auch noch schön bergauf, by the way. Ne? Aber ist ja ein schöner Tag als solches. Dann werde ich dann zusammen mit einem Kollegen HSV gucken. Und dann werden wir tatsächlich zusammen als gesamter Freundeskreis, wir schaffen es tatsächlich mal wieder mit der gesamten Truppe, werden wir mal schön grillen. Das erste Mal in diesem Jahr. Ich habe morgen schön den Grill angeworfen, da habe ich richtig Bock drauf. Ja, und danach wird sie voll laufen lassen, aber das ist ja. Das ist ja irgendwie logisch, oder? Oder muss ich das noch extra für irgendwen hier erwähnen? Jupp, Nürnberg gegen Kiel, alles klar. Ja, geil. Ne? Wie gesagt, ich gucke morgen, wie das HSV mit einem Kumpel. Wir sind noch nicht ganz sicher, ob wir HSV only gucken, weil das immer so, auch immer für ihn immer so ein bisschen, weißt du, das ist wie so ein Unfall. Du musst mal auch hingucken, auch wenn du nicht willst. Ja, und, oder ob wir tatsächlich die Konferenz gucken. Hello, I'm back again. Grüß dich, Peter. Moin. Hola, Senor. Guten Abend. Wie geht's, wie steht's? Aber eins, was mich ankotzt, ich habe den ganzen Tag schon mit Allergie zu kämpfen, ey. Ich hatte nur voll in Ruhe, wo ich laufen war. Den restlichen Tag, ganze Zeit schon. Im Büro hatte ich die Kacke am Hals. Jetzt hier wieder. Ach. Fuck off. Ja. Dann lassen wir mich mal gespannt, dann müssen wir uns echt mal Gedanken machen, wen wir alle übernehmen wollen in die zweite Mannschaft. Ich meine, alle 40er werden ja auf jeden Fall schon stark genug sein. Dann für die Kapelle da oben. Das sind ja mittlerweile echt einige. Also es kann schon sein, dass wir da mal tatsächlich einen richtig großen Teil des Jahres auch übernehmen. Ja, und hier in der B-Jugend haben wir alle Zeit. Das brennt und drängt hier so nicht. So, gucken wir, was die Wetteinsätze so hergeben. Ah ja, 23.000 Punkte wieder auf Kubier. 2.000 auf Unentschieden. Da sind ja schon wieder die ganz großen Sümpchen drinne. Ihr traut Perleberg aber auch nicht viel zu, ne? Vergesst nicht, es ist schon noch eine Mannschaft. Okay, letztes Ergebnis 7-0, ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt.
Meine einzige Hoffnung, Punkte zu machen, ist, dass wie letztens sie einer mal wieder volle Granate vertut. Und ich dann schön die Punkte mit abstauben darf. Oh, jetzt geht's dann noch. Zweite Masse hat Spitzenspiel. Gut, aber dem Team, pff, die sind ja nicht so weit oben. Das ist vielleicht Dritter gegen Vierter oder so. Ja, eigentlich so ein Banger. Naja, egal. Wird schon, schauen wir mal. Boah, der Lichtenwagner mit einer 66 jetzt gerade. Alter Schwede, ey. Kann der. Und der Raube auch. Beim Raube ist aber okay, der läuft auf 20er Form und euphorisch. Mehr geht nicht. Aber klar, nach einem Viererpack jetzt und 30 Saisontor nach 18 Spielen, was willst du auch sagen? Mit 66 Stärke, da fängt der Profi an. Mit 66 Stärke, da hat er Spaß daran. Der macht auch seine 40 Tore noch, sag ich dir, wenn er sich nicht verletzt. Ich muss mir vorstellen, der ist 12 Spiele Zeit für 10 Tore. Die macht er noch locker. Der wird hier eine 40er-Saison hinbrettern. Der wird eine Wahnsinn-Statistik haben, ey. Alter Schwede. Und wir liegen schon wieder hinten gegen die A-Jugend. Ich würde dir, die machen es einfach dabei fertig, Mo. Die sind einfach zu stark gefroren. Ja, Glück gehabt. Lichtenwagner, Brüder drehen das Ding hier. Die haben jetzt nicht nochmal Bock auf noch eine Niederlage. So, dann machen wir jetzt nochmal ein bisschen gute Stimmung hier. Bei uns in der Reserve Ersatzkräften. Und dann geht's weiter im Kontext. Geil. Platzverweis im Freundesspiel. Egal. Schön. Sozi, ja, ist okay. Ich gebe euch den Sozi jetzt. Habt ihr recht, ist richtig. Es ist Zeit für den Sozi. So, das heißt, wir brauchen 24.000, 25.000, das heißt, das sind 2.100, das heißt 1.250. Ja, okay, ich bin bald pleite, Mo. Ich bin bald einfach pleite. Kann einfach demnächst keinen Sozi mehr machen, ich kann nur ein 1% Sozi machen. Der ist wenigstens günstig, der 1% Sozi. Den kann man vielleicht noch wieder aufholen. Das Problem ist halt auch, wir gewinnen, also momentan ist es auch relativ alles sehr viel safer für die Leute, weil ja nirgendwo mal so richtig Gegenwert drin ist. Das Problem beim 1% Sozi ist, dass er es nicht ins Parlament schafft. Alter! Aha. Okay, herzlich willkommen. Ich habe heute auch schon zu einer Freundin einen ziemlich beschissenen Witz gerissen, aber der hat nochmal fast den Boden ausgetreten. Ich fand meinen schon gut. Meiner war gewesen, ne? Sagt zu mir, ja, Malte war ein guter Ratschlag, sag ich zu ihr, ja, für gute Räte bin ich bekannt, nur nicht zu viel davon, sonst gibt es eine Räterepublik, die bringt dich auch nicht weiter. Danke. Aber deiner war jetzt nochmal Next Level Shit, Mann. Der war einfach nochmal Next Level. Ich hoffe ja einfach noch, also das Ding im Moment, natürlich klar, mit diese saubere Saison spielen. Ich hoffe, dass wir einmal verlieren, damit ich einmal mal richtig Punkte abstaube, damit ich wieder durchfinanziert bin. Ich brauche nur einen Sieg mal. Respektiv eine Niederlage von uns. 1%, du bist arm. Ja, bin ich auch, Mann. Ich habe jetzt noch, was habe ich hier noch? 6.000 Punkte. Also es wird schon schwierig genug, den Arm zu überleben. Und wir werden jetzt hier von unserem Kollegen Ritze 67 angesprochen. Ich hoffe, es wäre die Sofa-Ritze. Boah, das Lokal hinten auf Pauli. Moin, weiß jemand zufällig, ob man FM13 auf den Stick ziehen kann, damit mein Kollege das zocken kann? Du kriegst Probleme, was das Copyright, hab ich was gesagt, angeht. Diese schreibgeschützte Scheiße von EA. Sag du mal vielleicht mal ein paar Tage. Ich bin mir nicht sicher, aber vielleicht könnte es funktionieren, wenn du es auf dem Computer, von dem du es runterziehst, wenn der Pfad exakt den gleichen Namen hat, wo du das installiert hast. Dann könnte es vielleicht funktionieren. Dann müsste aber wahrscheinlich auch der Benutzer den gleichen Namen haben vom Computer. Damit der Dateipfad exakt der gleiche ist, damit die ganzen Verweise exakt die gleichen sind. Weil ich glaube, ansonsten würde es so nicht funktionieren. Was man sonst noch versuchen könnte, wenn ihr das so machen möchtet,
dass einer dem anderen die Zugangsdaten von EA gibt, damit man sich in die Bibliothek einloggen und das von da aus installieren kann. Dann hat man es installiert, das Spiel, kann darauf dann das FM-Zocker-Ding installieren und dann kann man es auch ohne eingeloggt zu sein spielen. Das könnte funktionieren. Das könnte ich mir vorstellen. Sonst fällt mir nur noch ein, viel Geld auszugeben, um einen uneingelösten Code zu kriegen. Ich finde mal lustig, wenn es aber diese eingelösten Codes sind, ne? Ehrenlose Scheiße. Wirklich. Dann kriegst du auch schon richtig Geld, legst du auf den Tisch und dann geben die nur Rotze. Ja, das ist halt Restrisiko. Ach, das geht noch? Oder ach, das geht noch. Haben absolut nichts gefunden, weil Origin gibt's ja nicht mehr. Ja gut, nee, EA hat ja jetzt eine neue App und bei mir zumindest ist in der neuen EA-App das Spiel in der Bibliothek drin. Das übernehmen die auch. Also von Origin auf EA-App ist das nicht das Thema. Aber du kannst es nicht mehr dort erwerben. Also das gibt schon kaufen, Jahre nicht. Kaufen kann man es nicht mehr, nee, das gibt's nicht mehr zu kaufen. Genau. Na, deswegen wahrscheinlich auch, wir vermuten auf so eine rechte Geschichte, Grundlage, Basis, dass es deswegen dann auch schon vor Jahren nicht mehr erwerblich ist. Die Anzahl der Leute, die das Spiel besitzen, wird nur noch weniger, nicht mehr. Leider ist das so. Häufig. Das Ding hat tatsächlich Seltenheitswert. Gerade mit diesen Eigenschaften. Kommen immer mehr Leute dazu, die ihre Zugangsdaten verlieren oder sowas. Und die haben dann natürlich auch gelitten, leider. Jo. Naja, so, dann geht's weiter. Im Vonovia-Stadion. Perleberg ist eine etwas größere Stadt in der Nähe von Kubir. Das wäre tatsächlich mal endlich was mit Derby. Ja, genau. Das ist eine der nächstgrößeren Städte. Auf der einen Seite gibt's Pritzwijk im Osten, glaube ich, und im Westen ist Perleberg, glaube ich, so. Das sind, glaube ich, die nächstgrößeren Städte von Kubir aus. Ah, Tor Deutschlands soll ich von Bamberg nur ausrichten. Ah ja. So, bin dann bald wieder weg, Konzert geht bald weiter. Alles klar, Rumsim, ich wünsche dir einen wunderschönen Abend trotzdem und viel Spaß bei deinem Konzert. Okay, 11 Tage. Morsch hat sich eine Lebensmittelvergiftung geholt, fällt 11 Tage aus. Das muss aber ein heftiger sein. Er soll doch nicht das Fleisch essen, was da die ganze Zeit in der Sonne stand. Nicht auf Spiele gehen, sondern auf Spielerstärke gehen, bitte. Dankeschön. So, dann wollen wir mal gucken, ob die Anlagen gefruchtet haben. Hey! Wir sind bei 1% Gewinn. Und das lassen wir jetzt nochmal laufen. Okay. Nächste Woche sage ich dir, haben wir einen schönen Gewinn, dann können wir den nächsten Schnitt da raus. Na, man muss nur so ein bisschen sich in die Dynamiken einfuchsen hier und dann wird das alles schon. So, hatte ich hier schon geguckt oder hab ich. Wer hat's Tor geschossen, Mamo? Muss ich jetzt nicht nochmal hier hinterher? Und Resinato, ich habe es gerade tatsächlich geschafft, einen Döner zu essen, ohne mich einzusauen. Wow. Also, das habe ich heute nicht geschafft. Ich saß heute mit meinem Schülerpraktikanten, da war ich auch mit dem noch einen Döner essen, in der Mittagspause. Ja, und natürlich, also fingertechnisch habe ich mich eingesaut. Ja? Mein Anzug natürlich nicht, um Himmels Willen. Clara Bühl hat getroffen, ah ja. Mhm. Na denn, hast ja noch alles, ist ja auch alles möglich. Boah, ich schwöre dir, das sind so ein paar automatisierte Prozesse, ne? Die wären es ja einfach. Schön Spielergespräch mit dem Code. Bitte führen Sie Gespräche mit denjenigen, mit denen Sie am wenigsten gesprochen haben und geben Sie ihnen folgende Anweisung und folgende Reihenfolge mit. Sind Optionen nicht auswählen, gehe einen Spieler weiter nach oben. Ehrenlose Scheiße, ey. Micromanagement. Ja, ich, also wirklich, wenn ich was hasse am Gaming, dann ist es Micromanagement, ne? Also, vor allem wenn es zu viel oder zu lästig wird, dann ist das einfach nicht meins. Das merke ich ja gelegentlich schon immer bei P&R, ne, wo mir dann auch gewisse Sachen einfach hardcore auf den Sack gehen. Exemplarisch, du kennst ja die Verschwörungstheorien immer, ne? Die dann immer wieder auftauchen. Ähnlich wie so Terrororganisationen. Ekelhaft. Ach Malte, ich dachte, du liebst Micromanagement P&R. Nein!
Die Schwörungstheorien sind doch überhaupt nicht nervig. Total nicht. Blöde Dreckscheiße. Du wirst dich auf das große Ganze konzentrieren, dann kommt er wieder mit seinen typischen Problemchen. Ne? Was haben wir denn sonst nochmal so für Klassiker, die so richtig geile Banger sind? Ach ja, genau, die COP 2327, natürlich, klar. Wenn wir die Umweltziele für 2050 im Jahre 2069 festlegen. Pinnen den Feder. Es ist eine ehrenlose Scheiße. Was glaubst du, wie entsetzt ich war, dass das Ding weiter durchlief, nachdem ich 2050 hatte. Ich dachte, es passiert so ein mega geiles Event so und nein, am Arsch. Du darfst einfach jedes Jahr nochmal. Und weißt du, was das Beste ist? Wenn du erstmal anfängst, dort Geld zu spenden, dann wird es immer mehr. So, wir sind Dann bereit einigen für sich die das Länder Spiel jedes gegen Mal auf was Perleberg. Übleres. Ja, ganz Abmarsch geben hier. Auf geht's. Wirklich, ey, jetzt, ich krieg gerade so Vietnam-Flashbacks hier, ne? Nicht zu fassen. So, Videotext. Videotext. Und ab dafür. Dann gucken wir mal, was Und heute passiert. dieses Derby Ah, ist für den Verein Derby! extrem wichtig. Wir müssen für unsere Fans siegen. Und das würde ich Genau. wirklich als Derby bezeichnen gegen Das Perleberg, ist das denn es erste Mal, ist dass wir sogar sagen, oh mal mehr ein oder Derby weniger als um die Derby auch Ecke. Ja. durchgelassen. Auf geht's. Für den Sieg gibt's eine Kiste. Feinstes Kuhbier. Eins Kuhbier. Das wäre dann Bier mit Milch. Ehrenlos. Was? Wie komisch soll ein Gesöff sein? Antwort des Dorfes: Ja. So, Jawohl. Lichtenwagner macht den Anfang auf Vorlage. Grotmark, Florian mit dem 1-0 nach einer Viertelstunde. Sehr gut. Bringt uns also erstmal wieder auf Kurs. Dann schauen wir mal, wie es hier so weitergeht. Boah, nach 40 Minuten, da hat es auch nicht mehr besonders viel gekommen. Ein gutes Pferd, ihr kennt das ja. Eine gute Kuh springt nur so hoch, wie sie muss. Kann eine Kuh springen, ist jetzt hier die Frage. Fitzi hat Fritz eine Möglichkeit geschickt, wie es geht sogar. Ja, dann einmal bitte in die privaten Nachrichten reinschauen, falls du noch da bist, mein Lieber, und gucken, was du draus machen kannst. Bin mal mein Deutschlandspiel bei dem Geld für die Umwelt mittlerweile knapp unter dem Billionenbereich. Ja, herzlichen Glückwunsch. Und ich wünsche dir auch einen schönen Abend noch, Wumsim. Zwei Fingerdame ist da. Perleberg hört sich aber auch genauso an wie ein Billy Bier von Aldi. Nein, das Perleberg klingt wirklich wie so ein ostdeutsches Bier. Muss aber billig sein. Wirklich nur so schlichtweg so ostdeutsches Bier. Die haben aber genauso idyllische Namen. So, 2-0 Gunst. Vorlage Raube. Es ist jetzt kein Heldenepos hier gegen Perleberg, aber es scheint auch heute wieder zu lang. Ui, Ja. ja. Ein bisschen fertig, die Jungs heute. Oh, ein bisschen Müdigkeit ist eingetreten. Die fühlen sich einfach gerade genauso wie ich, wo ich laufen war vorhin. Ne? Ich komme ja vorhin nach Feierabend nach Hause, es ist 17:45 und ich denke mir so: Boah, gehst du jetzt noch laufen? Ja, scheiße mal, du gehst immer laufen. Also noch um 17:45 in Bewegung gesetzt und das war der Grund, weswegen ich vorhin, wo wir jetzt hier, wo ich Bescheid gegeben hatte, habe ich halt gesagt, dass ich gerade nach Hause kam. Ich war halt zu Hause und ich habe noch eben schnell geduscht und dann habe ich mich hingesetzt und habe dir gesagt: Du Digga, ich brauche noch 20 Minuten, sonst wird das nichts. Dann sterbe ich hier. So, Falkensee ist auch in Führung gegangen, hat sie jetzt also auch recht spät auf den Weg gemacht, ihre Partie noch zu gewinnen. Ja, machen auch noch ihr 2:0, das heißt, drüben sind sie auch genauso weit wie wir. Oh, Oh! Gunst ist verletzt. Okay, Na nochmal gut, kurz das. Unterzahl. Halt! Doppelte Unterzahl. Oh, stimmt. Und eine rote haben wir auch noch, oder was? Gute Frage, was da jetzt los ist. Keine Ahnung, aber es ist schon die Nachspielzeit. Von daher, was Ja, kann also. schon schief gehen? Ja, nee, nicht zwei Tore. Eine könnte jetzt noch passieren, aber werden keine zwei mehr passieren. Das müssen wir uns mal ansehen, warum wir zwei weniger haben. Zwei weniger ist nämlich tatsächlich selbst für uns gefährlich. Okay, also tatsächlich 2-0 Sieg am Ende eingefahren, aber zwei Personalien verloren. Jetzt wäre schön zu wissen, was da passiert ist. Ja, was ist da passiert? Das ist eine gute Frage. Zweimal Verletzung. Freitag und Ach Gunst doch. haben sich verletzt. Boah, da hinter. Vielleicht sind die auch zusammengerasselt. Das könnte ich mir jetzt auch vorstellen. Naja, gut, der eine ist in der 88. Minute und der andere ist in Ja, der gut, 89. okay, ne? Das Minute. ist ja. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt zwei in einer Minute Der ihr eine ist Ernst im sein Rasen hängen könnte. geblieben und der andere ist eine Minute später drüber gestolpert.
Ja. Oder hat sie beim, Auf beim, beim Versuch, den Kollegen aus meinem Aufstehen zu helfen, den Rücken verknackst oder Oder so. so. Naja, egal, hilft ja nichts. Da müssen wir jetzt mit zwei Verletzten leben, trotzdem unsere Punkte eingefahren, weiterhin aber selber Abstand. Einzig Nauen hat heute wieder ein paar Pünktchen liegen lassen, aber die interessieren tatsächlich für uns mittlerweile nicht mehr. Die Also es Entwicklung geht in jetzt wirklich höhere nur noch Sphären ums. ist zurzeit nur in kleinen Schritten möglich. Ja. Kühe können springen, ja? Okay, wusste ich nicht. Möchte ich nicht der Boden sein in dem Moment. So, Gümüşsuyu ist als einziger Spieler in der Mannschaft des Tages von uns. Ja. Ja, das ist wirklich etwas mit Seltenheitswert. So, Gunst hat von unseren Top-Torschützen ein Tor geschossen. Ansonsten ist das hier oben auch eher ein Schneckenrennen. Ja, heute war nicht so der Banger-Spieltag, das stimmt. Ja, und weiterhin auf Platz Dann schauen wir 2, mal, wie was die lange unsere Leute Verteidigung angeht. ausfallen. Die SG Bornim hat das Kunststück fertiggebracht, seit mittlerweile 5 Spieltagen auf dem 11. Tabellenplatz zu verweilen. Sehr gut, die Da Könige. frage ich mich immer, ist, finden die das wohl gut oder schlecht? Reiter fällt den Rest der Saison aus. Oh. Was ist schlecht? Das war übel. Und Rippenbruch bei Gunst klingt auch nicht nach wenig. Nee. Wadenmuskelriss hat er Bis Freitag. 16 Wochen, alter Schwede. Okay, bei Gunst geht's sogar noch. Es sind nur 2 Wochen, bis mal 2 Wochen fällt er aus, der Gunst. Das kann man noch Okay, ja, verkraften. das geht. Aber krass, Wadenmuskel gerissen. 16 Ja. Wochen. Herzlichen Glückwunsch, Freitag. Hättest mal lieber Freitag Feierabend gemacht. Ja. Autsch. Doppel-Autsch. Ja. Aber Tja. wichtig, tatsächlich Freitag, okay, ist ärgerlich, aber wäre das jetzt getauscht von den Tagen her, das hätte mich viel mehr abgefuckt. Weil Gunst ist schon unfassbar wichtig für die Truppe. Lass haben wir noch hier im Angebot. Ja, siehst du, das ist der beste Reservespieler, den es gibt. 43, der ist 2 Punkte schwächer. Also, Ja, ja. das ist verkraftbar. Holen wir den mal dauerhaft hoch. Jo. Ladies and Gentlemen, ich gebe übrigens nochmal den Hinweis mit, wenn wir heute noch in die Verhandlungen einsteigen, was sicherlich passieren wird mit den Jugendspielern, dann müsst ihr euch langsam platt drüber machen, ob irgendwer von euch zufällig 20.000 Kanalpunkte, 25.000 dafür opfern will, ne, um sich tatsächlich einen Spieler zu sichern. So ein Ding ist das. Just saying. So, na, dann geht's für uns jetzt hier weiter. Ja, Also, nach Möglichkeit nicht mehr nochmal so ein Wochenende. Also, 2 Verletzte pro Wochenende wäre jetzt nicht so geil. Nee, wäre schwierig. Wann geht's eigentlich im Pokal weiter? Können wir es gleich mal kurz gucken? Oh, das kann auch Das nicht mehr müsste so jetzt ja lange auch, wollte dauern. gerade sagen. Also, ich hoffe lang genug noch, damit Gunst wieder da ist. Ach, guck mal hier, den unentschieden König. Den haben wir jetzt als Ach, nächstes. die Bornheimer sind wir jetzt mit Oder was auch dabei. immer die machen, um da auf dem Tabellenblatt zu bleiben. Keine Ahnung, wie wir das hinkriegen. Hier geht's Ja, okay, weiter. ein Also, bisschen das was. dürften wir heute auch noch schaffen, denke ich mal. Ja, gucken Das wir einfach nächste mal. Pokalspiel gegen Birkenwerder BC. Die sind doch, glaube Halten wir ich, uns ran. sind die nicht sogar aus unserer Liga? Das kommt So, mir ich so gebe jetzt meine bekannt nächste vor. Prediction raus. Ja, die sind in unserer Liga drin. Als nächstes Heimspiel gegen SG. SG Bornim. Bornim. Oh, 10 Minuten Zeit, wünsche viel Spaß, Wette läuft. So, ich habe leider keine 20.000. Wie funktioniert das nochmal? Du würdest. Okay, schönen guten Abend, TG. Vielen lieben Sieben Dank ist für seit dein 9 Monaten Saberino. gesund. Merci an dieser Dankeschön, Stelle. Tee. Guten Ich Abend. verweise trotzdem nochmal drauf an der Stelle, weil das jetzt mal kein Prime Sub ist. Also ein Sub ist okay, aber mit Gift-Subs zurückhalten und die eher in Bits stecken, die Kohle Guten dafür, Abend, was können habe wir ich besser arbeiten. verpasst? Was hast du verpasst? Du hast 2 Verletzte. eine Niederlage von Turks verpasst wieder. Eine übliche. Genau. Du hast einen Viererpack von Raube verpasst. Einen 2-0-Sieg jetzt gerade eben gegen Perleberg, den wir hart erkämpft haben, indem wir auch 2 Spieler veropfern mussten. Und zwar Gunst, der fällt jetzt 2 Wochen aus und, viel, und der Schlimmere, den es erwischt hat. Und Freitag, den Innenverteidiger, der fällt jetzt 16 Wochen aus. Der ist für die Restsaison hinüber. So, wie funktioniert das nochmal? Du gehst unten auf deine Kanalpunkte, da kannst du auswählen. Unten ja die Belohnung. Neben den 20 Liegestütz findest du meinen Spieler bei Kickers. Na, 25.000 Punkte. Jalla und rein da.
Na, und dann kannst du dementsprechend dir dann einen Spieler sichern gehen. Also dann musst du uns natürlich halt sagen, dann am Ende, welchen du da haben willst. Das wäre schon wichtig. Ne? Genau, also so, ihr müsst euch langsam immer halt Gedanken machen, ob ihr da, also ob ihr wen wollt, und wir sagen euch dann, wenn es soweit ist, wen, wer da wie für eine Frage kommt. So, ne? Nach dieser heftigen Verletzung müsste man Freitag jetzt eigentlich die Rücknummer 13 geben. Digga! Verzieh dich. Geh in das Rattenloch, wo du herkamst, Mann. Boah, war der Scheiße wieder. Ah ja, vielen Dank, TG. Das sind übrigens nochmal zwei Liegestütze trotzdem. Ich hebe es mir nur auf, wenn ich dann wieder ein paar mehr noch zusammen habe. Dann ist okay. Okay, danke. Wein. Ja, also es hätte schlimmer treffen können. Ich habe vorhin schon gesagt gehabt, hätten wir jetzt Gunst und Freitag vertauscht gehabt, dass Gunst den Rest der Saison ausfällt, wäre das erheblich schlimmer gewesen für uns. Wir liegen Weil schon wieder hinten gegen zwischen. die A-Jugend. Ja, die werden langsam krass, Mo. Also da kannst du bald mit BLW nicht mehr antreten. Muss bald B-Jugend fragen, ob die spielen wollen. Ja, geht leider nicht. Naja. Wie ich das auslöse, ist bewusst. Ich ist das, wenn das dann mein Spieler ist. Was? Nochmal auf Deutsch, bitte. Amo. Ah, mein Pentrelli hat zumindest noch Bock, ja, und dreht das Ding nochmal für dich. Das ist deine Ansage Mit drei hier. Toren. Oh, drei Toren. Ah, Schön. stark. Darfst du jetzt Reicht es Pause auch? machen? Hey, ich habe drei Tore geschossen. Raus jetzt hier. Ja, ich weiß ja, dass du es kannst. Jetzt lass andere auch mal. Versagen. Also bitte nochmal Restinator in deutschen Sätzen mit deutscher Grammatik. Tut mir leid, das würde ich jetzt nicht so setzen. Bornheim ist noch Liga und kein Pokal, oder? Ja, Pokal kommt erst ein paar Wochen, also das dauert noch. Willst du auch daran erkennen, dass die Wette dann nur zwei Optionen hat, weil unentschieden geht ja nicht. Es sei denn, man sagt, wie ist es nach 90 Minuten oder nach 120 Minuten? Nein, so einen Scheiß haben wir gar nicht sagen. Ganz oder gar nicht. Also dafür, dass wir taktisch Oh, wir 0 spielen ja mal Punkte in gegen Abwehr Marburg hier. haben. Es ist hier Heimat von mir. Mediamarktstadion. Ja, ich kenne Mediamarkt in Marburg. Aber du hast kein Stadion in der Nähe. Noch nicht. Du weißt ja, wie es 2025 ist. Haben wir ein Jahr Zeit, eins einzusetzen. Ja, da ist die Wie ich das auslöse, ist Unimensa, mir bewusst. bei denen, den Wie ich ist das kenne. gekennzeichnet, wenn das dann mein Spieler ist? Du darfst den Namen aussuchen von dem guten Kompagnon. Gut, wenn du Bock hättest, könntest du uns auch ein Bild schicken von dir. Ne, aber prinzipiell darfst du den Namen bestimmen des guten Mannes dann. Also wir können den quasi umbenennen, Jugendspieler. Eigene Leute. Und denen einen eigenen Namen zuschustern. Und dadurch ist es dann zwangsläufig dein Spieler. Also da hatten wir in vorherigen Projekten auch immer mitgeglänzt. Ne? Also zum Beispiel der gute Nico hatte dann halt seinen Nico auf dem Platz stehen. Ne? Und dann gerade hat er die Karriere verfolgt. Den hat es am Ende noch bis zum FC Chelsea gezogen. War eine ganz witzige Geschichte. Ah, nice. Ja, finden wir auch. Ist immer ein ganz gutes Gimmick. Ne? Und wie gesagt, für euch auch ganz spannend, ne, wie so die Entwicklung geht. Wir können natürlich nur nichts versprechen dann für die Leute. Ne? Weil natürlich, so wie die Entwicklung des Spielers ist, so läuft es dann auch. Ne? Das kann halt sein, dass der dann durch die Decke geht, Stammspieler, alles pipapo. Kann auch sein, dass der halt dann irgendwie nur so ein bisschen Bankdrücker wird. Oder kann auch sein, dass der am Ende vielleicht gar nicht gut früher für die Mannschaft ist und wir ihn verschieben müssen oder verkaufen müssen. Alles schon mit dabei gewesen. Aber was halt wieder ganz geil ist, weil wir kriegen da auch so zwischendurch so Berichte von ehemaligen Spielern von uns. Ne? Genau. So irgendwie einmal im Jahr oder so. Und dann siehst du so, ey, okay, der ist dahin und krass, der ist jetzt gewechselt und boah, der ist jetzt doch nochmal stärker geworden und so. Wir hatten, ein Spieler haben wir sogar schon ein bisschen geärgert, dass wir den weggeschickt hatten, wenn ich mich noch richtig erinnere. Ich weiß, es gab immer, dass der hieß Kevin Grünwald. Das war ein Jugendspieler, der uns abgeworben wurde. Der ist noch 19, deutscher Nationalspieler geworden, glaube ich. Ach stimmt, genau, es wurde mal ein Jugendspieler geklaut, ja, hast du recht. Ja, so die Geschichten sind das, aber woher Jugendspieler wird nicht umbenannt. Also noch Ja, das nicht war kein dann. unbenannter Spieler, aber das war halt einer von Ja. uns und der ist als Jugendspieler Genau. abgeworben worden und ist dann deutscher Nationalspieler geworden. Na.
So kann das gehen, Leute. Einmal nicht aufgepasst in der Oberliga, zack, hast du einen Nationalspieler verloren, potenziell. Alter, diese A-Jugend ist mittlerweile echt nicht zu unterschätzen, ne? Die bietet dir in jedem Spiel jetzt momentan richtig gegen. Wer die Zeit, wo du 6-0 drüber gebügelt bist, ist echt vorbei. Dann butter ich mal einen Ausgleich rein, damit ich meine 20.000 bekomme. Oh ja, Auto, Ausgleich, ja, hast recht, ja. Was habt ihr wieder hier? Ja, okay, also wieder 24.000, das heißt 1.200 Punkte, die ich jetzt wieder raufsetzen darf. So, aber lang, lang kann ich das nicht mehr durchhalten. Also ich muss bald auf 1% runtergehen, um genau zu sein. Eine Wette schaffe ich noch so und dann muss ich auf 1% runter. Mehr geht nicht. Sonst bin ich bald bankrott. Also diese Wette und nächste Wette gibt es noch ein bisschen mehr zu holen. Danach muss ich tatsächlich ein bisschen Allerlasses machen. Ansonsten wird es zu übel. Okay, ja gut, das hast du doch dein 5 zu 1 hier schon. Einmal wieder gesagt, zack, bügelt er doch wieder drüber. Erstmal wachrütteln und dann geht's los. Oh, Aber wer Marburg hat verliert gegen gewonnen. Marburg? Und dann ist jetzt gleich SG Ich glaube, Bornem die dran. spielen in echt jetzt demnächst oder jetzt schon. Ich glaube, ja, die spielen jetzt Hessenliga, glaube ich, ja. Dann Fünfte schauen wir Liga. mal. Soweit ich weiß. Oberliga, ne? Hessenliga ist fünfte Liga, Oberliga, ja. Hesseliga. Gucken wir mal rein, Mo. Wer spielt in der Hessenliga hier? Wo? Ja, stimmt. VfB Marburg, Hessenliga Platz 13. Ganz, ganz knapp über den Strich. FC Gießen auf Platz 3 momentan. Könnte aber noch den Aufstieg auch noch klar machen. Nur 3 Punkte Rückstand. Da geht noch alles. Wer ist denn hier in der Oberliga Niedersachsen unterwegs eigentlich? Habe ich auch schon ewig nicht mehr reingeguckt. Welche Mannschaften gibt es denn hier? Kickers Emden ist dort auf Platz 1. Geil! Ey, Mo, mal Kickers Emden! Crazy. Die sind damals ja pleite gegangen und die mussten den ganzen Laden zumachen. Sind ja in der Kreisliga wieder angefangen. Oh, krass. Sind direkt vor TuS Bersenbrück hier vorne, die ja der DFB-Pokal nochmal spielen durften. Wobei ich gerade sehe, sogar Emden ist sogar direkt der Aufstiegsplatz und Bersenbrück und Atlas Delmenhorst prügeln sich gerade um noch einen Relegationsplatz. Aha. Wen gibt es hier sonst noch so? Wen kenne ich hier noch? Ja gut, Meppens Zweite ist tatsächlich dort. Eintracht Celle, aber ansonsten. Na, interessant. Oh, Kreisligaspiel wurde abgesagt. Gegen Rot-Weiß Gürlitz, Nebelbank. Ah, die können wir noch. Ja. Gülitz. Woran erkennt man eigentlich, dass ich auf Arbeit Anzug trage? Mittlerweile kriege ich die ganze Zeit so diese Werbebanner, ne? Die sind ja immer so ein bisschen explizit auf einen selber gepolt. Ich kriege jedes Mal so richtig fancy Anzüge, ne? Ich gucke gerade bei Kicker mal so querbeet Oh, rein und so. ich hatte mal, das ist beim Browser Edge von Microsoft. Da hatte ich einmal irgendwie nach einem Pontiac gegoogelt. Und jetzt zeigt er mir ständig, wenn ich neues Tab öffne, zeigt er mir gebrauchte Pontiacs in der Umgebung an. Nein, ich möchte kein Pontiac fahren. Tut mir leid. Wie? Kein Bock? Kann ich gar nicht verstehen. Notfalls hast doch du Mo noch auf deinem Account noch Punkte, sagt Restinator. Nee, die braucht er aber für sein Projekt. Deswegen, die können wir nicht anzapfen gehen. Da müsst ihr schon bei Dings dann vorbeigucken, So, wieder bei Samstag, Balzers. wieder Geld. Ja, sag doch, ich bin 7% einfach Gewinn. König, Mann. So, und raus da jetzt. 20.000. Ja, 20.000 Euro nochmal. Raus da. So, und ich gebe eben bei unserer Liste ein, dass das nochmal schöne 20.000 sind. Schön. Und damit steigt auch der Gesamtgewinn nochmal. Yay! Macht den operativen Verlust zwar auch immer noch nicht weg, den eigentlichen, aber egal. Netto steht ein Plus. Ach, Moos prägt ist nicht so wichtig. Doch, doch, doch. Prägt ist genauso wichtig. Deswegen. Soll Anreiz haben, da vorbeizuschauen, ihr Lackaffen. Oh. Entziehen musst du. Du willst nicht mehr geben. Achso, nee, Doch, scheiße. Ach, ich will den vergiss Verein es. Ja, geben. sorry. Ja, nicht so gut. Stonks. Sagt 12 Finger-Damen. Jo, das war tatsächlich richtig Stonks. Genau. Läuft momentan. Oh, mittlerweile kriegst du ja auch ein bisschen Kohle hier. 28.300 brutto.
Da verdienst du ja schon Azubi-Gehalt. Nur stecken wir es sofort wieder in den Verein rein. Egal. Wann kommt das Projekt eigentlich wieder, Fabian? Ich hoffe, dass es am Sonntag endlich mal wieder klappt. Also, ich fühle mich ja jetzt wieder fit genug, um Alleinunterhalter zu spielen. Deswegen hoffe ich, dass es dann wieder hinhaut. Das wäre schön. Dann wäre P&R ja abschreckend, da verliert man ja nur Punkte. Na, irgendwo müsst ihr es ja auch ausgeben. Ne? Oh, ich habe einen ganz beschissenen Vergleich. Ihr macht es halt wie eure Großväter. Ihr geht halt einfach nicht dann nach Feierabend in eine Kneipe und haut dort euren Tageslohn auf den Tisch, sondern ihr geht montags in den P&R-Stream von mir und haut dort die verdienten Kanalpunkte auf den Tisch. herrlich. Du bist ja Apfel fällt nicht weit vom Stamm. So, dann wollen wir mal gucken, wie das jetzt gegen Bornem läuft. Wir hoffen auf das Beste. Der Worst Case wäre für mich jetzt auch in Ordnung. Ha, würde ich zumindest richtig Punkte gut machen. Aber ja, schau mal. Wir ja, können froh sein, dass echt diese Doppelverletzung, Mo, dass die das letzte Mal so spät passiert. Stell dir mal vor, die wäre schon in der 75. oder so passiert. Dann wäre ich doch zittern müssen. Bin mal also gespannt, ob das jetzt hier nochmal irgendwie einen Eindruck auf die Mannschaft hinterlässt. Oder ob sie das Lazarett so weit gut wegsteckt. Schau mal. So. Unentschieden bitte, dann hat mein zweiter Account hier die 20.000 voll. We will see, we will see. Gibt viele Ausfälle hier. Drei Verletzte. Ja, die Liste ist tatsächlich heute noch ein bisschen länger. Und wir sind heute unter 600. Was ist da los? Ja, Gunst spielt halt nicht. Na, stimmt. Das macht einiges aus. Ja, da sind schon alleine 15 Punkte. Deswegen. Gut, dann auf geht's gegen die SG Bornim aus Potsdam, wenn mich nicht alles täuscht. Jo, Action. Ja. Videotext. Und dann schauen wir mal. Und dann verlieren wir das nicht. Auf geht's. Oh, ja, wir Bornem ist ja bekannt dafür, als unentschieden rumzurennen. Das wird aber schwierig, wenn sie kein Tor gegen uns machen, denn Florian Lichtenwagner legt in der vierten Minute zum Solo an und macht das 1 zu 0. Und bringt damit die Kubir Kickers schon sehr früh wieder auf Kurs. Bei jedem Es fehlen Spieltag, tatsächlich auch nur noch 4 Tore, Mo. Nur noch 4 Buden, dann haben wir so 100. sitze ich da mal ganz gespannt mit dem Finger auf der Torhymne und starre auf den Spielstand. Wenn ich Jo, den und richtigen kannst Moment nochmal drücken wieder kann. auslösen. Genau. Denn Rauge mit dem nächsten Treffer. Damit hat er jetzt sein Treffer Nummer 31 jetzt auf dem Zettel. Und ja, ich denke, das Spiel geht schon mal wieder in die recht gewohnte Richtung. Und auch Falkensee führt zur Halbzeit, habe ich gerade eben aus dem Augenwinkel gesehen. Das heißt, alles bleibt wie gehabt. Fällt gerade auf, dass Tja. Falkensee die eine Partie, die sie verloren haben, von den Zweien, die sie verloren haben, haben sie gegen uns verloren. Deswegen. So, das gewinnen wir dann wohl hoffentlich auch. Nochmal Tor für Deutschland, Doppelpack Bühl. Oh, schön. Jetzt ist Deutschland wieder da. Ich sage ja, muss der Horst nun mal wieder auf den Tisch hauen hier. Dann läuft ja alles schon. Komm mal kurz rein bei den Mädels hier. Genau, nach Doppelpack, also Campbell, jetzt Doppelpack. An der Stelle von Bühl. So, 2 zu 0. Schauen wir mal, wie es hier weitergeht.
Gut, 3 zu 0. Jetzt werden wir wieder gewechselt. Gut, Pistol habe ich jetzt eingewechselt. Wir haben keinen Linksverteidiger. Ich habe ihn schon positionsfremd eingewechselt. Ja, dann muss der jetzt halt überleben. Ja. Boah, kannst du nicht den Kleinen? Ist der Kleine nicht so positionsflexibel? Konnte der das nicht? Puh. Nö. Nee, der kann nur rechts. Scheiße. Kannst du Gemischuyo nach links ziehen? Nö, aber auch nicht. Ah, okay, ja, scheiße. Ja, da muss der jetzt durchziehen. Da muss der das jetzt irgendwie überstehen, ohne Rote. Dann ist das so. Sollen wir bei 3 zu 0 sich ein bisschen zurückhalten? Wenn wir 1 kassieren, ist jetzt auch noch kein Weltuntergang. Dann weiter geht's. Und nicht vom Platz fliegen, bitte. Ja, wäre sehr hilfreich. Oh, Falkenseer tatsächlich. Oh, apropos Treffer. Wir kassieren Treffer. Falkenseer ist auch noch passiert. Ja. Tatsächlich, Bornem fügt uns das nächste Gegentor zu, nachdem wir es echt lange wieder zu Null gespielt haben. Dafür haben wir es, weil wir schon 99 Buden machen, noch die 100. hier in den letzten Metern. Oh, noch nein, oh, Bornem gibt es noch ein zweites, ey. Die ersten, die uns wahrscheinlich zwei reingehauen haben überhaupt. Krass, zwei Gegentore in einem Spiel. Wow, kenn ich gar nicht mehr, das Mann. Ungewohnt. Das ist ungewohnt. Wie viele Liebste hast du heute schon? Ja, genau. Ich habe heute schon 7. Und deine zwei habe ich auf dem Schirm, weil ich warte noch, bis noch ein bisschen Input kommt, damit ich wenigstens nicht für zwei direkt hier runter muss. So, Rauber hat getroffen, aber da kam halt 2 Minuten später Erik Zweider. Er sagte, ich freue mich schon, wenn jetzt dementsprechend die Wetten nicht mehr so eindeutig sind. Finkenkrug hat unentschieden gespielt. Ui, tatsächlich. Heißt, wir haben jetzt 9 Punkte offiziell Vorsprung. Was wiederum heißt, Mo, wir können jetzt schon Spieltag 27 aufsteigen. Jo, das heißt, wir haben dann schon mal 3 Matchbälle gut für später. Genau. So, Sikubir bleibt dabei, war jetzt aber nicht ganz so eindeutig im Restinador. 2 Buhnen habe ich schon länger nicht mehr gesehen gegen uns. Aber das wird jetzt auch schwierig. Also ich muss mit 10 Spiele zu 0 spielen, damit wir einstellig im Gegentorbereich bleiben. Ich befürchte, das wird nichts. Naja, gut. That's live. Egal. Trotzdem Sieg, Punkte geholt. Gönnt sie euch, genehmigt sie euch. Und Restinator, weil die Alerts nicht gehen, muss ich halt Walla Krise so bringen. Wie jetzt? Walla Krise geht nicht. Achso, ja, die, aus irgendeinem Grund gehen die nicht. Aber warum war das denn so? Tobi nicht jemand gesagt gehabt, dass irgendwie ein Problem war? Damals bei. Ach nee, jetzt im Moment. Nee, da hat es. Da hatte ich ja nicht gestreamt, da hattest du ja gestreamt. Vielleicht ist es bei mir einfach nie eingerichtet worden. So kann sein. So, genau. Achso, bei Mo gehen nur die Alerts nee, nicht, okay. War das nicht auch bei. Nee, also, Dings meint, also Restinator meint, das geht nur bei dir nicht. Naja, gut, leben wir mit. Also nochmal 3 Liegestütze, das heißt, jetzt habe ich 5 nochmal auf dem Zettel, das heißt, jetzt kann ich nochmal ein paar Liegestütze machen gehen und Raube mittlerweile bei 32 Toren. Wie gesagt, jetzt auf dem besten Weg 10 Spiele, 8 Tore, 40er Marke knackt er noch, wenn er sich nicht verletzt. Wenn er sich verletzt, wird es natürlich knifflig. Daniel Schuber, Aufsteiger, Düsseldorf vorne im Aus. Ja, komm, habt euch nicht so. Aufsteiger kannst du auch wieder absteigen. Pintrelli mal in Höchstform. Ja gut, ich mache schon mal das nächste Spiel fertig, gleich gegen Briesel irgendwas. Briesel lang, ja. Prediction. SV Grün-Weiß Briesel lang ist unser nächster Gegner. Und da spielen wir zu Hause oder auswärts? Wir spielen auswärts. Auswärts bei Briesel lang. So, 10 Minuten. Timer läuft. Alter, was hat denn Schwelmstadt, oder wie es heißt für Leute, 2 rote Karten, 1x3 und 1x5 Spiele Sperre. Ja, ich würde sagen, von hinten weggeholzt und Tätigkeit oder so. Klingt zumindest für mich. Als ob dem so wäre. So, ich kann mich darauf verlassen, dass du hier weitermachst, dann mache ich meine 5 Liegestütze. Wie gesagt, heute ist auch unangenehm, weil heute bin ich bin nicht so gut in Form heute tatsächlich. Irgendwie. Also die letzten waren schon echt übel.
Muss ich sagen, ich bin ganz froh, dass letzte Woche so hart dabei war, weil letzte Woche war ich tatsächlich ein bisschen fitter, was das angeht. Diese Woche ist das echt. Also habt euch einen guten Zeitpunkt, sagen wir so, ausgesucht. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Boah, hui. So, der sportlichen Abteilung wieder genügend getan. Oh, Junge, Junge, Junge. Naja. So, und dann schauen wir mal, was das Spiel gegen Brieselang so gibt. Halt! Mannschaftsstärke 15? Huch, was denn da passiert? Ich Haben sie dachte. vergessen, die aufzustellen? Hä, habe ich die A-Jugend nicht Das switcht aufgestellt oder automatisch was? zu. Ja, nee, du hast unsere nicht aufgestellt. Was da passiert? Herzlichen Glückwunsch, erste Niederlage der Saison. Nein, ist nicht. Haben wir schon mal auf der Eier Fresse gekriegt. Nee, die erste Mannschaft habe ich aufgestellt. Die A-Jugend hatte ich nicht aufgestellt. Lol, hat es aber andersrum angezeigt. Na egal. Jetzt live. Ja, weil das ein Auswärtsspiel ist, deswegen hat er das so. Ach Weil wir so, immer auf dem okay. Trainingsplatz spielen, was quasi das Heimstadion der A-Jugend ist. Das ist unser Platz hier. Nein, unser. Weil ich aber auch ein bisschen überlegen bin. Nur mal so ein Gedankengang, Mo. Wir könnten auch stattdessen, dass wir jetzt die ganze Zeit sparen auf das Stadion, wir können auch Oh je, anfangen, wir haben unsere hier normale Florian Schröder, Infrastruktur den muss ich zu. gleich rausschmeißen, den mag ich gar nicht. Weg. Weg, weg, weg. Wieso ist das? Ein Komiker, soweit ich weiß. Wenn Okay. ich mich jetzt nicht irre. Softe 1984 ist jetzt dein Sohn. Vielen lieben Dank, Softe, für den Sub, beim Sub. Merci an dieser Stelle. Vielen lieben Dank. Und hier nochmal dann dementsprechend der Hinweis, dass ich dann jetzt gleich nochmal wieder zwei Liegestützen im Petto habe und darauf warte dann, dass jetzt noch irgendwie noch was dazukommt. So ein Ding ist das. So, und jetzt habe ich ja was gelernt. Wenn ich jetzt nochmal Standard-Layout wechsle. Okay. Ich höre Applaus. Applaus. So, dann müsste ich jetzt hier irgendwo diesen Zielmanager doch haben. gut, die Wette läuft noch ein bisschen. War das nicht hier? Nee, das ist auch verkehrt. Layout Test 1. Ah, ich glaube, hier war das. Ziele verwalten, jawohl, dankeschön. So, hier muss ich mich was anpassen. Und Jerome Gondorf haben wir auch in der B-Jugend. Okay, weg mit dir. Hast kein Talent. Ach, darf ich gar nicht so. Okay, vergiss es, darf ich gerade gar nicht ran. Gut, dann lassen wir das weg. Dann gehe ich jetzt zur Gemeinlayout und habe dann wieder wenigstens alle Sachen bestens übersichtlich da. Ich will 20 von dir, Alter. Für 20 brauchst du, Leute, helft mal immer auf die Sprünge, 1000 Bits. Dann kriegst du 20 von mir. So ein Ding ist das. Aber wir machen die Wetten heute unter uns. Wieso, hä? Hat er nicht gerade gesagt gehabt, dass die Wette nicht noch läuft? Ja, läuft auch noch. Macht mir keine Panik, Leute. Das ist übrigens die letzte Wette jetzt tatsächlich für den Sozi, den ich mit 5% mitgehen kann. Danach muss ich runter auf 1. So, das heißt 27 27135. Philipp van Elst hat sich die 135. Achillessehne angerissen. Er fällt 15 Wochen aus. Boah, Alter, was ist jetzt los hier? Mega Lazarett, ey. Das ist ja nur Reserve, aber trotzdem. Frech. Du guckst ja eigentlich jedes Mal jetzt noch ein Privatleben. Musst du gar nicht mehr. Du bist durch. Du bist Golfprofi jetzt. Du musst Das nur noch stimmt. Samstag gucken nach den Anlagen. Das Rest ist durch da. Spar dir das Mikromanagement. Das ist Muscle Memory sozusagen. mein Herz geht auf, wenn. Was? Wie? Sportfreunde Stiller, Applaus, Applaus ist das. Ach so. Ah, okay. Sonst mache ich Sonntag Eigentore.
befürchte, die könnten auch so fallen, aber just saying. 15.000 Kanalpunkte für 20 Liegestütze. Stimmt, Mamo, das gibt's auch noch, natürlich, klar. Du kannst mir auch 20 Liegestütze machen, schicken, wenn du mit 15.000 Kanalpunkten einherkommst. Dann geht's auch 20 Liegestütze schön runter. So ein Ding ist das. Wie steht das denn hier jetzt noch? Genau. Ja, richtig. 15.000. Hat er recht, der Mamo. Das ist die andere Option. Viel Zuschauer, dann kannst du mich auch hinschicken gehen. Warum ist übrigens die Messlatte so hoch, falls du dich das fragst? Das kriegst du doch sauschwer zusammen. Weil ich hier Leute habe, Großgrundbesitzer und Monopolkapitalisten, oder wenigstens Oligopolkapitalisten, die mich sonst auf einen Satz, wenn ich das Ding hier auf 5.000 Punkte schraube, mich hier zu einer Sporteinheit verknacken würden, wo ich meines Lebens nicht mehr glücklich werden würde. Wir waren letztes Mal schon sehr crazy unterwegs. Letztes Mal kam ich mit allem Zip und Zap auf 100 Liegestützen, 100 Sit-Ups, 100 Kniebeugen und noch ein bisschen Hanteltraining. Da wurde ich schon richtig, richtig hart rangenommen. Also von daher, ja, das soll eigentlich immer noch ein unterhaltsamer Stream sein und kein Trainingslagerfall für mich. Oh, schon wieder nicht gewonnen gegen die A-Jugend. Ja, Mo, das wird einfach gefährlich, die Truppe. Das ist ja nicht mehr so safe zum Punkte sammeln. Jetzt muss ich aufpassen, dass sie nicht dauernd die Moral zerhauen. Und jetzt musst du aufpassen, was du für Ansagen gibst. Und dabei musst du sagen, nicht mehr verlieren. Nein, sowas würden Wums und Fabio ich doch nie tun. Nein! Never! Da fallen mir schon sehr viele gute Gründe ein. Ey, ich kann nicht mal eben machen lassen. Ich müsste mal eben überall Schlosine runterziehen, fällt mir gerade ein. Mhm. Merci, bis gleich. So, wir haben es fast geschafft und sind gleich am nächsten Spieltag angekommen gegen Brieselang. Ich muss noch ein paar Leute rausschmeißen. Muss ich einfach mal vorstellen, wie viele Leute, wie viele Jugendspieler in unsere Mannschaft hier reinkommen und wieder gleich wieder weggeschickt werden. Ja, so beliebt sind wir, dass wir so viele Anwärter haben, die bei uns in der Mannschaft spielen wollen. Fast alle fliegen gleich wieder raus. So. Auf geht's Richtung Spieltag. Und das wäre dann auch der erste Tag des Monats März. Fabio Klein hat sich einen Kiefer ausgerenkt. Aber ich glaube, der ist morgen wieder da. Ja, der ist morgen wieder da. Der ist zum Spiel wieder fit. Glück gehabt. Glück gehabt. War hier noch irgendwas? Nö, alles gut. Weiter geht's. Spieltag. Es ist Spieltag und die Wette geht in die letzte Phase, sozusagen. Beste Newcomer der Saison. Da ist Christian Grothmark ganz vorne dabei. Und auch Jonathan Morscher ist von uns noch in der Liste aufgeführt. Schön, sind ein paar dabei. Gut. So, da haben wir Brieselang im Landkreis Havelland. Unser nächster Gegner. So, was haben wir denn hier zu tun? Anlagen sind nochmal gestiegen. Wir sind aber nicht mehr drin. Das heißt, es betrifft uns nicht mehr. Wir haben unser Geld gekriegt. Von der Nationalmannschaft zum Beispiel. Das können wir dem Verein geben. Haben nochmal Geld verdient. Das ist fast nichts tun. Nur mal kurz in die Karibik fliegen und an der Seitenlinie sitzen und dann schauen wir, haben wir ein paar Tausende verdient. So, die zweite Mannschaft will aufgestellt werden. So. Dann könnt ihr auch das nächste Spiel bestreiten. Ich wollte die Scouts mir anschauen.
Probetraining abhalten, genau, das ist wichtig. Und hier haben wir noch an Schulprojekt teilnehmen. Dann suchen wir uns noch einen Spieler aus, irgendjemand, der vielleicht beliebt ist. Lichtenwagner, Florian nehmen wir mal. Dann muss ich noch mit den Leuten quatschen und dann stelle ich sie auf. Also. Die letzte Generalprobe war leider verkorkst. Das heißt, die Moral ist etwas niedriger, so wie es aussieht. Das heißt, wir kriegen es vielleicht auch mal hin, alle ein bisschen aufzumuntern oder alle noch ein bisschen heißer zu machen, als sie sind, weil sie nicht schon weiß glühen, wie sonst immer. Okay, dann gehen wir da mal eben durch. Lob, Lob, Lob. Moralpunkte, Moralpunkte, Moralpunkte. Ich hätte ihm auch zur Wahl zum Spieler des Monats gratulieren können, aber ich glaube, das bringt meistens weniger, als einfach nur zu sagen, du hast gut trainiert aus irgendeinem Grund. Obwohl ich ihnen jede Woche sage, dass sie gut trainiert haben, aber die finden das Lob trotzdem besser, als zum Spieler des Monats gewählt zu werden. Warum auch immer, aber okay. So, dann haben wir es auch gleich geschafft und mit allen alle Gesprächsoptionen genutzt. Da, David Lichtenwagner kriegt auch noch was zu hören von uns. Freut sich auch drüber. Und jetzt gucken wir noch kurz in die Nachrichten rein. So, okay. Hey, ja doch. Und jetzt Mannschaft aufstellen. Ah, zack. Guten Tag, bin wir da. Guten Tag. Oh, Elfmeter-Tor für Deutschland durch Julia Quinn. Ach du Scheiße. Die haben es 0-2 einfach gedreht. Junge, was ist denn los? Deutschland plötzlich mit Comeback-Mentalität as fuck. Das gibt's ja nicht. Oh nein, Herr Ribbeck von Ribbeck im Havelland, ein Bier mal in seinem Garten stand. Und dann kam die goldene Herbstzeit, so leuchteten die Birnen weit und breit und kam ein Junge in Pantin daher, so rief er, Junge, wistende Bär. Und kam ein Mädel, so rief er, Lydien, komm mal rüber, ich geb dir ne Birn. Oh, scheiße. Ey, Nee. Restinato, das sind solche Vietnam-Flashbacks für mich gerade. Ich musste, liebe Grüße an dieser Stelle, mein Kumpel Miles, noch aus Grundschulzeiten. Wir mussten damals in der Grundschule dieses fucking Gedicht auswendig lernen. Ich glaube, bis zur vierten oder fünften Strophe, Mann. Muss ich mal Nee. ausdenken. Was war das für ein pädagogischer Mehrwert, Mann? Tja. Boah. Er wird 4 oder 5 Strophen mussten wir damals auswendig können. Als, was waren wir? Neunjährige Scheißer? Und wir hatten ihm das verbrochen. Das war einfach nur Spaß. Spaß. Ich bekomme einfach trotz Zapp eine Werbung. So sollte es nicht sein. 1-0 für Bremen. Und Olli ist da. Schönen guten Abend, Olli. Achso, ja, übrigens, ich möchte nichts von Frankfurt, von Eintracht Frankfurt wissen. Oh, das ist so, das wusste ich nicht. Dann gehen wir ins nächste Ligaspiel. Gegen Ja, Abmarsch. Brieselang. Los geht's. Ja, okay, das ist ja wieder standesgemäß hier vom Abstand, also. Das ist ja auch keine Übertruppe, Platz 14, die sind ja auch wirklich ganz tief unten drinne. Also, da müssen wir jetzt eigentlich schon drüber fahren. Ich hoffe, Raube, dass ein paar Tore kommt. Das gewinnen wir hundertprozentig. Das gewinnen wir hundertprozentig. Und das gewinnen wir hundertprozentig, genau. Auf geht's. Schauen wir mal, ob wir das hundertprozentig gewinnen. 16 Punkte haben die bislang erst gesammelt. Okay, klar, Maulbeerwalde sind wirklich die Schrottmannschaft vor dem Herrn hier. Also deswegen sind die jetzt doch nicht abstiegsgefährdet, aber. Maulbeerwalde in 9 Punkte. Naja, gucken wir mal. Peter Baldi hat er getroffen. Apropos Treffer, ja, sehr gut. Raube, erster Streich. Ich hoffe, der zweite folgt zugleich. Da ist er. Rally oder Raube, sehr gut. Schön, da sind wir doch direkt auf Kurs. 3-0 Raube, Doppelpack. Ich fange da schon wieder mal vorsichtshalber mitzuzählen bei dem guten Mann. Sehr gut, 30 Minuten, 3-0.
Das läuft auch tatsächlich schon wieder optimal. Ja, viertes Ding, sehr gut. Raube, Dreierpack und der Mann will hier schnell die 40 voll machen. Apropos voll machen, 100-Tore-Marke ist jetzt auch natürlich pulverisiert an Ja. der Stelle. Muss uns auch nicht drüber unterhalten, das Ding ist tatsächlich schon so ziemlich durch. Wir auch. Was glaubst du, woher ich die Scheiße kenne? Boah. Also gab es wenigstens Lied, da ging das Auswendiglernen einfacher. Ja, ich weiß, dass das ein Lied war, aber ich weiß nicht, ob das deswegen einfacher war. Ich weiß auch nicht, wie das irgendwie ging. So, Herr Rebeck von Rebeck im Havelland, ein Bier in seinem Garten. Oh, ey, leck mich, Scheiße, Mo. Ich bin 25, ich hab die Kacke noch mit no von 9 auf dem Schirm. Boah. Mir hat ein Lied dabei Alter. geholfen, den Namen einer Kleinstadt oder eines Dorfes, wie auch immer, in Wales auswendig zu lernen. Ja, okay, das ist ja nur ein Teil davon, so weißt du. Ich habe noch dieses Gedicht im Hinterkopf. Da gibt es nämlich ein Lied, das geht: Slanvair, Pusquin, Gesgoger, Huirn, Drobosan, Tisilio, Gogogoch. Sanvair, Puskwin, Gesgoger, Huirn, Das ist ja so Drobosan, Tisilio, walisisch, ne? Das Gogogoch. muss ja für die Briten sein, wie für uns bayerisch. Aber völlig daneben. So. Olli fragt, spielt ihr in der deutschen siebten Liga? Ja. Ja, genau, Landesliga ist deutsche siebte Liga. Gerhard übrigens mit dem fünften Treffer, sehr gut. Raum wechselt übrigens nach drei Toren bitte nicht mehr aus, danke. Soll man auch mal Auge drauf haben, ob der nicht noch mal ein paar Bütchen mehr macht. Da will man ihn natürlich auch seine Statistiken gönnen, wenn er mal einen guten Tag hat. Genau, Raube drin lassen, Rest kannst du drehen, wie du willst. Wie ist das eigentlich passiert, dass wir die Ligen so überfahren? Ja, also wir sind gestartet eigentlich mal ziemlich in Grottentruppe. Die hat in der ersten Saison durch das Mo einen gescheiten Trainingsplan gemacht hat. Du wisst, in der Kreisliga müsst ihr ja nicht viel können. Ihr müsst ja nur irgendwas machen. Ne? Hat dafür gesorgt, dass dann plötzlich die Truppe einen guten Sprung gemacht hat. Sechster Streich. Ja, und seitdem sind wir eigentlich den Gegner immer so ein Näschen voraus. Also wir sind quasi mal eigentlich schon ein Jahr momentan weiter, hat sich jetzt so ergeben als die Liga selbst. Das war ganz Also wir hätten witzig in jetzt der eine ersten Saison. angemessene Stärke hätten wir jetzt gehabt für die Verbandsliga. Siebtes Ding, Raube, vierter Streich, sage ich doch, lohnt sich den anderen drin zu lassen. Boah, sieben schöne Tore hier wieder. In Genau, jetzt darfst du. der ersten Saison, am allerersten Tag, waren wir, glaube ich, die schlechteste Mannschaft der Liga von unserem Waren wir. Spielermaterial Ich her. habe schon gedacht gehabt, das wird richtig Und dann haben wir kacke. die Saisonvorbereitung gemacht und auf einmal waren wir eine Top-Mannschaft der Liga. Nee, nach Saisonvorbereitung noch nicht. Das kam erst. Also, wir waren, glaube ich, nach Saisonvorbereitung. Also, gut, ihr müsst jetzt nachgucken, Leute, das ist so 20 Streams ist das jetzt her. Aber ich meine, wir wären danach irgendwie eins im oberen Mittelfeld gewesen. Und dann haben wir erst noch im Laufe der Saison zur Top-Mannschaft hochgemausert. Ja, aber wir können uns auf die Schulter klopfen, Ladies and Gentlemen. 106 geschossene Tore nach den sieben Buden heute. Ja, genau. Und können dementsprechend uns freuen, dass wir jetzt da die mal knackt haben. Als nächstes die 100er Tordifferenz auf dem Zettel. Sind auf gutem Weg. So, wenn Raube neben Mannschaft des Tages mit seinen vier Buden, weiß ich jetzt auch nicht Jo, mehr. da ist Ja, er. und da ist er zum 10. Mal. Mittlerweile mit 36 Saisontoren nach 21 Spieltagen. Wow. Guck dir mal an, was der für eine Durchschnittsstat hat für pro Wow. Spiel. 1,7. Tore pro Der Spiel macht den. 1,7, Der machte ja. nicht nur pro Spiel safe eine Bude, der macht nur mit einer hohen Wahrscheinlichkeit eine zweite. Wow. Wahnsinn. Ja. Und 12 Vorlagen hat der Mann auch noch. Also wirklich, der spielt eine absolute Mega-Banger-Saison. Muss man einfach sagen. Also grundsätzlich auch nicht verkehrt, aber grundsätzlich tatsächlich durch seine Verletzung droht er sogar seinen zweiten Platz Ja. zu verlieren in der Torjägerliste. Er hat nur 2 Tore Muss man auch Vorsprung. sagen. Oh, Reserve hat Stüdelitz geschlagen! Krass. Das gibt's nicht, die holen die erste Niederlage gegen unsere Reserve ab. Wow! Krass. Ey! Schauen wir doch Wollen nochmal in die noch zum Kreisliga. Endspurt anliegen? Genau, wollte gerade sagen, rein da jetzt! Ja, 7 Punkte Rückstand ist schwierig. Ja. Aber Wilsnack hat jetzt plötzlich Stüdenitz einfach eingeholt. Stüdenitz Ich dachte, hat das geht 3 Niederlagen gar gekriegt. nicht mehr. What the fuck? Die haben mir richtig auf die Schnauze bekommen. Boah, und jetzt war die Reserve nicht da, ne? Also ja, okay, die haben jetzt die Partie gewonnen, aber hätten die jetzt sonst, bis dahin hätten die jetzt vernünftig noch performt, die waren ja mit Wilsnack punktgleich. Weißt du? Könnten die jetzt noch richtig oben mitmischen. Ja, jetzt natürlich 7 Punkte bei. Ah.
Boah, die müssen hier schon richtigen Endspurt hinlegen und die anderen müssten auch noch mal ein bisschen was kassieren. Crazy, ich dachte nicht, also wirklich, die hatten ja keine Sonjela gehabt. Ich dachte nicht, dass Stüdo jetzt echt das Ding aus der Hand gibt. Ja. Wahnsinn, wie das manchmal gehen kann, ey. Moin Ossi, grüß dich. Guten Ich schulde Abend. euch noch eure Wette, Entschuldigung. Ohne Momento. Prediction. So, hier. Ach scheiße, ich habe den Ausgleich vergessen. Ja, sorry, die Wette nehme ich dann retour. Das war mein Ding. Punkte müssen zurückgegeben werden. Sorry, da habe ich gepennt. Was hier? Transfermarkt? Ey, ich wollte doch Ach lesen. so. Sorry. Betrüger. Naja, gut, ist jetzt halt so. Ja, gut, dann schauen wir es mal dementsprechend. Ach, VfL Nauen. Ja, die Truppe kann ich mir merken. Ja, Ist ein Platz 3 der Heimspiel, Liga. das. Genau, das ist ja einer unserer besten Mannschaften hier. Ja, das könnte ein bisschen kniffliger werden. Zu Hause gegen den VfL Nauen. 10 Minuten Zeit. Dieses Mal denke ich auch wieder an die Wette. Mal passt so. Wollte eigentlich nur einkaufen gehen vor dem Stream. Wurde dann direkt Meckes. Uff. Uff. Aber ich tatsächlich voll, ich bin durch die Wohnung gestellt. Ich habe mir auch gedacht gehabt, ja scheiße, Malte. Eigentlich hättest du noch irgendwie eine Tüte Chips oder so mitbringen können. Hast du vergessen? Ja, hatte ich dann tatsächlich. Hab ich einfach schlichtweg verplonnert. Deswegen also keine Tüte Chips für den Malte und ohne Tüte Chips für den Malte, dann dementsprechend, ja. Gab es dann heute nur mein normales, reguläres Abendessen und nichts zu schleckern. Du hast wieder das hier nicht aufgestellt, Mann. Mit los! Plötzlich Komisch. läufst du ein bisschen rein. Warum passiert mir das? Ja, ich versuche mal die zweite Mannschaft nicht aufgestellt zu lassen und die B-Jugend, aber anscheinend mache ich das aus Versehen manchmal auch bei der A-Jugend. Das ist ein bisschen ärgerlich. Naja. Gibt's auch mal ein bisschen Ah, Pause. da müssen wir Mo ein bisschen Schelte geben, ne? Wie viele Punkte hast du noch, Malte? 5000. Du darfst keine Chips, weil sonst gibt es mehr Liegestütze. Warum, wieso, weshalb? Ne? Raff ich jetzt nicht. Ich kann essen, was ich will. Meine Herren, ey, wir haben schon talentierte Innenverteidiger hier. Ah, klar, wenn du immer gegen so aggressive, offensiv starke Mannschaften spielst, ne, kann es natürlich auch schon sein, dass das so läuft. Aber tatsächlich, heute geht es sogar noch. Ich glaube, ich habe es nicht genau mitgezählt, aber ich meine, es müssten irgendwie so 12 sein oder so, die ich heute hatte. Also, Liegestützen. Das ist noch in Ordnung. Die halten sich tatsächlich heute so ein bisschen. Halt's Maul! Ja, gut. Dementsprechend, also sind das schon mal wieder zwei. Sehr gut. Hast du eine Sehen auf Deutschland geklickt? Ja, gut, komm, dann mache ich noch eben diese zwei dann noch mit. Ich weiß gar nicht, ob ich Soft das auch jetzt hatte. Komm, machen wir einfach mal vier draus, dann wollen wir sicher und Seite. Dann gehe ich gedanklich jetzt hoch auf 16 Liegestütze für heute. Ich wollte gerade sagen, die Leute halten sich heute ein bisschen zurück, Mo. Weil die merken, so, ich bin sowieso heute nicht so in Form und nee. Aber nicht mit dem Restinator. Der lässt mir keine Ruhe. West. Ha! Eins, zwei, drei, vier. Ach, so. Zack. Und wir auf den Pöter. Gottes Willen. Ja, nee, heute irgendwie echt. Es ist heute nicht der beste Tag dafür. Bin ich wirklich froh. Ich habe es vorhin schon mal erwähnt. Ich bin echt froh, dass das letzte So, Woche Gunst ist wieder so eskaliert da. ist. Dann kann Oh, es ja wieder sehr gut. rumgehen. Jetzt haben wir nur noch Freitag. Auch Ja, gut, der. auf den können wir. Auch im Lazarett. Befürchte ich, die noch ein bisschen warten. Also, der wird jetzt nicht in den nächsten 5 Minuten wieder auftauchen. Kamera runter, weißt du, was die Graupen sind? Nee, die kann ich nicht so umverlegen. Ich hatte tatsächlich überlegt gehabt, dafür mir extra eine zweite Kamera anzuschaffen. Plus, wie das Ding ist ja auch noch, also dass wir quasi über Mo's Bildschirme übertragen. Das heißt, ich müsste hier, also Mo könnte glaube ich so bleiben und ich müsste ja den Kamera-Winkel
Slot dann auch noch jedes Mal hin und her wechseln auf Discord. Das wäre auch übelst umständlich. Das mache ich vielleicht wahrscheinlich, würde ich mal überlegen, so ein richtiges. Wenn ich halt ein permanentes Set dafür habe, ne? Also sobald ich dann ausgezogen bin, dann werde ich ja dafür sorgen, dass ich ein permanentes Aufnahmeset stehen habe. Dann können wir drüber reden. Dann ist das kein Thema. Aber bis dahin bleibt es jetzt erstmal so. So, Und jetzt nein, ist so die eine AIO Graupen sind es aufgestellt. nicht. So. Ich habe ein bisschen Ehre. So, jetzt dürfen sie auch spielen. Yay! Und Gunst erstmal direkt mit dem Erstmal Instant-Comeback. Schützenjäger Ach du verletzen. Scheiße! Ah, zum Thema gelichtetes Lazarett. Na, dann geht's weiter. Switch via Knopfdruck. Ich weiß nicht, ob das auf Discord so läuft. Wann ziehst du aus, wenn ich mit der Ausbildung durch bin, meine feste Übernahme in den Griffeln habe? Also halt, wenn ich halt weiß, dass auch Kohle quasi reinkommt. Irgendwie logisch, ne? So, weil ich habe ja momentan das Ding ist, also man hat als Azubi halt die Kohle für eins. Du kannst entweder ausziehen oder du kannst ein Auto haben. So, da ich beruflich zwangsläufig ein Auto brauche, fällt das andere halt sozusagen unter den Tisch. So, apropos unter den Tisch fallen. Unter den Tisch fallen jetzt sollte tatsächlich nicht jetzt der Ausgleich, der da jetzt aber tatsächlich wie angekündigt nur noch 1% beträgt. Das heißt in diesem Fall 410 Punkte. Was immer eine ziemliche Menge dafür ist, wenn du überlegst, dass das 1% ist. Ihr Ehrenlosen. Diese Übertipper hier. Malte zieht nach Berlin-Neukölln. Ich glaube mittlerweile ist sogar Neukölln gar nicht mehr so billig, oder? War es nicht irgendwie so, dass das so ein Juppie-Viertel irgendwie ausgebaut wurde? Weiß nicht. Ich glaube. Muss ich überlegen. Ich glaube so Schöneberg und so. Ich glaube, die sind tatsächlich noch ein bisschen ramponiert, aber. Berlin-Neukölln. Guck mal rein. Berlin-Neukölln. Schützenjäger hat muskuläre Probleme und fällt 3 Wochen aus. Das wird tatsächlich. Das wird, glaube ich, nichts mit dem Pokalspiel. Apropos, warte mal eben, wir müssen mal kurz ein Päuschen einlegen. Wir müssen nämlich jetzt mal langsam mit den A-Jugendspielern verhandeln. Ach so, ja, könnte man durchaus mal tun. Das stimmt wohl. So, dann sortiere die mir bitte mal nach Stärke gleich, wenn du hier deine Jungs ein bisschen bereinigt Ja, ich hast. schmeiß noch hier bei der B-Jugend noch ein paar Leute raus, damit ich das auch schon mal hinter mir habe. Ja. Gesundheit. Jo, alles klar. Der Oster wurde 90er und 2000 als Problemkiez zu sozialer Brennpunkt bekannt, das wissen wir ja, genau. In den 10er Jahren waren bereits ca. 15% türkischer und 10% arabischer Herkunft, also quasi 4 von. Ihr vierte Sohn. Mitte 2021 wurde der Anteil an Personen mit Migrationshintergrund knapp 50% mit 155 verschiedenen Ländern. What the fuck? Muss ich mal vorstellen, Mo. Also der gesamte Stadtteil Neukölln ist in ausländischer Hand einfach. Problemverhalten von Schulabbrechern, soziale Verwahrlosung, islamistischer Fundamentalismus. So, darauf erstmal ein Kubier. Jo, Prost. Ja, ich sauf mir morgen wieder so einen weg, das macht keinen Sinn, wenn ich heute wieder einen einschenke. Ich denke alkoholfrei. Keine Sorge. Ach so, hier, da habe ich es jetzt. Parallel dazu wird vor allem seit den 2000er Jahren der Norden von Neukölln gentrifiziert. Bastionator sagt Kneipen. Ausgleich, Malte. Wieso? Hatten wir das nicht Nochmal? schon? Habe ich doch. Ja, ist schon richtig. Das hat seine Richtigkeit diesmal. Ich kann nur 1% ausleihen. Ich habe es gesagt, Gabi. Ich habe keine Kohle mehr. Also keine Punkte. Hier, genau. Zahlreiche Kneipen, kreative Läden, Cafés, Restaurants wurden eröffnet und machen Neukölln zu einem Szene-Kiez. Verwaltungsreform. Babababababa. Nee, das ist mir egal. 2018 Generalentwicklungsplan. 150 Wohnungen, unterschiedliche Haustypen, Grundschule, Kitas. Also genau, die sind quasi gerade dabei, das Viertel so ein bisschen wohl umzubauen. Und jetzt zumindest den Teil, der nah am Zentrum ist, dass sie den wieder umbasteln. So, so ist zum Thema Neukölln. Gut, so, du hast jetzt deine Leute hier alle so stehen.
Gut, dann gucken wir rein. Was kann der Dabrowski für Positionen spielen? Fangen wir mal daran an, da sind wir schon ein bisschen untypisch. Rechtsverteidiger, okay. Ja, dann können 41. wir den auch mal mitnehmen schon mal. Also alles, was 40 ist, nehmen wir safe mit. Nächste Saison, komm mal hoch, genau. Tja, läppisch. 800. Und 3 Jahre. So, Gut. weiter geht's. So will's unserem Jacek Dabrowski. Beziehungsweise Dombrowski, wenn man es richtig, wenn man es polnisch ausspricht. Warum ist denn das A plötzlich ein O? Ja, das weiß ich auch nicht so genau. Aber das ist auch Naja. die Nationalhymne heißt auch Mazurek Dombrowskiego. Und da geht es im Refrain immer Marsch, Marsch, Dombrowski. Nö, Hier die ist Woschke Dopolski oder so okay. ähnlich. Die Leute fordern weiterhin sozialen Ausgleich, aber ich Zatulimpsche kann da Rodem, nicht Svojtim machen. Hies Narodem oder so. Ist genau richtig. 1%. Ah, vielleicht noch ein 10er, okay. Ja, das Problem ist, ich bin jetzt schon Roberto Blanco. Ein bisschen Spaß muss So. sein. Okay, Stratton. Komm, sei her. Also erstmal schauen, was kann er? Er kann 42  42er. Ja, gut, und hat reicht ordentlich schon. Talent. Vertragsangebot. Ja, man wird schon ein paar Leute geben. Also, ja, es gibt schon so ein paar, sie werden schon ganz attraktiv sein. 800. Ah, ne, warte, das. Ja, doch, geht sogar. Ja, 3 Jahre. Typische Vertragsangebot von uns. Gut. Weiter geht's. Vor allem hier so lustig, willst du mit seinem Berater einsetzen, Digga, 800 Euro Kreisliga, Mann. Ja. So, dann der Torhüter. Nee, den nicht, der fährt noch ein Jahr. Ach so, stimmt ja, da müssen wir nur auf die achten, die nicht dicht sind und auslaufen. So, was, wie viel hat der Torhüter auf dem Zettel? 41. Auch rein. Der ist, glaube ich, sogar gut genug, unser zweiter Torhüter zu sein, Mann. Ja, glaube ich auch. 800. Ein schöner Standardvertrag, ey, sehr gut, das kann ich mir einfach merken hier. Föhn, 800. 3 Jahresvertrag rein da. So, denkt dran, morgen Sonntag ist früh aufstehen, ich sag nur Suzuka. Ach nee, Digga, kann ich mir nicht geben. So, dann Das haben sind wir hier Scheißzeiten. Warte, Profeta. so, jetzt müssen wir so ein bisschen gucken, wie das in der Reserve aussieht vom Stärkeniveau. Weil die drei Pappnasen, okay, das ist safe. So, und jetzt mal gucken. Also, wenn ich mir das so ansehe, also alles, was schon unter 35 ist, brauchen wir auf gar keinen Fall. Also, unter 35 ist quasi tot. Ja, also 35er Grundstärke müssen die haben. Na, und dann müssen wir jetzt gucken, was 34, 34. 33, Oh, 33. 32, Okay, jetzt müssen wir tatsächlich wirklich nach Position so ein 32. bisschen gucken, ob wir davon irgendwas brauchen. Was ist denn das jetzt hier? Wir haben DM, OM und einen Stürmer. Der Ditkin ist Stürmer. Das kannst du reininterpretieren. Der letzte, der Oskul, ist sowieso zu schlecht. Den kannst du schon direkt ausklammern. Gut, dann jetzt nochmal in die Reservemannschaft. Sortieren nach bester Position. Das ist nicht Reserve. So, in bester Position sortieren. So, und jetzt runterscrollen. So, was haben wir da? So, Stürmer sind wir sowieso Mangelware. Das heißt, den nehmen wir mit. So, was die OMs angeht, haben wir 3 Stück. Kannst du mir mal die Grundstärke von denen anzeigen? Von den Pappenheimern? Der kann auch stürmen, der Knoll. 36. Okay, Knoll ist also Er kann quasi auch auch stürmen. Stürmer. Ja, okay, aber das 36. ist Und er kann auch ein bisschen 36, stürmen. 32, nee, 35. 35. Also 35, 36 haben die alle. Gut, dann jetzt nochmal wieder rund rüber auf die Dings. Jugendmannschaft. So, jetzt gucken wir uns nochmal an. Also den Stürmer nehmen wir auf jeden Fall mit. Den kannst du erstmal dingfest machen, den Ditke. Wobei, können die anderen Sturm spielen? Nee, können sie nicht. Also Ditgen bitte Okay. einladen.
Hessen Glückwunsch, Der Sie war haben bei sich mit Ach und Krach 32. qualifiziert. Ja, ist aber okay. Nämlich jetzt, wie gesagt, mit da ist halt Mangelware. Ja, auch wieder typische 800. 3 Jahre. Ich liebe Einheitsverträge. So, weiter. Sozialismus. So, jetzt die anderen Pappnasen. So, 36er Grundstärke war das gewesen bei denen, richtig? Ja. Also bei der zweiten Mannschaft. So, du hast 34, 34, 35, 35, 32. 32. Boah. Ich sehe da jetzt nicht so die Hoffnung, Mona. Wie sieht es mit Talentstufe aus von den drei Pappnasen? 3, drei, 2,5 und 3. Drei. Na, ich glaube, Mo, das war's. Die 4 nehmen wir. Da kannst du dich auch mal ansehen. Da sind die auch ähnlich gut. Ja, genau, deswegen, ja, das ist das Ding. Deswegen kannst du auch bis hier gleich behalten. So, okay, ja, gut, die sind jetzt halt schon 20, aber ob die nur 18 oder 20 sind, für mich auch noch nicht der Riesenunterschied. Deswegen, dann würde ich tatsächlich sagen. Wobei, halt, mathematisch denken, Malte, wenn wir die Position doppelt besetzt haben wollen, könnten wir uns eigentlich noch einen OM erlauben, oder? Zumal wir haben ja eigentlich auch, die können ja auch als Stürmer spielen. Ja gut, aber wie gesagt, dafür habe ich jetzt, also das plane ich schon wirklich positionsgetreu einigermaßen. Wenn man Position doppelt besetzen will, bräuchten wir noch einen Stürmer mehr und noch einen OM mehr eigentlich. Das heißt, hier könnte man zwei OMs nehmen, nach der Theorie. Ja. Einen sehe ich. Freunde, jetzt müsst Wobei, ihr mal... Wobei, was macht Vlasenko eigentlich? Den habe ich jetzt gar nicht beobachtet. Ach, und der ist Van ein Elst. Sechser, oder? Der nee, der ist Zehner. OM. Ach du Scheiße. Ja, okay, vergiss und es. Van Elst spielt DM. Ist ebenfalls OM. Ah, nee, das ist DM. Okay, vergiss es. So gut, okay. Also, Vlasenko muss man auch noch als OM reinziehen. So, das heißt OM... Nee, das, da, damit ist das für mich jetzt erledigt. Dadurch, dass Vlasenko auch noch OM ist, machen wir nicht. Die drei anderen Kollegen... Das passt einfach nicht. Die müssen ein bisschen mehr Grundstärke oder zumindest mehr irgendwas halt. Ich brauche irgendeine Argumentationsrechte. Die müssen entweder Talent mitbringen oder Stärke. Aber wenn die halt jünger. Beides nicht haben. Ja, das ist, wie gesagt, nee, das langt nicht. Das mal lassen wir es so. Wir gucken das nochmal vor Ende der Saison an. Vielleicht haben sie noch ein paar Schritte bis dahin gemacht. In der Jugend läuft es noch ein bisschen schneller und zügiger. Kann das sein? Dann würden wir dann noch was machen. Und DM, wie ist das da eigentlich? Wenn ich gerade den Propheta sehe, der ist doch auch noch hier mit dabei in der Liste. So, der ist bei einer 33. Wie sieht es auf. Nein, jetzt habe ich schon mal die erste Mannschaft ausgewählt. Oh, wie sieht es auf DM aus? Gelernt so, haben wir da niemanden. Van Elst. Barreuther kann das spielen, der ist uralt. Ja, der ist unfassbar schlecht. Auch den nehmen wir mit. Den Sechser nehmen wir auch mit rein. Den brauchen wir. Kannst vielleicht gnädigerweise mal gucken gleich, das machen wir danach erstmal, nehmen wir jetzt erstmal den Typen mit. Dann kannst du mal gnädigerweise gucken, ob irgendwer von den Zehnern Sechser spielen kann. Das kannst du vielleicht gleich noch einmal gucken. Dann würde ich vielleicht nur einen von denen mitnehmen, wenn da einer Sechser spielen kann. Oh, warte, jetzt muss man ein bisschen aufpassen. Der könnte tatsächlich sogar... Ja, das wird mit 800 sogar schon dünn, glaube ich. Ja, wir machen es erstmal, wir probieren es erstmal. Kann sein, dass wir mit dem nachverhandeln müssen. So, guck mal, ob einer der drei noch irgendwie Sechser könnte. Nein. Nein. Ne. Ne, okay, gut. Ja, dann warten wir noch, ob da noch irgendwie stärketechnisch was hinzukommt, sonst passt das. So. Okay, dann mach du mal weiter im Kontext. Ich gehe mal jetzt eben wieder durch den Chat durch. Da bin ich ein bisschen hinten dran gerutscht. Oh, Junge, Junge, Junge. So, wer bekommt die Kanalpunkte, die wir ausgeben, zum Beispiel für Liegestützen? Die werden dem Markt entzogen. Die gehen nirgendwo, also die verschwinden ins Nichts. Die sind eingelöst dann. Sozusagen. Genau, richtig. Wie Gutscheine, so, die sind dann auch ja, wie als Suzuka, Freunde, das gebe ich mir nicht.
Wie gesagt, ich bin jetzt morgen. Da werde ich jetzt gucken, dass ich noch ein bisschen Schlaf nachhole wieder, weil es ja jetzt quasi das erste Wochenende nach meinem Urlaub und das war wieder so auf Krampf den Schlafrhythmus umstellen. Da bin ich mal froh, ich ein bisschen schlafen kann. Und ich komme erst dann quasi von Samstag auf Sonntag Nacht komme ich hier wieder an und da würde ich und das wahrscheinlich auch im leicht alkoholisierten Zustand. Das wäre nicht gut. So, Oder jetzt haben wir rechne ich nochmal damit? Topspiel, genau. Das wird nochmal entsprechend angekündigt. Ja, komm, ist Und, ja gar nicht so ein großes Ding hier eigentlich, wie die es drauf basteln. Das sind der Jugendtrainer 23 hat jemanden Punkte. entdeckt. Das ist wahrscheinlich nichts Wieder Müll? Besonderes. Nee. Nö, Geil, nö. nimmt man Ich nehme ihn trotzdem mit. trotzdem und schmeiße dann gleich wieder raus. Ja. Weit fällt aus. Zwölf Tage. Leinbeutelverletzung, 12 Tage nochmal. Ey, was ist denn hier los momentan? Willst du jetzt gerade, Damit fehlt also. er fürs Pokalspiel, glaube ich, oder? Ja, Scheiße. damit fehlt er fürs Pokalspiel. Nein, unser bester Innenverteidiger fehlt fürs Pokalspiel. Oh. Dann fehlen Deswegen uns ja die wichtigen Spiele. zwei Innenverteidiger fehlen uns dann fürs Pokalspiel. Super, Nee, dann stellen die sich ja schon. drei Drei! Innenverteidiger Oh. fehlen Oh, uns da fürs stellt sich da Pokalspiel. hinten in der Defensive von Weil selbst auf, Freitag vor ist allem ja auch ausgefallen. wir haben mega Leck jetzt gerade einfach in der Innenverteidigung. Oh, das wird übel, Freunde, das wird übel. Baut ihr eigentlich das Trainingsgebiet aus? Das ist nämlich jetzt ein gutes Stichwort, Infrastruktur. Das hatte ich vorhin schon mal angemerkt gehabt. Ich hatte schon ein bisschen Überlegung angestellt, ob vielleicht wir überlegen sollten, das Stadion dann hinten anzustellen, nochmal, also die Kuhwiese. Ne? Und vielleicht sonst übergangsweise, weil man das wenigstens ausbauen darf. Da musst du immer nichts machen. Ja. Und man dann die Infrastruktur ausbaut. Ich Problem wollte an der auch. Infrastruktur ist halt, also klar, beim Stadion Ja, doch, ich auch, muss dass es schon mit auf den Laub. Wartebereich gehen, weil ich Und auf, sonst auf, nicht auf Anlagen komme. So, sind ja, wir mal okay, ich bin auch ein gestiegen. bisschen durchgepäst. Geh mal immer auf die Infrastruktur drauf, bitte. Entschuldige, ich muss meinen Rhythmus eben unterbrechen. Na, das Problem ist jetzt Statistiken. Dass natürlich, wenn wir hier Sachen erweitern, das natürlich Unterhaltskosten steigert. So, und das macht natürlich für unser operatives Geschäft nicht so den Riesenspaß. Na, also klar, wir haben noch ein bisschen Spielraum auf Puffer, das ist kein Problem. Aber ja, muss ich das schon so ein bisschen überlegen. Ja, wenn wir jetzt mal kurz zurückgehen, gehen wir Überblick wieder. Entschuldigung. Und jetzt dann auf Vereinsgelände erweitern. Ah, das ist ja ein geiler Scheiß hier wieder. Naja. So, was haben wir hier so an Möglichkeiten? Wenn wir mal kurz so ein bisschen durchschauen. Gut, man könnte auch sich die Liste hier anschauen. Das Ja, wo ginge steht's auch. denn dabei, was die können, wenn wir die wenn wir Nö, upgraden? steht da so nicht. Wobei Ja, doch, wenn man so das. draufklickt, wird es schon angezeigt. So, dann würde ich mal sagen, sortieren wir nach Kostenfaktor. Wir müssen aufs Geld auch achten hier. Flaggenmast, Trainingsblitze. Was Trainingsblitze bringen die so. Flank. Warte mal eben, was bringt. Wir machen einfach mal Flaggenmäste einen haben keinen anderen. Effekt. Die bringen gar nichts. Sag mal mehr. Steht ja echt einfach dran, Effekt? nichts. Nichts. Strich. Effekt nach Ich zahle Ausbau, Strich. 100.000 für nichts und noch 625 Unterhalt, damit das Ding sauber gemacht wird. Okay, Trainingsplätze wäre recht günstig. Was kannst du damit Hilft erreichen? weniger Verletzung. Und irgendwann ab Stufe 6 drei Trainingsgruppen. Dann muss man aber noch einen zusätzlichen Co-Trainer einstellen, damit man das nutzen kann. Und dafür muss man das Bürogebäude ausbauen. Genau. Weiter im Kontext. Fanartikelverkauf. Fanartikelverkauf ist jetzt noch Mehr nicht das. Fanartikelverkäufe. 10%. Gut, Die würde dann Zahl ist schon ein bisschen Geld fehlerhaft. einbringen, aber. Die null verschiedene Fanartikel können verkauft werden, ist fehlerhaft. Ist in Wirklichkeit werden es halt immer ein bisschen mehr, Okay. die man Ja, gut, verkaufen also kann. 10% mehr Fanartikelverkäufe. Ja, das wäre jetzt auch noch nicht die Welt bei uns. Fitnessparcours gibt ja Und Fitnessbonus und Bonus am Fitnessbonus. Trainingszentrum. Schulungszentrum. Größerer Heimvorteil, kleinerer Auswärtsnachteil und weniger Sprachprobleme. Wellnesszentrum ist auch für Verletzungen. Kürzere Verletzungszeiten und weniger Verletzungen, die passieren. Mietskaserne bringt halt monatliche Einnahmen. Ah, da ist der Amigo natürlich wieder schön Aber am das dauert Start. Jahre, bis sich das amortisiert. Warte, wollen wir es mal rechnen? Nun, ich mein meinen Taschenrechner an. Ich sehe ja schon, das ist ja also 4000 minus 1250, das heißt Netto-Mieteinnahmen 2000. 750 mal 12 sind wir bei 33.000 pro Jahr.
Das heißt also, warte mal eben, 200.000 durch 33.000. Das heißt, nach 6 Jahren rechnet sich das Ding. Bis dahin verdienen wir Millionen, wenn alles gut läuft. Ist ein Argument, weiter im Kontext. Bürogebäude, können wir mehr Mitarbeiter einstellen? Ja, das ist natürlich ein Klassiker auch. Also das Dann Schulungszentrum Plakatwand sagt gibt das Bonus zu. auf Einnahmen von Hauptsponsor, aber auch nicht so viel. Ja, auch nicht. Das würde sich Dass sich momentan das noch irgendwie nicht rechnen. rentiert. Kundenzentrum, mehr Fanbeliebtheit, höhere Ticketverkäufe, gut, das wird zieht noch nicht. Potenziell Ja. irgendwann. Bauhof macht schnelleres Ausbauen, mehr Bauaufträge gleichzeitig. Ja, der Bau ist auch mal perspektivisch was. Fanartikelproduktion, günstigere Produktion von Und wir Fanartikeln. können das Mehr entwickeln. gleichzeitig entwickeln bringt uns noch nichts, weil wir kriegen ja kaum Vorschläge für Ja, Fanartikel. Jugendinternat. Ja, gut, das baue ich immer als erstes aus, solche Sachen. Da wird dann halt irgendwann die Entwicklung der Jugendspieler beschleunigt. Und Die weniger steigen seltener aus, aber das Aufstiegsrate. Problem haben wir nicht. Das passiert bei uns aus irgendeinem Grund nicht. Also super selten ist das mal passiert. Und man kann die Sonderbetreuung nutzen, aber die kostet 3000 Euro im Monat oder sowas, glaube ich. Boah. Für jeden Spieler, den man erst Also kriegt. das heißt, hier geht es um Jugendspielerbeschleunigung, das ist auch geil. Scouting-Büro, das bringt uns, glaube ich, auch nichts, weil wir das Ja, nicht nee. scouten. Nee. Trainingszentrum, gut, gibt halt Bonus auf Training. Hier schon ein Vereinszentrum paar geile Sachen, ne? gibt Bonus auf Spielerverhandlungen und mehr Sponsorenslots. Oh, das ist auch gut. Von sonst los, das wird sich auf Dauer auch rechnen. Stadion zweite Ja, gut, Mannschaft, okay, gut, das ist klar. Jugendstadion erklärt sich von Auch selbst. egal, medizinische Abteilung, Kürzere weniger Verletzungszeiten. Verletzungszeiten. Aber müssten wir erst das Wellnesszentrum ausbauen? Statue hat keinen Effekt. Wir sind einfach King. Jugendzentrum, Klassiker, schnellere Jugendspielerentwicklung und halt mehr Jugendcamps. Da, die sind aber schweineteuer, die bauen wir erstmal nicht. Genau, wollte gerade sagen, die kommen erst immer hinten raus. Medienzentrum, Bonus auf Medienbeliebtheit brauchen wir, glaube ich, nicht. Nee, Und höhere Fanartikelverkäufe, okay, das Fanartikelverkäufe. wird später vielleicht irgendwann ein Thema. Stadion erklärt sich von selbst. Finanzzentrum, Finanzzentrum. bessere Kreditkonditionen und längere Kreditlinie. Nee, bessere Konditionen. Das Das habe ich kann auch mal, ich habe einen privaten Geldgeber sein. Spielstand gemacht. Da hatte ich mit Frankfurt, Eintracht Frankfurt gespielt. Und da wollte ich mein Stadion auf das Maximum im Spiel Mögliche sozusagen ausbauen. Und zwar wollte ich da ein Stadion mit für über 230.000 Leute bauen. Und das habe ich damit geschafft, indem ich das Finanzzentrum auf Level 10 ausgebaut habe. Und dann konnte ich mir einen Kredit aufnehmen, mit dem ich dieses Stadion für über 1 Milliarde Euro bauen konnte. Okay, ja, also auch nochmal so ein Ding, was man im Hinterkopf irgendwie mal behalten Also muss. mit diesem Trick konnte ich mir halt das Stadion Ja, leisten. Hotel, mehr So. Auswärtsfans, was? Das habe ich bei Frankfurt auch gebaut und mache ständig Minus. Angestrebte Okay, monatliche ja. Einnahmen können aber je nach Erfolg stark schwanken. Da kannst du besser eine Mietskaserne bauen. Vereinsmuseum sollten wir auch auf keinen Fall bauen. Abgesehen davon, Warum? dass es super teuer ist. Mehr Besucher? Ja, man kriegt halt Besucher in diesem Museum, wenn man schon Titel gewonnen hat. Wenn man schon viele Ach Titel gewonnen so. hat. Ansonsten macht das Ja, okay. Museum, ich sogar mit Kein Sinn. Frankfurt mache ich damit, obwohl ich da in dem Spielstand schon mehrmals die Champions League gewonnen habe mit Frankfurt und Serienmeister in der Bundesliga bin und Serienpokalsieger bin, mache ich trotzdem ständig Minus mit dem Vereinsmuseum. Und dann noch die Und eine Straßenbahn. Straßenbahn. Gut, das liegt etwas überhalb unserem Budget. Die verstehe ich nicht so ganz. Weil angeblich ist es eine Bedingung, um ein großes Stadion zu bauen, aber das habe ich noch nie erlebt, dass es daran gescheitert wäre. Deswegen weiß ich nicht, ob das wirklich einen Effekt hat, das Teil. Ja, gut, okay, interessant. So, das waren die Also vielleicht Gebäude. auch verkackt, richtig rein zu implementieren. Boah, sind schon ein paar Banger bei. Da müssen wir uns mal echt überlegen, was wir machen. Ob wir das Geld versuchen, einen Stein zu klonen oder ob wir tatsächlich ein bisschen Ausbauten vornehmen. Ja, mach es mal weiter im Kontext. Ich halte das echt Ja. nochmal so ein bisschen. Ich halte das nochmal auf dem Schirm. Das sind schon ein paar gute Geschichten mit bei. Also, ich gebe dir recht, natürlich die Jugenddinger finde ich ganz schnieke. Ne, Ja, so ich baue immer als der erstes die Sachen. Sponsoren-Slots sind auch, finde ich, gut. Ich bin halt so ein Spieler, also so ein FM-Spieler, der gerne
die eigenen Spieler, das eigene Material, was ich habe, weiterentwickelt und Jugend fördert und sowas. Deswegen baue ich jetzt immer die Gebäude aus, die direkt Einfluss auf die Spieler genau. haben. Genau. Das Ding ist, also ich gehe da auch grundsätzlich mit. Mein Problem mit dir ist immer nur, also mein persönliches natürlich dann, dass du ja nie dazu geneigt bist, Spieler zu verkaufen. Mhm. Ich mache da ja zwischendurch auch mal ganz gerne ein bisschen Kasse mit, damit ich auch mal was auch in der Hand habe. Also nicht jetzt, aber dann potenziell. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ne? Ich meine, wenn das Ding ja auch da alles richtig zum Tragen kommt, die Entwicklung, alles sind ja Sachen, da reden wir in 4 Jahren dann quasi, also 4 Seasons drüber. Ja, und in 4 Seasons sind wir ja, wenn alles gut läuft, in der 3. Liga und dann kannst du auch die Kohle und alles gebrauchen. Auf der anderen Seite natürlich, also sagen wir nur mal ganz kurz die Kapazitäten, gleich die, also machen wir mal fertig hier. Dann gleich mal die Kapazitäten von der Kuhbierwiese, von unserer Kuhweide. Wie nah die jetzt am Maximum schon sind. Für Puffer wir noch haben. Was man da auch noch bedenken muss bei unserem Stadion ist, wir haben ja nur Stehplätze. Das heißt, wir könnten mit unseren Fans, die wir im Stadion haben, eigentlich auch mehr Geld verdienen, wenn wir ihnen einen Sitzplatz anbieten. Quark, kann ich mir gar nicht vorstellen. Andererseits hier, sind hier perfekte Bedingungen für Ultras. Komplettes Stehplatzstadion. Hm. Wir haben einfach die Kurbier-Ultras, die stehen um das ganze Spielfeld rum. Das Ding des Trainingszentrum, sagt Ossi gerade, hilft ja bei allen Spielern, also auch Jugendspielern. Und das kann man ganz schnell billig in die Profibereiche sozusagen reinschießen, das Ding. Ja, ich muss da mal gucken, was das Stadion so sagt. Das Ding ist, ich fühle mich halt unwohl, damit ein Stadion zu haben, was nicht irgendwie einen gewissen Mindeststandard hat, sage ich jetzt mal, um es liebevoll auszudrücken. Also ja, hat natürlich so ein bisschen seinen eigenen Charme und alles, aber wir gehen halt also schon gerade momentan schnurstracks auf die Oberliga zu und in der Oberliga zu spielen, nur mit Kuhweide, finde ich schon meh. Muss ich sagen. Nee, mu, nicht meh. Nee, mu, genau, richtig. Das finde ich eher mu. Mhm. Zuschauerzahlen, Oberliga. Nicht. Ach, das sind sogar die Besucher. Crazy, what the fuck? Oder ist das sind doch hoffentlich die addierten Zuschauerzahlen, oder? Ja, das waren die addierten Zuschauerzahlen. Ja, ganz kurz so. Also in der Oberliga. Okay, das ist jetzt vielleicht die schlechte Oberliga. Wir sollten das schon mit unserer Ostoberliga vergleichen. Oder wenigstens Oberliga Niedersachsen oder so. Also der Durchschnitt liegt bei. Auf 300, 300, 400 Zuschauern. Also wir haben hier jeweils 1900 Oberliga. Zuschauer bei diesem Heimspiel von 3000. Also es ist etwas über die Hälfte gefüllt. Ja genau, und in der nächsten Saison werden wir dann schon mal nah an die Kapazitätsgrenzen rankommen. Also in der Oberliga, da müssen wir anfangen schon Preise ein bisschen anzuziehen. Es gibt auch hier Statistiken für Zuschauerzahlen. Ja, Zuschauer. Wusste ich gar nicht. Gut, Kreisliga haben wir da, Landesliga also haben wir, führen wir halt an. Aber auch nur bedingt. Moment, Durchschnitt ist hier, genau, hier vorne. Mit einem Vielfachen des zweiten. Mhm. Aber gut, der nächste hat 700 und in der Verbandsliga. Dann kommen die ersten auf 1000. 1000. Ja, das heißt, wir werden wahrscheinlich so bei 2500. Ich denke, wir werden pro Spiel bei 2500 dann laufen. Oberliga Nord-Ost-Nord. Dann ist es nochmal verdoppelt. Ja, und da kommen wir an die Kapazitätsgrenze. Fair Berlin hat mehr Zuschauer als wir. Das ist ja ein Skandal. Ein ganz großer Skandal. Ja, also. Das Ding ist, nächste Saison noch kein Thema. Da hält das Stadion noch. Wir müssen überlegen, das braucht noch seine Zeit, bis das Ding umgebaut und ausgebaut ist. Nee, wir müssen. Pass mal auf, wir machen das folgendermaßen. Wir ziehen jetzt bis Ende der Saison durch. Dann versuchen wir mal Stadion auszubauen. Wenn man uns nicht lässt, dann packen wir die Kohle in die Infrastruktur. Was man natürlich auch machen könnte, wäre Ticketpreise anheben, denn momentan lassen wir die Leute für 1 Euro ins Stadion.
Ja, das wird ja auch zwangsläufig dann der Fall sein. Na los, weiter geht's. So, Mach erstmal. dann wären wir bereit für das nächste Spiel. Die genauen. Egal, ich musste jetzt ein bisschen hin und her überlegen, wie hat das ein bisschen alles zeitlich gekostet, aber da muss man mal ein bisschen durch, weil das sind jetzt so strategische Grundpfeiler, die man plant. Na, für auch jetzt, so, sagen wir, man wird jetzt auch hier den, man liegt jetzt hier gerade momentan so ein bisschen auf den Grundstein, jetzt auch wirklich für mehrere Saisons. Da muss man schon so wirklich überlegen, was man tut. Aber wenn wir Ja. das Stadion ausbauen, das ist ja nicht, wird ja nicht groß, das Stadion, der erste Ausbau. Das dürfte ja auch, Nein. wenn wir die Entscheidung treffen, dürfte das ja relativ schnell gehen, bis es fertig ist. Ja. So, Ja, gucken wir einfach mal. geht raus, spielt Nee, ordentlich kein Fußball. Gegentor ist tatsächlich ein bisschen optimistisch, natürlich, selbst wenn wir zwei kassiert haben. Ja, das nehme ich super ungern. Ja. Ja, das ist halt schon eine Hochrisikoaussage. Da musst du schon seine Sache unfassbar sicher sein. Gegen Maulbeerwalde, da möchte ich das auch haben, aber ansonsten. Ah, sehr gut, fünf. Macht doch was für sein Tor, können. Wir müssen den zweiten Platz sichern. An Raube kommen wir natürlich nie mehr ran. Aber jetzt hier schön nochmal, dass der jetzt hier auch einfach sein Bütchen ist, so schon mal setzt. Ja, wie gesagt, wir gucken mal am Ende der Saison dann nochmal, dann werden wir das Thema dann nochmal auf Agenda bringen. Kaum sage ich das mit Maulbeerwalde, führen die 1 zu 0 übrigens. Nicht schlecht. Aber wenn die jetzt nochmal ein Spiel gewinnen, dann machen die nochmal tatsächlich ein bisschen Druck auf die unteren Ränge. Dann ist der Vorsprung nicht mehr ganz so galaktisch. Boah, aber ziemlich mauer erste Halbzeit, alter Schwede. Ah, Schwedt sorgt zumindest wieder für einen Ausgleich gegen Maulbeerwalde. Wollen sich so doch nicht ganz so Oh, geben lassen. Ausgleich. Ach du Scheiße! Oh! Oh! Und noch drei gelbe Karten noch on top. Freunde, wir sitzen in einer Situation, die hatten wir so lange nicht mehr. Aloha! Grüß dich, Ich hoffe, Bexi. ihr habt allen schön Punkte reingewettet. Haben die Leute? Das könnte jetzt knifflig werden. So, du musst schon drei Wechsel müssen wir alleine schon ziehen, damit wir die gelben Karten hier vermeiden. Also gelb-rote. Ja, wir ziehen jetzt erstmal durch. Ich gehe trotzdem Und darauf gucken. aus, davon aus, dass wir Ja, das gewinnen. ist okay. In der 60. Wenn da immer noch eins einsteht, müssen wir noch mal ein bisschen gucken, was wir noch für Optionen haben, die wir ziehen können, um das Ganze noch ein bisschen anzuschieben. Kuhweide bleibt Tja. so, wie sie ist. Nein. Das auf gar keinen Fall. Auf Dauer nicht. So, aber jetzt immer Fokus, Freunde. Das hier kann jetzt tatsächlich das erste Ausrutscherspiel werden. Gegen Nauen ist aber wieder eine unserer Top-Mannschaften der Liga. Da muss man wirklich jetzt schauen, was So, jetzt passiert. hier schön zelebrieren. Es wird spannend. Ja, das scheint ein bisschen kniffliger zu werden hier. Und Ah, hier sind Gunz wir sorgt erstmal vorne. wieder für ein bisschen Beruhigung der Nerven. Macht einen Doppelpack. Und sorgt erstmal dafür, dass wir Ruhe haben und jetzt kannst du erstmal normal weitermachen, nach deinem normalen Usus. Wir haben jetzt ja Vorsprung, das heißt, ich muss jetzt nicht noch ins Risiko zusätzlich gehen. Wir machen jetzt hier, das Spiel ist dann jetzt nochmal normal unseren Stiefel runter. Ach du Scheiße, nächste Ticket, ey. Ja, Pistol nach links, Gümüşhür nach rechts. Bachinger raus. Halt mal den letzten Wechsel drinne, Mo. Halt mal den letzten Wechsel Okay. drinne. Wenn noch eine Verletzung jetzt kommt, ich habe keinen Bock auf Unterzahl. Den halten wir nochmal im Köcher jetzt. Boah, ey, dann das ganzen Wechsel haben sie einfach wegen nur gelber Karten. Was haben wir heute für eine Tretertruppe ergeben? Ja, sei mal das 3-1, dann kannst du deinen letzten Wechsel auch ziehen. So, jetzt noch mal wechseln. Gut, kann man halt auch machen, das ist so ganz wichtig. Eine Oh, Note kriegt er Reuter. dafür nicht mehr, ne? Reuter geht es nicht so gut. Wie sieht das aus, wenn ich so wechsle? Oh, kann man sogar machen. Fertig. Ja, also Freunde, da würde ich mal sagen, ist Kurs eben um mal Arsch auf Grundeis gegangen. Also das war jetzt die knappste Partie seit Ewigkeiten, die wir jetzt hatten. Also, die waren ja wirklich echt, ja, bis 53. waren die drauf und dran, uns wirklich zu ärgern. Boah, was war allgemeines ziemliches Treterspiel. Beide Seiten mit vier gelben Karten. Ziemlich zerfahrenes Ding, alter Schwede. Gut, okay, weiter. Also bleibt dabei, wir sind weiter mit der Siegesserie unterwegs und makelloser Bilanz. Aber Nauen hatte uns schon näher dran als andere. Obwohl die so Also eine heute momentan Kurs. so einen schlechten Lauf haben. Unentschieden, Guck dir mal auch Niederlage, her. unentschieden, Niederlage.
Auch dadurch, dass wir jetzt auch nicht so performt haben, ne? Mit 17 Toren wurde jetzt ein neuer Negativrekord in der Saison aufgestellt. Das war tatsächlich der Mausespiel-Tarot insgesamt. Weil auch ansonsten, ja, okay, es gab hier zweimal 3-0, aber ansonsten, es lief nicht viel so richtig. Ganz, ganz übles Ding. Aber egal, wir haben es überstanden. Keine Blößen geben, das sind die wichtigen Spiele. Templin hat versucht, Fußball zu spielen, aber sie haben das Problem, dass sie das Fußballspielen nicht können. Autsch. Hast du mal deine Puppe angesehen, Pritzwalk? Hier Stein und Glashaus, wie ging das noch? Ja. Wer ist Deswegen. Börchers? Oh, ja, stimmt. Kickers Emden und dann Lea TS ist doch vereinslos. Bremen, glaube ich. Ja. Ja, das könnte Bremenliga sein. Schleswig-Holstein, ja, Bremerhaven. Es ist wahrscheinlich eigentlich Bremen. Ja, Wie auch immer. okay. Mein Lieblingsclub, SV Todesfelde. Da, wo du nicht mal tot über den Zaun hängen möchtest. ja, okay, weiter. Ja, und hier natürlich jetzt die zwei Tore wichtig. Dann hat er jetzt mal vier Tore Vorsprung auf den Zukaitsch und kann da jetzt erstmal wieder ein bisschen beruhigter sein. Ja, natürlich für unsere Verplay-Wertung war das natürlich ein graues Ding hier. Oh, sich runterhalten. Und spät knabbert immer noch an seinen ganzen gesperrten Spielern. Wintereinkäufe. Oh, da gab es sogar tatsächlich ein paar Wintereinkäufe. Wittenberge hat einfach immer mit Stärke 41 geholt. Hey. Hack, weiter. Oh, Kane, Sensation. So, oh, Oh, Wildstack gegen Stuart geschlagen. Ich Wildstack hab's gewonnen. gesehen. Krass. Ey, gegen die ersten beiden gewinnen die Pappnase, aber die kommen doch mal. So, Mo, wenn ich jetzt es haben sie richtig noch mal gesehen habe, ist Chancen. Philipp Lahm jetzt Trainer von Hannover 96. Oh, was haben wir hier? Fronia. Ja, du bist halt weg danach. Du bist fertig, oder? Wie ist das? Haben wir so eigentlich gerechnet mit Fronia, dass der weggeht? Mit hier unserer Kaderplanung? Was war denn ja? Also das Ding ist. Scheiße, ja, was macht man damit? Wir haben Ja, ja nur okay, zwei da muss Stürmer. da, da. Ja, da wollen wir pokern noch, wie das ist, Und dann geht weil einer wir von den dachten. OMs hier, die können ja alle einigermaßen Stürmer spielen. Und dann hätten wir wieder weniger OMs. Du willst unbedingt noch so ein OM in den Kader reden, ne? Ich merke Ja, das. ich merke das auch. Rüd ist auch schon 26. Ja, das ist egal. Das ist nicht das Thema. Ja, komm, verpflichte den stärksten der Pappnasen, der noch mit Stürmer spielen kann. Ja gut, das müssen ja Oder Stürmer spielen, der. müssen die Nee, OMs. ja, okay, dann. Ja, okay, dann verpflichte halt den stärksten jetzt, den du noch hast, von den Einfallspinsel. So, was haben wir denn hier? Dalival, der kann sogar Stürmer spielen. 34. Ha, der kann sogar Stürmer spielen. Ja, 34. Gut. Ist das Stärkste? Naja, das 34? ist zumindest einer, der Stürmer spielen kann, aber gut. Du hast ja Was? gesagt, die Stürmer können auch die da oben kicken. Ich will es wenigstens den 35. sinnvollsten haben. Aber weniger Talent. Ja, nee, das wäre nicht gut. Dann möchte ich schon einmal mehr Talent haben. Und 32. Ja, der fällt raus. Ja, dann kannst du unseren Davali nehmen. Was hat denn der für Wurzeln, Alter? Dalival. Tja, das weiß ich nicht. So, 800. immer den gleichen Vertrag. Ja, 3 Jahre. Eine große Zukunft sage ich dir nicht voraus, Herr Dalival, aber wir nehmen dich jetzt doch nochmal So, mit. Hast nochmal Glück. diese Worte müssen wir uns merken. Bestimmt geht er dann durch die Decke. Ja, kann sein. Riskiere ich einfach. Nur mit Kuhweide hat halt sein Flair. Ich finde es immer cool, wenn man mit den Kickers an so einem Sportplatz spielt. mitten in der brandenburgischen Provinz bekommst du sowieso keine Baugenehmigung. Du bist nicht Elon Musk. Ja, ich brauche ja nur sozusagen den Umbau eines bestehenden Stadions. Ich brauche keine neue Fläche. Wäre kein kompletter Neubau. Der Lahm ist Trainer. Wie soll denn sowas aussehen? Den kann ich dir auch nicht sagen. Oh, stimmlich gibt's gerade nach. So, wie sieht es denn jetzt in der Kreisliga aus nach dem Sieg gegen Stüdenitz und Bad Vilsnack? Kreisliga. Ja, Stühlen hat als nächstes Ding gewonnen. Deswegen sind sie jetzt noch nicht näher ran. Boah,
Das kann nochmal spannend werden. Aber es sind 7 Punkte, ne? Es sind diese 7 Punkte. Aber jetzt haben sie auch die direkten Duelle durch. Also jetzt muss auch von woanders das Problem auftreten. Also es bräuchte schon ein mittelschweres Wunder. 8 Spiele. Ja. Ja, aber es geht noch. Wenn die wirklich jetzt jede Partie gewinnen, kann das noch funktionieren vielleicht. Aber die dürfen sich jetzt nichts mehr erlauben. Die müssen jetzt wirklich völlig durchziehen. Und derweil ziehen wir sämtliche Innenverteidiger ab, weil sie uns in der ersten Mannschaft fehlen. Ja, und das kommt noch on top dazu. Ja, weiterkommen. Es ist noch eine Woche. Der Wild, den kriegen die dann ja wieder für das übernächste. Also den Vertreter von Wild. Dann kriegen die einen der Jungs da wieder. Habt ihr gehört, uns wurde mit 20.000 Elefanten gedroht? Was? Nee, sagt mir jetzt nichts. Na, kannst du mal gucken? Budde, Juckel, genau. Die beiden suchen wir eben. Suchen wir nach Budde mit Doppel-D. Und nach Juckel mit CK. Na, und Manfred Budde, 25 Jahre alt. Was kann der? Innenverteidiger. Ah, packen wir auf Liste. Kann man ihn mal beobachten? Ja. Und Juckel. Juckel, genau. Mit CK. Da gab es noch einen dritten Vertreter gerade, der ganz ordentlich war. Das wird der hier sein, Frank Juckel. Frank, 24 ja, genau. Jahre alt. Torhüter, ah, das ist schwierig. 55 nee. Mannstärke. Ja, aber das lassen wir so Camper machen weiter erstmal. Weil so Camper, da müssen wir auch ein bisschen aufs Alter gucken. So Camper 21. Gucken wir gleich mal, wenn ich einen dritten Vertreter finde. Aber kann da sein. So, Profeta hat schon mal akzeptiert. Sehr gut. Muss ich so ein bisschen mir Gedanken machen, natürlich morgen auch langsam auf die nächste Season hin, ne? Ob man da vielleicht noch irgendwie was nachbessern muss. Ja, und so momentan Innenverteidiger ist gerade so ein bisschen knifflig. Kann schon mal sein, aber der kostet sich auch Geld. Ne? Ich habe gerade gesehen, Marktwert 10.000. Das kostet schon ein bisschen was. Botswana droht uns mit 20.000 Elefanten, wenn das Tierschutzgesetz in Kraft tritt. Wild. Dann gibt es in Deutschland zumindest mehr Elefanten als Hoffenheim-Fans. Autsch. Was? Entschuldige? Im wahrsten Sinne des Wortes wild. Ja. Baron Harald ist da und fragt, warum spielt ihr eigentlich nicht die aktuelleren Football-Manager, wenn du jetzt von dir auf Sega Bezug nimmst, weil wir die von Sega kacke finden? Ja. Wenn du auf den aktuellsten Update von EA Soccer hier hinweisen willst, von der Mod, dann müssen wir sagen, das liegt daran, dass einfach die Mod halt von, also wir sind halt bei Stream Nummer 20, also wir sind ja quasi schon seit ein paar Wöchlein dabei. Also seit 20, also bis 21 jetzt mit heute sogar. Ja, also schon so ein halbes Jährchen. Deswegen, der Spielstand läuft einfach noch von da. Ich hatte neulich mal in meiner Freizeit, also ohne Aufnahme, mal reingeschaut in We Are Football 2024. Das ist aus der A-Jugend. Und das ist ganz nett, aber da müsste ich mich noch mehr reinarbeiten. Es ist nicht von demselben Entwickler, der auch diesen Fußballmanager, den wir gerade spielen, in seinen Grundzügen entwickelt hat. Also der hat bei EA mal gearbeitet. Oh, das ist also das für ist eine gute EA gearbeitet. Das ist tatsächlich eine gute Voraussetzung. Oh, das behalten wir im Auge, Amigo. Der heißt Gerald Köhler, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist sozusagen die Fußballmanager-Legende aus Deutschland. Oder überhaupt Fußballmanager-Legende. Denn der damals schon den ursprünglichen Anstoß entwickelt. Ja, okay, Anstoß war jetzt, also der wird ja von vielen sehr geliebt. Ich habe mir sie angesehen. Also da musst du, also glaube ich, von der Zeit geboren sein, um den zu feiern. EA-Fußballmanager und We Are Football entwickelt. Ja, also ja, das ist auch Anstoß schuldig, konnte ich bislang noch nichts abgewinnen. Auch wenn es große Ketzerei ist. Meint Sega-Spieler, was habt denn ihr gegen die? Ja, du bist da halt sehr viel mehr Trainer, denn Manager, habe ich immer so ein bisschen das Gefühl. Ja, oder wir beide mögen lieber dieses Vereinsmanagement im Hintergrund. Genau, richtig. So, und weniger dieses, ey, komm, Taktik, Pep Guardiola, dies, das, Ananas. Das ist nicht so unser. Wir schauen, wo wir auch unseren Verein als Wirtschaftsunternehmen hinentwickeln wollen.
Was passiert, wenn du einen Kfz-Mechatroniker und einen Versicherungsfritzen zusammensteckst? Die führen ihr Auto wie ein Unternehmen. Ihr Auto wie ein Unternehmen, klar. Genau, oh Malte. Oh, Hilfe, nein, die führen ihren Verein wie ein Unternehmen. Was mit der Wette? Oh, ja, stimmt, wir brauchen nochmal eine neue Wette, ne? Oh, Boucher. Hast du noch einen Schirm, gegen wen es gerade als nächstes geht? Wir spielen gegen keinen geringeren als natürlich Trebin. VfB Trebin. Platz 4. Wir spielen hier nur gegen die oberen Mannschaften. Oh, jetzt wollte ich gerade sagen, jetzt kommen die alle. Ey. Noch ein paar Stolpersteine sind jetzt echt am Start hier. Und man könnte auch sagen, die sind erst oben und dann spielen wir sie gegen sie und dann sind sie nicht mehr oben. VfB? VfB Trebin. So, und dafür kriegt ihr jetzt dann noch eben 5 Minuten Zeit. So Ewigkeiten können wir davon nehmen. Hier ist nicht mehr in Zeit so. Nehmen. Alle haben akzeptiert. Akzeptiert, sehr gut. Unser Standardvertrag zieht. Hm. Jawohl. Da gibt es jetzt einen schönen Satz neuer Spieler. Genau. Ja, und damit sind wir tatsächlich jetzt also bei Diskussion angelangt. Dadurch, dass die jetzt natürlich alle eingebongt sind, wir warten noch auf den Dali-Wahl, dann machen wir einen Haken hinter. Dann unterhalten wir uns mal drüber, ob da irgendwer irgendwie was haben will. Weil dadurch, dass es jetzt sicher ist, dass wir hochkommen, ist das dann der Zeitpunkt, oder? Ich will gerade mal Vergleiche ziehen. Wir haben Sorge Stratton. Der hat eine Stärke von 42. Mhm. Ich will gerade mal gucken, was das in unserer ersten Mannschaft bedeuten würde. Ja, ich glaube, in der ersten eigentlich, wenn jetzt nicht gerade mit Lass und jetzt dem nachgezogenen, wer war das noch? Wollschläger, genau, wenn du die beiden ausklammerst. Genau, dann wird das Lass und Wollschläger haben wir gerade hochgezogen. Noch. Freitag ist bei einer 45. Mhm. Der ist drunter wegen der Verletzung. Und Schützeneder ist bei einer 44. Ja, also es reicht noch nicht ganz, aber dann bist du wahrscheinlich und Reuder, gut dabei momentan in der zweiten. Reuder 43. 41, also da ist Sorgestreit nur kurz dahinter. Ja. Und Wright. Ja gut, der 48. ist natürlich jetzt böse. Ah ja, das ist tatsächlich, also wie gesagt, also dann du ziehst dir halt jetzt Jacek Dombrowski, 41. Gümüşoğlu. Da haben wir Gümüşoğlu und Pistol haben wir da. 41 im Vergleich zu 45. 45 und im Vergleich zu. Da ist er. 43. 43, ja, reicht auch noch nicht ganz, aber. Ah, da kommen sie hin, schön sie hinkommen. Die sind talentiert, genau, die Leute, die nachkommen. Also ja, das sind wahrscheinlich auch, also der Torhüter ist aber auch nicht ganz so ohne, ne, der Chesal. Ja, genau. Der ist schon mal zweiter Torhüter bei uns zusammen. Ja, der wird, der, 41. Also der, das ist der eine Spieler, der es bei uns tatsächlich direkt in die erste mit reinschaffen wird. 41. Und wir haben zwei auch noch sehr talentierte, grundsätzliche Spieler. Dann hatten wir noch Esko, 41 im Vergleich zu 38, das heißt, da ist schon mal der zweite Torhüter. Surkamba ist bei einer 50, also da ist noch ein bisschen hin. Ja. Also es gibt tatsächlich wirklich so ein paar Optionen, ne? Muss man sagen. Also, wie gesagt, also wenn das sind jetzt so, also das sind diese drei Leute, wo wir sagen könnten, okay, wenn sich wer wen ziehen möchte, das sind so die Kandidaten, die wahrscheinlich auch ein bisschen Karriere vor sich haben könnten, ne? Also wenn wer die 25.000 Punkte locker machen will für seinen eigenen Spieler, dann für den Stratton, für den Dombrowski und für den Chesal. Das sind die drei Jungs, wenn die hochkommen, die haben auch Talent, Potenzial, alles, was du so brauchen könntest, damit das funktioniert. Könnt ihr euch ja mal überlegen, ob da vielleicht wer ein Ticket ziehen will. So aufpassen, noch sind sie nicht aufgestellt. Noch haben sie gar nichts aufgestellt. Mhm. So, die A-Jugend ist aber aufgestellt. Ja, nicht ganz, da fehlt noch genau. Oh, hier muss ich noch was nachholen. Mhm. Dann machen wir eben, ich guck mal eben ganz kurz, WhatsApp geht gerade wieder ein bisschen was los. Das haben wir auch gleich. So, dann haben wir wieder aufgeräumt. Da müssen wir noch kurz einen Mentor anpassen. Da finden wir auch jemand anderen.
Dann stimmt das wieder. Wir haben zwei Nachrichten bekommen. Okay, die sind jetzt nicht weiter relevant. Und dann eine frische Aufstellung und dann noch den frischesten nehme ich noch mit. So. Und dann kann es würde ich sogar muss man ein bisschen umbauen. Der Rade-Wollschläger, der wird nicht aufgestellt von der automatischen Aufstellung, weil er zu schwach ist. Der wird gar nicht berücksichtigt. Du bist so schlecht. Uff. Der ist zu weit hinter den anderen Stärken. Ach scheiße, ja. die Wette. Fuck. Oh, das läuft jetzt ab langsam. Ja, sag bloß. Hat's doch gereicht? Oh, ich hab's doch geschafft. Oh, die letzte Sekunde. Wahnsinn. Oh, ich bin King. Oh. Hilfe. Immer diese Kapitalisten. Zitat des Tages, Malte. Das bekommt man, wenn man einen Kfz-Mechatroniker und Versicherungskammer zusammensteckt. Die führen ein Auto wie ein Hund. wirklich. Made by Malte, das Ding. Das ergibt sogar Sinn, wenn man so drüber nachdenkt. Würde sogar Sinn ergeben, ja. Schön. Boah, und die nächste gute Nachricht habe ich jetzt auch noch. Kumpel von mir, der hatte jetzt das Problem, dem ist seine Katze weggelaufen. Vorgestern. Mhm. Vorgestern ist seine Katze weggelaufen. Du musst wissen, die Katze ist einfach ein reiner Stubentiger. Oh. Die war noch nie draußen. Mhm. Ne? Und der hat jetzt wirklich alle Register hat der gezogen. Der Mann hat WhatsApp, Facebook, Insta-Posts hochgejagt. Der hat in seinen Siedlungen hat der Zettel verteilt, noch wirklich so mit, wer hat mein Kätzchen hier gesehen, ne? Mhm. So, und jetzt hat er gerade eben geschickt gehabt, das ist tatsächlich, er kam vorhin heute Nachmittag wieder vom Sport und dann saß tatsächlich die Katze vor der Tür. Also ich habe gesagt gehabt, oh Mann, ey, jetzt bloß im Zimmer einschwören und die Fenster vernageln. Mhm. Dass es sich nicht mehr abhaut, ey. Wirklich. Sie hat schon vor der Tür und hat an der Tür gekratzt. Ja, das weiß ich jetzt nicht. Lass mich rein. Ah. Ohne Witz. Ja, keine Ahnung, du weißt auch nicht. Wie gesagt, Stubentier, der kennt nur, dass man ihn seinem Essen bringt. Der weiß doch gar nicht, wie er sich was besorgen soll. Oder der nächste unterschrieben. So, ne? Ah, okay, ja, siehst du, dann haben wir das jetzt durch. Ja, gut, also wie gesagt, offiziell habt ihr jetzt also die Auswahl, ne, drei Spieler, ne, ihr seht sie jetzt auch rechts bei den Top-Jugendspielern, die tatsächlich direkt ersten drei. Dombrowski für Rechtsverteidigung, ist zwar rechts im Mittelfeld gelistet, aber für Rechtsverteidigung, mit wahrscheinlich Stammpotenzial momentan für die zweite Mannschaft, Sorge Stratton, ebenfalls Stammpotenzial für die zweite Mannschaft Innenverteidigung und Chesai, den Torhüter, für dann dementsprechend die Torposition. Jetzt musst du mal eben ganz kurz bei unserem Dombrowski gucken. Dombrowski gucken. Ja, gucken. Genau, rein. Und jetzt noch bitte auf Sprachen, Deutsch-Polnisch. Das heißt, ich brauche jetzt hier auch einen polnischen Namen. Hm. Ihr dürft also dementsprechend sozusagen ihr müsst ihn so ein bisschen angleichen. Ne? Also beziehungsweise wir müssen das dann für euch so ein bisschen mit tun im Zusammenspiel. Weil er dementsprechend, wie gesagt, er ist Deutsch-Pole, da müssen wir gucken, dass wir dann schon so ein bisschen was reinbringen, was dann auch danach klingt. Ja? Also den können wir jetzt nicht Hans-Friedrich Wilhelm nennen. Das ist jetzt nicht so das Ding. Ne? Also da müssen wir tatsächlich schon so ein bisschen polnischen Hauch haben. Zum Beispiel hatten wir damals auch den guten Walter Kowalischewski gehabt. Mhm. Genau. Der wurde von mir dann gekapert im Laufe des MTV. So was wie Lukas Podolski oder Miroslav Klose. Genau, also wir brauchen dementsprechend, wenn ihr den haben wollt, Egon Kowalski, Schweinepriester. Aber ja, auch theoretisch möglich. Für 15.000 Kanalpunkte. Genau, das wäre dann dementsprechend also so eine Möglichkeit. Dann hast du noch als nächstes den Sorge Stratton. Ich glaube, wir müssen sogar tatsächlich, wir haben glaube ich sogar nur welche mit ausländischen Wurzeln. Ganz unten verletzt. Achso, der war verletzt, das stimmt ja. Schon wieder vergessen.
Der ist, oh nee, der ist tatsächlich rein deutsch. Okay, da hab ich nichts gesagt. Dann könnt ihr tatsächlich den sogar normal benennen, das ist kein Thema. Und dann hast du noch den Chesai, der könnte tatsächlich Deutsch-Türke sein. Nö. Ne, auch rein deutsch. Okay, tatsächlich. Also müsst ihr das nur wirklich für den Dombrowski. Müsst ihr das im Hinterkopf haben. Ansonsten die anderen beiden könnt ihr nennen, die Flitzpiepen, wie gewünscht. Okay, das kannst du jetzt vorlesen im Chat. Mark irgendwas. Mark Okay. Vierteiler. Bist du auch überfordert mit, ne? Müsste ich noch mal recherchieren, wie das C da noch mal ausgesprochen wird, dieses Ja, C mit dem alles Strich gut, drüber, du. weiß ich jetzt gerade nicht. Kein Ding. Gut, ja, wie gesagt, dann machen wir jetzt dann weiter im Kontext. Also, ihr habt dementsprechend jetzt hier das Entscheidende soweit gesehen, ne? Also, ihr habt drei Spieler so zur Auswahl, wenn sich wer hier einen Spieler sichern möchte, früh im LP. Das ist natürlich mal ein bisschen Chance und Risiko zugleich. Natürlich, Risiko besteht darin, dass jetzt vielleicht nicht optimalstes Megatalent ist und noch nicht so ganz perfekt überall reinpasst und ein bisschen Aufbau noch braucht. Der Vorteil ist aber natürlich, dadurch, dass das sehr früh im LP ist, kann er auch noch richtig lange Karriere machen. Ne? Deswegen, da ist also auch viel Zeit, was sozusagen man noch für den Spieler auch da ist, um sich zu entwickeln, um eine geile Karriere hinzulegen. Könnt ihr überlegen, ob ihr das wollt. So, okay. Der andere war Wörle. Wörle. W L E Birkenwerder. Ja. Rechtsverteidiger. Oh, 25 Rechtsverteidiger Jahre und alt, Rechtsverteidiger Innenverteidiger. 53. Oh, und könnte auch sogar Linksverteidiger spielen. Pack mal auf die Liste. Ja, mal schauen, mal schauen. Muss ich alles ein bisschen überlegen. Ja, wie gesagt, ich will ja jetzt gern reinbruttern, aber bei euren Wetten verdient man ja hier nichts. Da muss man einen Kontramann spielen. Ist jetzt nächste Woche danach das Pokal. Ja? Da kann auch wieder ein bisschen abgehen. So, Trebbin, im Landkreis Teltow-Fläming. In der Schwarzwald-Tourismus GmbH-Stadion. Mitten im tiefsten Brandenburg. Osten. Ach du. Aber was wollen die jetzt wissen? Nachricht? Haben wir schon länger nicht mehr. Jugendtrainer. Das wird auch nicht so. Nee. Ich nehme dich mal auf. Ja. So, So. Frohe fällt aus, setzt sich. Wir haben Probleme. Und jetzt haben wir auch Bayreuth, jetzt ist die Bayreuth, ja. Reserve gerade dran, dass die jetzt der bluten darf. Na toll. Jetzt, wo sie Chance haben, vielleicht nochmal doch aufzusteigen, wenn alles gut läuft, läuft es nicht Es gut. fehlen zwei Spieler, weil wir sie hochziehen und zwei Spieler, weil sie verletzt sind. Herzlichen Glückwunsch. Fehlen wahrscheinlich vier der Stammleute. Nach dem Pokal vielleicht, we will see. Ja, wie gesagt, also tatsächlich, ich lehne mich sogar mal aus dem Fenster. Im Pokal gleich wird es mir ein bisschen was zu verdienen geben. Da gehe ich dann wieder hoch auf die 5%, okay? 5% gleich wieder im Pokal. Dann kriegt ihr auch wieder dementsprechend ein bisschen was rein. Ich muss mich noch gucken, wie gesagt, mein Kontostand ist wie meine Seiten morgen nach dem Friseurbesuch. Nicht null, aber nahe null. Du hältst dich gut für dein Alter. Alter Sack. Entner. Jetzt sind wir so ein dieser eine meiner liebsten fiesen Insta-Sprüche, die mir zwischendurch mal vorgespült werden. Den könnt ihr ja auch kennen, der ist schon ein bisschen älter, aber den liebe ich einfach. Ist nach dem Motto, wenn dir so ein älterer Kollege sagt, das kannst du noch gar nicht haben, du bist doch noch so jung. Dann war ihm wieder Konter darauf. Ja, und du lebst da auch noch. Kann eigentlich auch nicht sein. Jetzt sitzen wir beide hier. So richtig gottlos. Dann sagt, ach scheiße, ich habe mir den Rücken verknackst. Ja, kann doch gar nicht, du bist auch so jung. Du lebst da auch noch und bist so alt. Jetzt sitzen wir beide hier.
Ich warte drauf, dass das jemand mal zu mir sagt, den bringe ich dann mal. Dann gucken, was passiert. Oh, das ist ja gerade der Chef, das wäre jetzt nicht so gut. So, jetzt gibt es hier Konkurrenz. Sie dürfen spielen Bayern gegen Alzenau. Bayern-Alzenau. Die möchte gern Bayern-Münchener. Mhm. Ein Copy-Paster des Logos. Brudi, mach es doch so wie ich. Fährmaschine und einfach alles ab. Nee. Das soll doch schon ordentlich aussehen. Ich bin doch nicht hier wie unser, wie hieß denn noch, der Schlingel. So, wir kriegen die unser Bank nicht SS voll besetzt. Wir haben schon zwei Torhüter draufgesetzt. Und immer noch einen Platz frei. Weißt du. Kannst du dir aus der Jugend für eine Woche hochziehen? Ja, dann sind die halt eine ganze Woche da. Das will ich eigentlich vermeiden. Achso, okay, gut. Ja, dann müssen sie durch, also durch, wenn sie ein Frosch werden wollen. Mhm. So. Gut, jetzt allerdings springen wir nach Stärke. Boah, wenn wir Stärke aufschärfen, ja doch, Morscher ist noch über 15. Gerade das schon, die wird kein 50er Verteidiger. Uiuiuiui. Ha! Aber ich hab's gesagt, Fenster zu nageln. Der Kollege hat gerade geschrieben, da kannst du das gekippte Fenster, was er vergessen hat, im Bad zu machen, abgehauen. Mhm. Ja, siehe da. Also, Fenster vernageln. Tja, deswegen, nein, gut, nicht deswegen, aber das könnte bei mir nicht passieren, denn hier hat jedes Fenster, zumindest jedes Fenster, das geöffnet wird, nochmal ein, so ein Mückennetz dahinter. Glaubst du nicht, für eine Katze, die raus will, dass das ein Hindernis ist? Naja, das ist halt schon so ein massives Ding. Das ist halt nicht einfach nur so was, da hängt, sondern das ist wirklich gespannt. Mhm. Das. Ja gut, ach, nee, das habe ich aber auch, aber das ist ja trotzdem, wenn die Katze da durch will, das geht schon. Also ich müsste ein bisschen arbeiten, das stimmt. Also hätte vielleicht nur eine Chance, das zu bemerken. Fun Fact, Bayern Alzenau hatte, glaube ich, das Wappen sogar vorm FC Bayern. Oh, okay. Die haben mir das hingeholt. Ach so, okay. Dann ist es auch die Copy-Paster. Hm. Glatze ist ordentlich. Man sieht immer nur gestresst aus, wenn man jede Falte an der Birne sieht. Nee, also das Ding ist, ich habe auch die fette Narbe hier ja auf meiner Schädelseite hier. Und das macht das dann nicht besonders attraktiv, wenn man dann so ganz klar auf diese Vernarbung da sieht hier. So, dann wären wir soweit. Nächstes Ligaspiel gegen VfB Tremin. Ja, dann rein da jetzt. Und die Generalprobe vor unserem Pokalspiel. Ja, das natürlich wieder ein Banger wird, das Pokalspiel. Da haben wir wieder Bock. So, deswegen muss das jetzt aber auch klappen. Und möglichst ohne Verletzte. Wie schön. So, Videotext. Das ist vor allem auch wichtig. Wir könnten lieber jetzt sogar tatsächlich, also legit, wir könnten sogar wirklich lieber verlieren, als dass wir jetzt noch jemanden verlieren. Verstehst du? Das wäre jetzt gerade schon wichtig. Boah, Birkenwerder ist aber auch richtige Rotzgammeltruppe, Alter. Die müssen im Pokal gleich richtig wegwichsen. Platz 14. Bei denen geht auch nicht viel zusammen. So, gucken wir mal, wie das läuft. Also gegen Tribin. Wie gesagt, vierter Platz. Das ist jetzt noch nicht ganz so geschenkt. Lichtenberger macht aber erstmal schon mal den richtigen Schritt. Nach Vorlage Sagert. Schießen sie aus dem Mittelfeld heraus das 1-0. Bunz schiebt das zweite nach. Morscher das dritte. Auf Vorlage Surkämper wohlgemerkt. Diese tolle Vorlage. Also, was war denn das gewesen? Wahrscheinlich einfach nur ein Abwurf vom Torhüter und dann flachs mal drauf auf 50 Metern oder was. Das ist ein Abschlag. Super Solo. Der war auf dem Linksverteidiger? Hm. Merkst du selber, ne? Naja, gut, egal, soll uns recht sein. Wir haben das 3-0 mit dabei. Boah, und das dementsprechend ist also hier schon eingeritzt und recht. Solide. Ja, das sieht ganz gut aus. Was wir bekannt von mir hatten, die kamen von der Arbeit heim und hören eine Katze lautstark schreien. Als sie dann gefunden haben, hing die im gekippten Fenster. Hat es mir nicht ganz rausgeschafft. Ja, zu fett gewesen. Hatte ich auch mal eine Katze. Boah, das war gottlos. Oh, erzähl ich euch gleich nach der Partie. Wir müssen mal eben noch mal kurz Fokus halten. Was bei meinen Eltern mal passiert ist, die hatten irgendwie eine Lebendfalle aufgestellt für Marder oder sowas. Wo einfach halt da eine Tür, die Tür zufällt quasi, wenn man in den Käfig reingeht. Ach so, okay. Und dann ist da eine Katze reingelaufen. Und ist da über Nacht drin geblieben. In der Nacht hat es auch noch geschüttet, wie blöd. Na ja gut, war es wie überdacht. Dann war. Nee, eben nicht.
Ach, so ein Das Gittersee. hat da reingeregnet. Und Scheiße, dann war Mann. die entsprechend traurig am nächsten Morgen, hat da geweint, wollte endlich raus. Und die hat sich wohl nie mehr blicken lassen. Die ist abgehauen und nie mehr wiedergekommen. Wie willst du das verdenken? Das war der Schock des Lebens für das arme Vieh. Ja, gut, okay, also das 3-0, das scheint hier soweit erstmal durchzugehen. Ganz entspannt tatsächlich. Jetzt, also nach dem Schocker vorhin und so und kurz drauf und dran mal wieder Punkte liegen zu lassen, geht das jetzt tatsächlich trotz Notverteidigung hinten doch ganz gut. So, genau. Dann bringen wir das so jetzt über die Bühne. Sehe ich gerade. Finkenkrug Falkensee liegt hinten. 1 zu Oh. 0. Oho, Das könnten tatsächlich mal wieder. Also wir drehen werden sie es, denke ich, nicht mehr. Nur die Frage, ob wir 2 oder 3 Punkte drauf gut machen. Und tatsächlich, sie verlieren sogar wirklich die Partie. Ja, damit haben wir jetzt 12 Punkte Vorsprung. Das sind 4 Partien. Das heißt, jetzt werden wir schon tatsächlich im 26. Spieltag durch sein. Das heißt also noch 3 Siege, Freunde. 3 Siege und wir sind aufgestiegen. sehr schön. Sehr gut. Es kommen auch die Frauen. Manche finden Namen extrem attraktiv, aber meist nur so Gothic oder Punk Girls. Ja, Oh, die gut. haben eine rote Karte Wobei können gekriegt. auch. Ah, okay. Ja, wobei auch Gothic Punk kann ja auch ganz hübsch sein. Gut, Gothic ist, muss man sich drüber unterhalten. Punk ist noch. Wobei kommt so ein bisschen beides drauf an. So. Gut. Die spielerischen Defizite konnten meistens mit Kampf wettgemacht werden. Die kämpferische Einstellung fehlte jedoch völlig. AKA total Ja, Kapitulation. genau. Okay. Nee, aber was die Katze anging, die ich vorhin meinte, wir haben ja auch so eine Katze in der Nachbarschaft. Die gibt es hier heute noch. Und ihr müsst wissen, wir haben so einen Gartentorzaun. Das Ding ist nicht hoch. Also da kannst du so halbwegs schon drüber. Aber wichtiger ist, das hat so in der Mitte so Stäbe, aber die sind relativ weit auseinander. So, ne? Und ich sag mal so, in ihren jungen Jahren hat diese Katze da immer durchgepasst. Gar kein Thema. Ne? Aber es kam dann mal der Tag, da ist die. Ich stand da gerade im Garten, deswegen musste ich so lachen. Da hat die, wie gewöhnlich, wollte sie ganz galant schnell da durch und blieb dann hängen zwischen diesen zwei Stäben. Aber einfach zu dick geworden. Jetzt meint der Das war Amateurtrainer, wird ein Bild vergessen, für die die Mannschaft Götter. aufzustellen, weil wir sie nicht voll besetzen konnten, weil wir nicht genug Spieler hatten. Ach, Halsbaul. Och, Also du nächst. Oh Gott, die nächsten 2 Verletzten da wir haben jetzt auch unten. verloren Rü. gegen Pankow. Ja, okay, ja, die Truppe ist durch, das war's. Und ja, genau, Die jetzt ist haben wir hier noch verloren. Rüd, fällt 12 Tage aus und Zage Lange fällt drei aus. Wochen aus. Noch aus. Ja, das Ding ist durch. Okay, die kriegen jetzt einen gleich wieder, weil White gleich wieder da ist, aber. Nee, das Ding ist durch. So, komm hier, jetzt zack, warte mal eben so. Pokalspiel. Jetzt wirklich mal eben. Ja, genau, jetzt warte mal eben wirklich, damit ich noch ein bisschen Zeit für die Prediction habe. Also, Sieg Kubir, alles klar, alles eingebombt, logische Geschichte. So, Freunde, jetzt aber die wichtigste Wette des Tages. Und zwar, wer kommt im Pokal weiter? Wir haben die Auswahl zwischen natürlich den Kubir Kickers. Zu Hause? Ja, das will ich mal. Ey, mein Pokalspiel zu Hause. Das ist auch nicht so häufig vorkommen. Oder Birkenwerder. So, und ihr kriegt für diese Geschichte einfach wirklich nur 2 Auswahlmöglichkeiten. Es ist ein Do-or-Die-Spiel. Kriegt ihr 5 Minuten Zeit, um das Ganze auf den Tisch zu bringen. Wette läuft. Ich will richtig was sehen. Ihr kriegt hier schön nochmal wieder von mir 5%. Jetzt gibt es auch mal ein bisschen was zu holen. Ne? Ist Pokalfight. Da kann durchaus was gehen. Hier könnt ihr tatsächlich jetzt noch ein bisschen abstauben. So, rein da. Wie stark ist unser Gegner? Das ist ziemlich in Niete. Die sind ziemlich weit hinten bei uns in der Liga. Ja.
Die sind auf Tabellenplatz 15 von 16. Mit 16 Yay! Punkten. Die zweitgrößten Loser nach Maulberg. Maulbeer. Ja. Also, gut, dann Mo, hier walte deines Amtes, schmeiß den Kubaner raus und dann geht's weiter im Kontext. Mhm. So, und da fliegen sie jetzt schon die fetten Kanalpunkte. 35.000 auf Trubius Nacken. Oh. Ey, ich habe die Erfahrung, dass solche Mannschaften aus dem Pokal einhauen können. Ja, Pokal ist immer ein bisschen was Besonderes, das darf man natürlich nicht vergessen, aber realistisch muss man auch sagen, die Karten stehen ganz solide. Oh, ich werde sogar supported von irgendwem, der 100 Euro auf Birkenwerder setzt. 100 Euro, ja, schön. Nee, wir sind kein Casino. Nee, 100 Kanalpunkte, 1200 Kanalpunkte sogar auf Birkenwerder. Mensch, da gibt es jetzt ja richtig was zu holen hier. Ui. Wenn gleich meine Punkte noch dazukommen, 42.000 deswegen auf Kuhbier. Jetzt riechen die Leute Lunte. Ja, ich sag ja, Pokal ist immer was Besonderes. Da geht's gleich schon gut ab. Deswegen, jetzt muss ich kurz gucken. Dann muss man einen Taschenrechner anwerfen. Das heißt, momentan 2.400, ne? Oder so. Ja, 2.400 Punkte, die gleich von mir noch gerade zugesteuert werden. Bin ich mal gespannt. Da ist jetzt, da steckt ein bisschen was im Kessel drin. Pokalspiel ist immer was Besonderes. Da kann man noch was machen. Ja, Resinato spielt doppeltes Spiel. Er setzt mit zweiter Count 1000 Punkte auf Birkenwerder, um zum Not, weißt du? Ist alles erlaubt, Freunde, ist alles erlaubt. Also setzt doch mal schön. Morgen ist es soweit, dann beginnt die Pokalschlacht. Ich für meinen Teil setze jetzt meine Punkte auch noch mal rein. So, wir kommen auf 45. Das heißt, es sind dann dementsprechend 4, 5. Das sind 2, 2, 2, 5. 2, 2. Nee. 2, 2, 5, 0. So. Gibt also tatsächlich jetzt sogar wirklich mal wieder ein bisschen was abzuholen hier an Punkten. Pokalfight, technisch. So, und hier sehen wir tatsächlich, was in der ersten Runde passiert ist. Oh, Birkenwerder hat sogar einen aus unserer Liga rausgehauen. Schwed. Crazy. Wir natürlich nach diesem ganz schweren Spiel gegen Veteraner Victoria. Oh, ja. Das war wirklich ein Krampf vor dem Herrn. Aber dieses Mal haben wir unseren Angstgegner bezwungen. Na, jetzt gucken wir mal, was passiert. Oh, Mamo geht auch noch mit rein. Hat auch noch ein paar Pünktchen gesetzt. Vielleicht bekomme ich es ja wieder, wenn sie gewinnen. Ja, mal gucken, was passiert. Klar, Pokal ist natürlich sehr wichtig. Da schauen wir jetzt mit ganz gespanntem Auge drauf. Leider für weit einen Tag zu früh das Pokalspiel. Wäre es am Mittwoch gewesen, alles tipptopp. So langt es jetzt tatsächlich noch nicht für den Benny. Die Verletztenliste, Alter. Ja. Wirklich. Wieder zwei Plätze frei auf der Bank, obwohl ich schon zwei Torhüter auf die Bank gesetzt habe. Ah, hilft ja nichts. So, es fliegen noch mal ein paar Pünktchen nach hier, aber es ist alles nur im kleinen Rahmen. Ja. Letzten Stream habe ich jemanden für die Kommunalpolitik überzeugt. Wen darf ich jetzt überzeugen? Malte? Nö. Keine Zeit im Leben, ihr seht doch schon, ich muss den Stream schon 20 Minuten nach hinten verschieben mit dem Starter, damit ich auch noch was zu fressen kriege. Ich glaube nicht, dass ich noch Kommunalpolitik machen kann. Ich werde ziemlich sicher nochmal irgendwann in die Politik gehen, aber das wird mich irgendwann dann wahrscheinlich betagteren, Alter. Oh, nochmal ein paar Punkte auf Birkenwerder gegangen. Hey, auf 4.000 Punkte gibt es zu holen bei Birkenwerder tatsächlich. Beziehungsweise 45.000 bei Kubier. Also Quote von 1 zu 12. Solide. Beziehungsweise 1,09 bei Kubier. Von den Verhältnissen und Anteilen her.
Herr Senator, Pokal hat seine eigenen Gesetze, ne? Darf man nicht vergessen. Hat er recht. Pokal ist immer was Spezielles. Da können die Kleinen, die Großen immer ärgern. Deswegen, schauen wir mal. Aber ich halte ihn schon für eine ziemlich Übermacht. Das Einzige, was mir so ein bisschen Sorgen macht, ist halt diese Abwehr, weil die jetzt momentan aus Verletzungsgründen so zusammengeschustert ist. Dass da halt mal irgendeiner richtig beschissen wieder durchrutschen kann. Na, aber nach vorne sind wir top aufgestellt, Gunst ist wieder da, Raube ist da. Also quasi unser 50-Tore-Sturm ist zur Stelle. Ne? Und mittlerweile vielleicht sogar auch 60 Tore. Ja, also das Ding ist, ich traue der Mannschaft safe zu, 2 Tore zu schießen gegen die. Das heißt, es müssten 2 dumme Dinger durchrutschen und dann müssten sie es irgendwie in Elfmeterschießen schaffen, uns zu besiegen. Ne, so, das wäre quasi das Szenario, was ich mir am ehesten vorstellen kann. Oder aber wir kriegen Probleme, weil wir wieder wie vorhin so eine Geschichte haben. Mit 2 Verletzten auf einmal oder so. Oder wirklich ganz, ganz übel ist. Ja, Mo, kannst du jetzt in die zweite Mannschaft gehen? In den ersten Fist, wo nicht mehr. Ja, das mache ich dann am Samstag. Okay, alles klar. Okay, dann Attacke. Wären wir jetzt wohl soweit? Wette ist auch fertig. Ich könnte dementsprechend. Ein OM sollten wir noch mitnehmen. Ja, das stimmt. Ja, würde ich vielleicht so machen. Ja. Ja, ist okay. Genau, ach hier, der SS-Schwegler war das gewesen. Genau, Ossi, deswegen keine Glatze. Ich will nicht aussehen wie SS-Schwegler. Okay. Dann gut, ich speichere nochmal. Und dann würde ich sagen, Textmodus würde ich nehmen. Dann haben wir ein bisschen mehr vom Spiel. Die Berechnungsart müsste exakt die gleiche sein wie beim Videotext, weil das ja ist nicht okay. Das Trainingsspiel ist. Fair and square. Und tatsächlich anhand dessen, dass wir jetzt schon wieder 11:30 haben und ich morgen ja noch einen Friseurtermin habe, würde ich tatsächlich sagen, ist auch sogar das letzte Spiel für heute. Gut. Machen wir also mit dem Pokalspiel jetzt tatsächlich die Sache rund. Auf geht's. Das Spiel gegen Birkenwerder. Rein in den Textmodus. Gucken, wie gottlos die Partie wird. Attacke. Wir kommen weiter. Logisch. Das sollte unser Anspruch sein. Schön mit Einlaufmusik, super. Lange nicht mehr gehört. Ja, stimmt, 3D-Spiele sind selten geworden. Oh Mann, jetzt schon vorbei. Die beiden Vorjahressieger kriegen wir tatsächlich hier oben noch, ne? Babelsberg und Viktoria Fortuna. Ah, so eine Geschichte meine ich. Das kann schon wieder schnell böse werden. Mit einem klaren Taktik-Foul unterbricht Maklas einen Angriff des Birkenwerder BC 1908. Die Kubek-Kickers spielen überwiegend mit flachen Flanken. Junge, die Fans sind auch richtig laut, Alter. Klares Handspiel von Kabashi in einem Zweikampf mit Gröblinger im Strafraum. Es gibt 11 Meter. Oh, was? Nein, ich will nicht selbst schießen. Nein, warum soll ich selbst schießen? Oben rechts, oben rechts. Oh, viel zu... Oh, er war trotzdem drin. Okay. Ich hatte keine Ahnung, wie man hier... Okay, 1-0 durch Sagat. Moment. Stürmer Intention, Freunde. Stürmer ich muss mal einstellen, dass ich nicht die Elfmeter schießen will. Nein, danke. Yes. Ey! Ich fand den gut. Okay, dann mach ich's. Ich habe halt keine Ahnung, wie das geht. Ich fand das war jetzt Glück, dass das funktioniert hat. Ich nicht. Das Spiel ist schnell und zweikampfintensiv, aber noch ohne echte Torchancen. Gute Möglichkeit für die Kubik-Kickers. Gröblinger schlägt den Ball aus dem Mittelfeld. Ganz kurz unterbrechen eben ganz schnell. Wegen dem Elferschießen, du musst nur noch ein bisschen länger gedrückt halten. Ball rollt auf zu, wie wollen sie einen coolen Trick zeigen? Ja, das ist dein Ding. Ja, natürlich. Der Ball rollt auf Momentel zu, der ihn stoppt, ein feines Kabinettstückchen zeigt und ihn dann zum Einwerfen zurückspielt. Fans feiern. Nee, also tatsächlich, du musst dann nur gucken, dass du noch ein bisschen näher gedrückt hältst, die Taste. Ja, das dachte ich mir dann auch. Damit du Schusskraft das habe ich jetzt hinterher gemerkt, dass man das so machen muss. Ja. So, wir hatten eine gute Möglichkeit für die Kubik-Kickers. Gröblinger schlägt den Ball aus dem Mittelfeld hoch in den Strafraum. Raube liegt quer zu Gunst, der Saric aus 11 Metern zu einer tollen Parade zwingt. Es bleibt beim 1-0. Dann haben wir jetzt eine Ecke von Saga. Die erste, die Ecke ist einen Tick zu kurz und kein Problem für Hukukelu, der den Ball auf Kosten einer weiteren Ecke klären kann. Und dann die zweite Ecke. Die Ecke kommt schön auf den Elfmeterpunkt, aber Saric stürmt heraus und schiebt alles zur Seite, was er sonst auch so an den Ball will. Dann fliegt er das Leder gerade noch vor, Raube aus der Luft und begräbt es unter sich.
So, Lichtenwagner Florian setzt da schön nach und bringt Ivanov in Bedrängnis. Damit holt er immerhin einen Einwurf für sein Team heraus. Gröbelinger sportet da mit voller Power einen Ball hinterher, der praktisch schon im Aus war. Damit verhindert er immerhin eine Ecke. Lüdis ist 1:1, Verwirrung im Strafraum. Keiner schlägt den Ball entscheidend weg. Schließlich schnappt sich Brandner die Kugel und zieht aus kurzer Distanz ab, aber so kennbar ist zur Stelle. Flanke von Gunst, doch Florian Lichtenwagner bekommt mit seinem Kopf nicht genug Druck hinter den Ball. Saric muss sich nicht besonders anstrengen, um den Ball sicher herunterzuflicken. Lass geht unbedrängt an der Außenlinie entlang. Sein Pass in den Rückraum kommt zu Raube, der aus 20 Metern Maß auf die lange Ecke nimmt. Aber Saric streckt sich und verhindert ein Gegentor. Sehr gut runtergespurtet. Und Tor! Oh, Bude! Durch Zweite Florian Ding. Lichtenwagner. Da geht es ganz schnell. Krotmark spielt Florian Lichtenwagner frei. Er schießt und trifft. Die Gangart des Birkenwerder BC wird rauer. Und für dich, Hardstyle, du musst noch eben kurz warten bis nach der Partie, dann sage ich was dazu. Ein Tor verdient hat der Birkenwerder BC wahrlich nicht. Aber wenn sie jetzt einen guten Moment hätten, dann kämen sie gerade noch mit einem blauen Auge aus dieser Halbzeit heraus. Das Spiel wird glücklich beendet. Also sind sie nicht mit einem blauen Auge rausgekommen. So, ja, Lass hat sich eine gelbe Karte geholt. Dann können wir jetzt noch gerade Wollschläger einwechseln. Sehr gut. Und um das versuchen, so, darüber zu klären. So, konzentriert euch ein bisschen in der nächsten Runde. Das sieht ja schon mal nicht schlecht aus. 2-0. Solide. Genau. Stimmt, Kommunalpolitik ist noch mehr Arbeit als eine Freundschaft. Ratet mal, warum ich Single like a Pringle bin. Ich weiß nicht, woher dieser Witz kommt, Single like a Pringle, aber egal. Die Pringles sind ja immer ganz schön, ne, in Gruppen unterwegs. Ich würde gerade sagen, schon eine ganz schöne Stapeltruppe. Mhm. So, ihre Spiele wirken locker und entspannt, das sieht nach einer lösbaren Aufgabe aus. Dann löst man die Aufgabe in der zweiten Halbzeit. Ich muss sagen, 2-0 zur Halbzeit ist ja erstmal gar nicht so per se verkehrt. So, wir wechseln einmal Radewollschläger, unser Zweitmannschaftsspieler. Eigentlich vom Verein anderen eigentlich Zweitmannschaftsspieler. Oh, unsere Abwehr ist so notdürftig zusammengekleistert, Mann. Aber bisher reicht's. Ich würde sagen, stimmt. So, heute wären eigentlich eher Gummistiefel als Fußballschuhe angebracht. Die Bedingungen sind nicht mehr ganz regulär im Ludwigspark. Oh, sehr geil. Schönes Ding hier. Und mitten in der Macho-Pampe. Oh, schön diese Landesligaspiele. So, Cedric Sagat schickt Thomas Raube steil, doch bei dessen Schuss ist Saric. Ups, was haben wir jetzt? Pankow spielt der Torwart Libero. Weiter Ball von Gunst in die Spitze. Torhüter Saric spielt gut mit und kommt weit aus seinem Tor heraus. Doch Raube ist zuerst am Ball. Und spitzelt das Leder an Saric vorbei ins Tor. Da ist das dritte Ding. Nächste Bude. Thomas Motherfucking Raube, der das Ding hier nochmal reinledert. Sehr schön. Bester Torschütze ja auch in der Liga momentan. Von daher alles tipptopp. So, Saric hatte Raube steil gesteckt, doch dessen Schuss ist Saric, bei dessen Schuss ist Saric zur Stelle. Dann haben wir jetzt das 3:0 Torhüter. Saric stürmt weit aus seinem Tor, aber verliert das Lauf gegen Raube, der den Ball souverän einschießt. Für die Spieler der Kubierkickers ist das jetzt nur ein besseres Training. Der Birkenwerder BC hat jetzt nichts mehr zu verlieren. Und Raube schießt der Ball an den Pfosten. Ah, doch. Also. So, Freistoß von rechts. Florian Lichtenwagner bringt den Freistoß schön an den zweiten Pfosten. Dort steht Raube und köpft wunderbar gegen die Aufrichtung von Saric aufs lange Eck. Doch er trifft nur den Pfosten weiterhin. 3:0. Immer noch 3:0. Glanzparade von Frank Saric. Erneut eine gute Torchance für die Kugelbierkicker. Super Parade von Saric über Pistol und Florian Lichtenwagner. Kommt der Ball zum agilen Sagat, dessen abgefälschten Schuss kann der Torwart reflexartig zur Ecke klären. Saric ist sichtlich mit sich zufrieden. Ecke von links durch Sagat. Raube kommt zum Kopfballduell und setzt diesen an den rechten Außenpfosten. Schiri Franz Bokop hatte aber bereits abgepfiffen, da sich der überragende Torjäger keine Ahnung im Abseits befand. So, die Kubier-Kickers kontern bei 5 gegen 4 Überzahl über Christian Grotmark. Raube hat nur noch Saric vor sich, versucht es mit einem Heber genau unter die Latte. Alpha, schönes Ding ist drin. Und natürlich Thomas Raube, wenn er trifft, dann natürlich gleich wieder doppelt. Quasi das Kugelkicker-Zero-Gerassie-Wochenende. Denn Raube ist wieder zur Stelle. So, der Schiedsrichter hatte die Ecke übrigens abgepfiffen, da sich der überragende Torjäger aufgestützt hatte.
Achso. So, Raube vollendet ein bitzsauberen Konter mit einem schönen Tor. Konter Kubikickers, aber diesmal hat Ivanov aufgepasst und spitzelt den Ball weg, ehe Raube mit dem Leder auf und davon gehen konnte. Oh, Riesenchance. So, der nächste Hochkaräter Gunst taucht plötzlich alleine vor Saric auf, doch statt zu schießen schlägt der gefährliche Torjäger noch einen Haken und vertändelt so die Chance. Die Kubikickers kann jetzt die Partie hier fast nach Belieben dominieren. Da war ein Grammatikfehler, Wechsel. Der hat mich gerade ein bisschen rausgenommen. Naja, gut, egal. Puh, Junge, Junge, Junge. Wie viel Tore hat Raube jetzt geschossen? Zwei. Oh, glaube ich, oder? Mein, ja, also ich meine, das wären zwei. Das erste Ding war Lichtenbachner. Ah ne, da haben wir noch einen. Scheiße, wir waren da noch Torschütze. Ja, ist okay, also jetzt bei 4-0, das, ja komm, ist auch Pokal, das ist die ersten. Ja, wir haben ja schon, wir haben ja nur drei Wechsel. Ah, ach, du hast das war's schon. Ah, nee, ja gut, dann mach das so. Dann darf Raube noch mal ein bisschen. Dann darf Raube noch ein bisschen. So, was hatten wir denn hier? Grotmark zieht aus 15 Metern ab, setzt die Kugel aber über die Latte. Wenig später schießt Gunst knapp am langen Pfosten vorbei. So, jetzt haben wir erstmal Wechsel. Schwegler kommt rein für Sagat. Ich bevorzuge jetzt erst Schwegler. Der kleiner alter Mann für Gröbel. Fabio Klein kommt rein für Grady Gröblinger. Und Grotmark spielt direkt auf Gunst, der im richtigen Moment durchstartet und dem heraus einen Saric aus halbrechter Position aus 12 Metern den Ball durch die Beine hindurchschiebt, aber das Leder geht knapp am Tor vorbei. Oh nee, ist eine Riesenchance. Raube kommt an der Strafraumgrenze an den Ball und zieht sofort ab. Nur mit Glück kann Ivanov den Ball da noch abblocken. Dieser wäre aber vermutlich ohnehin knapp am Tor vorbeigegangen. Man muss heute auch die hervorragende Leistung von Schiedsrichter Franz Bukop einmal lobend erwähnen. Nächstes Riesending. Morscher erobert auf dem linken Flügel den Ball und startet durch. In der Mitte kommt Florian Lichtenwagner an den Ball und spielt noch einen Gegenspieler und verfehlt aus zentraler Position das Tor nur knapp und Florian Lichtenwagner ist verletzt. Und wir haben natürlich nichts mehr zum Wechseln. Wir können nicht mehr wechseln. Genau. Weiter. So, ich denke mal nicht, dass wir jetzt vier Gegentore kriegen, weil ein Offensivspiel ausgefallen ist. Lichtenwagner hat sich verletzt und kann nicht mehr weiterspielen. Näheres dazu später. So, derweil haben wir nochmal eine Chance. Und nochmal ein Tor. Hattrick. Hattrick, da ist das dritte Ding. Thomas Raube, wenn der Mann erstmal wieder da ist, dann geht die Party steil. Grotmark passt aus dem Mittelkreis durchs Zentrum steil zu Raube. Dessen Linksschuss aus 14 Metern berührt Saric mit der Fußspitze. Doch der Ball trudelt dennoch ins Tor. Und nochmal ein Pfosten. Und nochmal Alu, ey. Das ist das dritte Mal schon. Durch Gunst diesmal aber. Der darf auch mal. Zumindest in Schussposition kommen. Grotmark verlängert einen weiten Ball auf Gunst. Der schüttelt Ivanov im Laufduell einfach ab wie eine lästige Fliege. Scheitert dann aber am gut mitspielenden Saric. Heute klappt bei dem Kubikickers alles, außer der Schuss eben gerade, der an den Pfosten ging. So, die so Ecke von rechts für Birkenwerder. Die Ecke wird zunächst von Reuter geklärt, doch etwas zu kurz. Stahl fasst sich aus 17 Metern ein Herz und hämmert den Ball aufs Tor. Doch Morscher geht großes Risiko und deckt den Ball Volley zurück. Großartige Szene. Rainer Stecher sehnt hier vermutlich den Schlusspfiff herbei. Der Trainer von Birkenwerder. Stecher? Nein! Bring die nicht, ey! Oh! So, das war's. Gut. Schöne Schlusspointe und ja, ich würde sagen, das war doch mal ein recht deutliches Pokalergebnis. Das heißt, Ladies and Gentlemen, ich gebe natürlich eure Wette frei. Ich beglückwünsche diejenigen, die auf Kubir gesetzt haben. Kubir, also souverän, 50.000 Kanalpunkte, die rübergeschoben werden. Ja, setzt ihr souverän durch. Einzige ist natürlich, wir mussten jetzt wieder mit dem kleinen Problem leben, Mo, ne? Dass wir einen Spieler wieder verloren haben. Wir haben einen Verletzten, genau. Aber gut, ist okay. Mal schauen, wie schlimm es ist, wir wissen es noch nicht. Wadenzerrung, Mann. Das ist vielleicht maximal zwei Spiele. Eher sogar eins, hätte ich jetzt behauptet. So, gucken wir natürlich dann noch drauf. So, das nächste Pokalspiel ist in einem Monat. Jo, guck mal. Sehen wir noch nicht. Dann müssen wir abwarten. Dann gibt es gleich noch Spaß, was das angeht. So, Hardstyle, weil du es eben so brav gewartet hast, doch eben schnell die Antwort auf deine Frage. Warte noch eben kurz, bevor du gleich weitermachst, Mo. Nein, zu 24 haben wir noch nichts gehört zum DLC. Wahrscheinlich kommen Informationen da auch in der Tendenz erst im Mai oder Juni. Wir sind noch tatsächlich ein bisschen früh.
Wenigstens Luftverkannte, der sagt Softe. So ist richtig, wenigstens Luftverkannte. Jetzt kannst du weitermachen. So, Ben Wright ist wieder fit, das ist schön. Riskante Ansprache erfolgreich, ist auch schön. So, wir spielen als nächstes gegen Schwarz-Rot Neustadt Dosse. Mhm, das klingt nach Verbandsliga. Das klingt nach einer ordentlichen Herausforderung. Das ist Verbandsliga. Ui. Ja, 524. Elfter Platz in der Verbandsliga, 524 steht hier als Stärke. Wenn wir anders gucken, nach Mannschaftsstärken hier in dieser Tabelle haben wir hier die Kreisliga. Okay, schön. Wir wollen ja die Verbandsliga. Die Landesliga, da sind wir selbst mit 626. Und Schwarz-Rot-Neustadt mit 526. Wir sind 100 Punkte stärker als unser nächster Gegner, laut dieser Tabelle. Laut dieser Statistik. Ja, also laut dieser Statistik wäre eigentlich auch nur Klosterfeld die einzige Truppe, die uns noch richtig gefährlich werden kann. Aber ich würde darauf nicht zu viel geben. Mhm. Deswegen, das lass erstmal gucken. Ne, das kann schon noch sein. Wir haben uns ja gegen die Veteraner auch sehr gequält. Na, also das wird schon. Da wird schon eine andere Kaliber und ein bisschen kniffliger hier. Was, wir spielen in der Gosse. Wir spielen in der Gosse im nächsten Pokalspiel. Vielleicht haben wir wenigstens ein Heimspiel. In der Dosse, ja, im Fluss Dosse spielen wir, ja genau. Im Wasser. Er hat nach der Gosse gefragt. Ja gut, Bayer Alstenau hat noch hier kurz einen Prozess gemacht. Ja. So, Lass hat eine Erfahrungsstufe erreicht, eine neue. Schön, das heißt, er hat jetzt eine Stärke von 44, damit ist er fast wieder konkurrenzfähig. Mhm. Oder ist er vielleicht sogar, könnte sogar schon besser sein als Freuder? Oder nächste Woche müssen wir es mal prüfen dann. Mhm. Aber Pro, warte mal eben, ich muss mal kurz gucken, bin ich nächste Woche da? Ja, nächste Woche bin ich da. Genau. Die Woche darauf, am 19. Mo, bin ich nicht da. Mhm. Kann ich dir jetzt schon sagen. Da bin ich auf. Aber, ja, weil vielleicht sogar doch, aber dann wird es doch verspäteter Streamstart. Weil da bin ich auf irgendeiner Wandertour eingeladen. Ja, Lass ist besser als Reuter mittlerweile. Ui! Siehe da! Da wird plötzlich anders versetzt. Und Lass kriegt zur Fitness. Der ist erst in orangenem Bereich zu uns gekommen in die erste Mannschaft und ist jetzt kurz vor dem grünen Bereich. Ja, wie gesagt, also sobald das sich hier geklärt hat, oder hat sich das jetzt schon geklärt, hast du jetzt alle Innenverteidiger? Nein, Schützen, ihr fehlt noch. Dann kannst du tatsächlich Reuter runterversetzen. GG, Reuter! Gut, und so Freitag natürlich bis zum Saisonende. Ach ja. Gott, vergiss es. Okay, aber so könnte nächste Saison deine Karriere kippen gehen. Oh, MSV Duisburg, ey! Oh. Im Halbfinale. Im VfL Bochum. Oh. Mittlerweile muss man sogar schon sagen, nicht ganz so geil wie im Original. Ja. Original ist dann noch krasser, aber auch schon gut. Mhm. Ja, und damit, wie gesagt, also haben wir es für heute, würde ich sagen. Mhm. Ladies and Gentlemen, ich bedanke mich ganz herzlich draußen bei fürs Zusehen. 14 Zuschauer, kernsolide Zahl. Ne, hat ja hinten raus doch war alles noch okay, hat ja gut geklappt. Ja, was können wir festhalten? Also Pokalrunde weiter, Pflichtaufgabe erfüllt. Weiterhin auch makellose Bilanz, auch wenn zwischendurch mal ein bisschen zum Zittern war, hinsichtlich der Partie. Oh, was haben wir hier jetzt noch? Was wolltest du gucken? Wir gucken, ob das nächste Pokalspiel ein Heimspiel ist, aber scheint ein Auswärtsspiel zu sein. Ist ein Auswärtsspiel, okay. Ja, wo war ich jetzt gewesen? Genau, also sind also in der Liga auch auf besten Wege, ne, und müssen da jetzt, also wir hatten nur 3 Siege einfahren, dann haben wir da das Ding schon abgehakt. Ja, aber jetzt ist tatsächlich halt Crunch-Time der Saison, ist klar, ne? Jetzt kommen die ganzen Spiele, Viertelfinale, Pokal, die letzten Ligaspiele, die wir noch haben. Rage, Killers Online, ja, da setze ich euch dann nochmal dementsprechend hin, ist okay. Und ja, Mo, ansonsten, wann sehen die Jungs dich wieder? Ich hoffe, dass das am Sonntag endlich mal wieder klappt, das wäre ganz schön. Jetzt muss ich doch wieder abgeschrieben werden in die großen Kleinschreibung. Also dementsprechend Sonntag, Freunde, markiert euch das mal vor. Genau, und ich dann hoffe, das klappt. Das wird langsam mal wieder Zeit. AL Doppel, ja. Und dann der Rest klein und dann die 21 hinten dran. So. Okay, ich hab's. Gut, also Ladies and Gentlemen, ich schicke euch zum guten Killer rüber. Sendet nochmal liebe Grüße von mir und wir sehen uns dann in der nächsten Ausgabe dann, also nächste Woche Freitag hier zum FM wieder. Sonntag schon mit Balzer, so ist richtig. Und dann am nächsten Montag mit P&R und am nächsten Freitag dann mit den Kickers wieder. So, gut, alles klar. Auf geht's, rüber, ab mit euch. Schönen Abend noch. Genau.
Irgendwie wollte den Wait jetzt nicht aufsetzen. Ja, also ich weiß, dass sie noch da sind, aber ja, hätte ich jetzt ein bisschen runtergehen gehabt, aber irgendwie hat er gerade keinen Bock. Ich weiß nicht, ist jetzt, sag jetzt nicht, der ist parallel auch aufgehört. Nee, der ist noch da. Da steht der, ich glaube, der werden noch Raider gesammelt bei uns. Hä, ach Oder? so, ich sehe das gerade gar nicht. Ja, da musst du die freischießen. Ich Hier habe da gerade keinen Blick steht drauf. Maltimo raidet mit 14 Raid-Teilnehmern. Ja, dann raus damit. Ich kann den, nee, ich bin, ach so, ich bin hier in dem, hier bin Ja, ich nicht als in dem Zuschauer Ding, du gerade musst. drin. Ah, Ja, jetzt genau. raiden kann ich sagen. Ja, genau. Ja, Okay, auf geht's. auf geht's. Bis dann. Dann kannst du jetzt hier freischießen. Jetzt sind wir durch. Also, wegschießen.